Hallo und herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast. Mal ein anderes Intro. Ich denke, das passt diesmal ganz gut, nachdem wir nur zwei Stunden rumgemacht haben mit der Technik und es im Endeffekt nicht zu einem Livestream gelangt hat. Deswegen hört ihr uns hier wieder via eurem Podcatcher. Aber gut, so muss es halt auch manchmal sein. Was soll man machen? Wir befinden uns hier in der Jahresendabrechnung. Die elf Feinde haben sich zusammengetroffen und wollen über das sprechen, was im vergangenen Jahr passiert ist. An meiner Seite, wie immer, der Basti. Hallo. Gute. Und ein ganz besonderer Gast, der jetzt übrigens auch für die Technik zuständig ist. Sonst würde es hier gar nicht mehr funktionieren. Der vierte Offizielle, Axel. Hi. Ja, schönen guten Tag. Jetzt schon keine Lust mehr. Perfekte Voraussetzung. Auf jeden Fall. Ich will eigentlich dieses Quiz hier zumachen. Mal schauen. Aber wir haben ja jetzt die Leute abstimmen lassen. Ja, die Menschenmassen abstimmen lassen. 242 Antworten bislang. Und ich würde sagen, wir fangen gleich ganz vorne an. In unserer kleinen Sendung hier. Wir haben unter anderem den goldenen Kalle gewählt. Basti, was hat's denn damit eigentlich auf sich? Der goldene Kalle, ja, die Eintracht-Podcast-Hörer werden ihn kennen. Es ist der Dummschwätzer der Woche, auch so wird er auch genannt. Da, der wird dann Leute verliehen, die sich um sehr tolle Aussagen verdient machen. Sind mittlerweile gefühlt sehr, sehr viele jede Woche. Und aber Karl-Heinz Rummenigge war jemand, der in einer Redundanz immer dort aufgetaucht ist, dass irgendwann der Preis nach ihm benannt wurde. Und ich glaube, ohne jetzt zu groß zu spoilern, er wird später auch einen Preis in einer Sonderkategorie bekommen. Ja, auf jeden Fall. Es ist anzunehmen, der goldene Kalle bezieht sich jetzt also auf das Jahr, auf das komplette Kalenderjahr, während wir danach noch den Umschwarz haben. Aber Marvin, ganz kurz. Sollte der goldene Kalle nicht der krönende Abschluss sein? Das ist eigentlich eine gute... Sollte der goldene Kalle nicht das sein, was die Leute am Hören hält? Ja, genau. Dass du halt immer weiter teast und dann so nach 4,5 Stunden kommt der goldene Kalle. Und dann machst du einen falschen Umschlag auf. Du kannst ja nicht mit dem goldenen Kalle anfangen und dann hören die Leute auf zu hören. Das gibt's ja nicht. Ja, gut. Das ist doch der Höhepunkt. Habt ihr vollkommen recht. Also wenn das so ist, dann würde ich sagen, dann machen wir das doch nachher. Entschuldige bitte mal. Ja, und gleich hören Sie. Nach der Werbung. Ja, genau. Und dann kommt wieder ein Block und dann wieder. Aber nach der nächsten Werbung kommt es dann wirklich. Gell? Versprochen, liebe Leute. Bald ist es soweit. Ja? Ja. Haben wir denn irgendeine bunte, lustige Kategorie, das mir hier beschwingt in den Arm starten? Fang doch ja, unten ich würd, an. Ja, also fang ich doch unten sagen, an, genau. Geht nach oben. Es steigert sich doch immer mehr. Genau, ich würde sagen, dann fangen wir doch einfach mal ganz unten an. Und zwar, das sollte ja hier im Endeffekt im Entferntesten auch eine Fußballsendung sein. Und da haben wir uns gedacht, okay, machen wir doch irgendwas mit Fußball-Award. Ja, ich wollte den jetzt auch gar nicht großartig benennen, aber wir haben so viele berühmte Persönlichkeiten, die sich um den Fußball verdient gemacht haben. Und da waren ja ein paar tolle Nominierungen dabei. Übrigens auch Helene Fischer, die ja jetzt wieder eine eigene Sendung hatte. Ja, ganz fantastisch. Ja, ich glaube, ich hoffe, jeder von euch hat's geschaut. Und dann noch nominiert der Petersfield-Manager John Robson. Kann einer erklären, was es damit denn auf sich hatte? Ja, ich kann das machen. John Robson, also erstmal, Petersfield ist Non-League in England, also ein Amateurverein. Und der Manager hat mit seiner Mannschaft auswärts in Kittlington gespielt. Im März ist das passiert. Und die Mannschaft war halt vorher schon nicht so richtig gut und er scheint sich wohl einigermaßen aufgeregt zu haben. Es gibt leider keine Videobilder dazu, weil eben Non-League in England. Und dann stand es zur Halbzeit 2-1 für Kittlington. Das Spiel ist dann 4-2 für Kittlington ausgegangen. Und dann hat er in der Halbzeit als Ansprache einfach den Spielern gesagt, sie können ihn mal am Arsch lecken, er geht jetzt nach Hause und ist gegangen. Und finde ich eine konsequente und schöne Geschichte für einen Trainer. Der hatte einfach keine Lust mehr, war zu frustrierend. Und dann wurde der Besitzer beziehungsweise Chairman von Petersfield wurde dann nachher von der Lokalpresse gefragt, was denn da passiert ist. Und der hat das dann einigermaßen verklausuliert ausgedrückt und hat gesagt, ja, er hat den Leuten einfach nur gesagt, das war's und ist nach Hause gefahren. Es wäre zu frustrierend für alle gewesen. Und bevor es dann weiter awkward geworden wäre, hat er einfach seine Sachen gepackt und ist nach Hause gefahren. Fand ich super.
hat mir als irgendwas mit Fußball sehr gut gefallen als Nominierung. Finde ich auf jeden Fall sehr konsequent. Man wird das Gefühl nicht los, dass auch der ein oder andere, der jetzt hier streamingmäßig ein bisschen in Frust geraten ist, ähnliche Pläne zwischenzeitlich hatte. Ja. So, Leute, macht's gut, gell? und dann haben wir noch Gianni Infantino auf der Liste. Wer hat den denn nominiert? Das müsste ich auch gewesen sein. Ja, weil irgendwas mit Fußball, Gianni Infantino, oder? Ja, auf jeden Fall, also, definitiv. Auch jemand. Ja, auf jeden Fall, der hat die Erwartungen erfüllt, die man als Nachfolger von der Blatter in ihn gesetzt hat. Absolut. Nahtloser Übergang bei der FIFA, muss man sagen. Da ist nichts groß weiteres passiert, sondern es läuft alles weiter wie vorher. Nur, dass er noch lustiger aussieht als der Blatter, finde ich. Ich finde am geilsten, dass Gianni Infantino halt einfach bei diesem Narrativ bleibt, dass er sagt, die FIFA ist halt einfach der transparenteste Verein der Welt. Und bei uns geht alles mit rechten Dingen zu. Und wer uns an den Karren pinkeln will, der lügt halt einfach. Und das finde ich halt so unfassbar gut. Weil ich meine, diese Dinge sind ja nun mittlerweile öffentlich. Da werden Leute für in Knast gesteckt. Du wolltest nämlich gerade sagen, da sind doch wieder zwei passiert. Ne? Also ich meine, dieser Peruaner, der da, wie hieß er, Manuel Burga, der jetzt in New York verhaftet worden ist, das ist ja alles dokumentiert. Und was da halt alles bei der FIFA komplett gegen die Wand läuft, das weiß die ganze Welt. Und Gianni Infantino steht halt einfach und sagt, wir haben eine Ethikkommission, die leistet hervorragende Arbeit, und wir haben eine Transparency-Organisation, die leistet hervorragende Arbeit, wir haben Leute für Antidiskriminierung, Leute für Gender-Fragen und so weiter, und wir sind der sauberste und beste Sportverband, den man sich vorstellen kann. Und bei uns ist alles gläsern. Das finde ich halt einfach fantastisch, dieses Selbstbewusstsein zu haben. Finde ich super. Gefällt mir gut. Mehr davon. Ja. Ja, weil es nimmt ja nun keinen Einfluss auf unser alltägliches Leben. Und es ist ja nicht so, dass das jetzt, keine Ahnung, dass Gianni Infantino mein Leben bestimmt. Aber halt einfach dieses Selbstbewusstsein zu haben, der ganzen Welt zu sagen, ey, leckt mich doch am Arsch, fickt euch. So, ich mach eh, was ich will. Ihr könnt mir gar nichts. Wie super. Macht er ja eigentlich auch. Ja, aber eben, die Frage ist halt wirklich, ich habe das Gefühl, bei diesen ganzen Sachen, da gibt's immer nur Bauernopfer. Da sind dann irgendwie, die tun mir dann fast schon leid. Weil ein paar Leute müssen dann in den Knast, aber das sind dann meistens nicht die, die ganz vorne an der Spitze gesessen haben. Also Sepp Blatter läuft ja auch noch frei rum. Aber ihm geht's nicht so gut. Sepp Blatter geht's nicht so gut? Nee. Ich war abgelenkt von Franz so Beckenbauer. Dass ich auch nicht, kann mich auch nicht um alle kümmern, denen es gerade nicht gut geht. Das tut mir leid. Sepp Blatter ist tatsächlich auch alt geworden in den letzten Monaten. Okay. Naja. Ja, die Kategorie jetzt, wo wir bei war. Ach, jetzt habe ich den Übergang verpasst, aber egal. Da ist ja noch jemand in der Liste. Ja. Wenn ich das hier richtig lese, der auch irgendwas mit Fußball zu tun hat, der darf nicht fehlen. Nee, er hat sich sehr verdient gemacht um den Fußball, weil er ihn in, der hat den Fußball in Deutschland populär gemacht, würde ich fast jetzt schon sagen, im letzten Jahr, weil er den Mainstream besser abgreift. Frank Buschmann. Ja, auf jeden Fall. Enger Freund vom Axel. Von uns allen hoffentlich, oder auf nicht? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also, du kennst ihn noch besser als ich. Aber man muss schon sagen, Frank Buschmann ist halt ist eigentlich einer der Lichtgestalten des deutschen Fußballs. Ich denke, man kann das mittlerweile schon so sagen. Er ist auf jeden Fall jemand, der eigentlich den Fußball weg von der Schmuddelecke geholt hat, ne? Weg von der Randbespaße und Pyromanen hin in den Mainstream gezogen hat, endlich bei seinem gefühlten Heimatsender Sky angekommen ist und dort ein ums andere Mal Woche für Woche Qualitätsprodukte erschafft. Ich denke, so kann man das schon definieren, oder? Ja, mit dem Höhepunkt. Also ich glaube, die Nominierung hier, hoffe ich, dass sie darauf abzielt, dass er sich auch mit der Versöhnung zwischen Sky und den Fans verdient gemacht hat, als er in Monaco mit den Leipzig-Fans die Welle gemacht hat. Ja. Also das waren Szenen, das ist eine der Szenen, die mich am meisten berührt hat in diesem Jahr. Diese
Verbrüderung von Buschmann und den Leipzig-Fans, die dann auch noch aggressiv verteidigt wurde, wie man es von ihm kennt, in, mit seiner sympathischen Art, seiner reflektierten, überlegten Art, dann damit mit solchen Dingen umzugehen, wenn vielleicht Leute das mit einem Augenzwinkern kritisieren. Also diese Szenen bleiben dieses Jahr unvergessen und prägen. Meinst du, das ist eine Szene für Album, für den ZDF-Jahresrückblick? Ja, das ist sowas für Günther ja auch, Menschenbilder, Emotionen, wenn dann da sitzen dann und dann laden die so eine Gruppe ein. Und hier sind Leute, die waren da dabei gewesen. Friedliche Fußballfans. Friedliche Fußballfans, bravo, und dann kommen die da rein mit ihren Tröten. Vielleicht ist auch der eine mit seinen Dings dabei, mit seinen Hörnern. Das ist eine Kategorie, die wir vergessen haben. Verdammt. Was denn? Bestes Hooligan-Foto des Jahres. Ja, stimmt, schade. Auch Capo des Jahres. Der hat ja auch Hörner. Das scheint in Leipzig sehr verbreitet zu sein, diese Hörnermütze. Gott, oh Gott, oh Gott, es wird immer schlimmer. Ja, aber ohne das jetzt hier zu krass beschleunigen zu wollen, aber Marvin, ich will jetzt unbedingt wissen, wer gewonnen hat. Ich auch. Also es ist ein sehr ganz enges Rennen gewesen, aber nur mit 15% Abstand hat Frank Buschmann wirklich das Rennen gemacht. Also ich denke, habt ihr den Applaus im Soundboard? Nee, das machen wir einfach analog, machen wir selber analog. Hier. Also, ne? Fantastisch. Auf jeden Fall. Also, herzlichen Glückwunsch. Ich höre nicht mehr auf zu klatschen jetzt hier. Buschi. Frank Buschmann. Aber das müssen wir eigentlich nicht mit dem Bayerischen, sondern in einem sächsischen Dialekt singen. Frank Buschmann. Frank Buschmann. Frank Buschmann. Sie sind ein geiler Typ. Buschi. Also toll, der erste Award des Abends geht gleich an eine absolute Legende. Buschi tanzen, Buschi. Ach ja, Frank Buschmann. Ja, herrliche Szene aus Fantastisch. Monaco. Ist das nicht schön? Verdienter Preis auch. Absolut. Ja, auf jeden Fall. Also irgendwas mit Fußball. Frank Buschmann. Das twitter ich jetzt. Das ist Spoiler. Nein, mach, ja gut. Aber in der Zwischenzeit, Axel, du hast da ja sowas drauf. Das nennt sich, wenn ich das richtig noch erkennen kann, Wutrede, 10-jähriges Jubiläum. Kannst du da mal gucken? Wutrede, 10-jähriges Jubiläum. Habe ich drauf. Mhm. Kann ich gerne mal abspielen. Sekunde. Ja. Showpraktikant Axel. Ruhe jetzt. Grünwalder Stadion ging. Da wurde auch diese alte, schöne Welt. Lieber gehe ich in die Regionalliga und ich gehe wieder nach Weinheim und ich will doch nicht mehr gegen Chelsea spielen. Dann gehen wir doch wieder dahin. Dann müsst ihr euch aber einen neuen Vorstand holen. Mit uns eben nicht. Denn wir, eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir. Das ist doch unglaublich. Was glaubt ihr eigentlich, was wir das ganze Jahr über machen, damit wir euch für 7 € in die Südkurve gehen lassen können? Ja, was glaubt ihr eigentlich? Wer euch alle finanziert? Die Leute in den Logen, denen wir die Gelder aus der Tasche ziehen. Ohne die hätten wir nämlich keine Allianz Arena. Da würdet ihr nämlich jetzt wieder im Schnee und Eis spielen. Da würden wir gegen Bolton Wanderers 12.000 Zuschauer haben. Dann müsst ihr diesen Verein euch suchen, der demnächst vielleicht in der dritten Liga spielt. Wenn ich dann höre, bei 1860 ist das alles so toll. Da ist gar nichts toll. Der Verein ist mehr oder weniger pleite und wir haben ihn am Leben erhalten. Und wer ist schuld dafür? Selbst die von gestern leben. Ihr und wir werden eBay nicht verändern. Junge. Auch eBay auch nicht und Google auch nicht. Und trotzdem werde ich es nicht verhindern. Es ist unglaublich. Es kann doch nicht sein, dass wir hier kritisiert werden dafür, dass wir uns seit vielen Jahren den Arsch aufreißen, dass wir dieses Stadion hingestellt haben. Aber das hat 340 Millionen Euro gekostet. Und das ist nun mal mit 7 € in der Südkurve nicht zu finanzieren. Hat er recht. Uli, Bolton Wanderers.
12.000 Zuschauer von den Bolton Wanderers. Vor allem dann spielt, da spielt ihr nicht mehr auf Schnee und Eis. Ich danke dir. Ich habe gerade die Stolle angezogen, jetzt brauche ich eine Multinoch. Bolton Wanderers. Und das ist jetzt 10-jähriges Jubiläum. Das war in dieser Zeit vor genau 10 Jahren. Krass. Immer noch eine der absolut besten Reden, die ich extra für uns hier nochmal rausgesucht habe. Vielen Dank, Marvin. Ja, gerne. Mein Herz ist noch wärmer als eben schon von dem Buschi-Gesängen. Ein Traum dieses. Das Geile ist, es hat sich genau nichts geändert. Ne? Gar nicht. Ja, eben, das hätte auch gestern sein können. Du saß mittlerweile im Knast. Ja. Und es hat sich original nichts geändert. Hätte ihm das damals vielleicht mal einer ins Ohr geflüstert. Hier, Uli, es kommt wilde Zeiten auf dich zu. Ja, klar. Na und? Was hat der eine geilste Satz der Versprecher? Was war's da? Wer kann was dafür? Nee, was ist los dafür? Was hat er da gesagt? Ich weiß das nicht mehr. Ich habe bei Bolton Wanderers aufgehört zuzuhören. Mit eurer steilen Stimmung. Ach ja, okay, ich denke, da können wir. Hier kommen wir nahtlos weiter zu unserer nächsten Kategorie, und zwar der Timo Werner des Jahres. Ja? Der Marvin hetzt aber durch das Programm. Ich wollte gerade sagen, ich würde gerne noch was zu der Aussage sagen, dass die Fans dankbar sein sollen, dass die anderen Leute quasi, als wenn es irgendwie einen Standardpreis für Karten geben würde, so tut er ja, und Gott sei Dank gibt es andere, die anderen Karten mitsubventionieren. Also was soll denn das heißen? Das hört sich an, als wäre das irgendwie eine staatliche Abgabe. So, als wenn Ticketpreise, die sind im Schnitt, müssen die 20 Euro kosten. Wenn ich die für 7 Euro die anbiete, dann müsste andere die mitzahlen. Was soll das heißen? Theoretisch können ja auch alle Tickets 5 Euro kosten. Haben die halt weniger Geld. Also, der Uli ist ein großer Freund. Das ist halt das Modell der Querfinanzierung, was er da beschrieben hat. Ja, aber das ist trotzdem, muss das nicht so sein. Also er tut aber trotzdem so, als wäre das. Also ich glaube mittlerweile, dass diese großen Vereine, zu denen der FC Bayern sich auch zählt, Zuschauereinnahmen nicht krass vernachlässigen können, aber trotzdem eigentlich schon in der Bilanz nicht der wichtigste Posten mehr sind, auch in England. Da gibt's ja auch wilde Diskussionen, dass so ein Verein wie Arsenal die Preise eigentlich senken könnte, weil das nur noch ein kleiner Teil vom Dings ist. Ja, also, aber die wollen ja, wenn die Preise gesenkt werden, kommt halt auch wieder Publikum, was nicht gewollt ist. Ja eben, aber das ist ja, genau das meine ich ja. Aber dann soll der Uli sich auch nicht so hinstellen und sagen, hier, ja, Assis. Ihr dürft nur rein, weil ich das will hier. Also, naja, gut. Uli Hoeneß, wir werden mit Sicherheit auch heute, sorry Marvin, ich wollte dich ja gar nicht unterbrechen, wir werden mit Sicherheit heute nochmal auf ihn zu sprechen kommen. Es war ehrlich gesagt doch nur ein kleiner Teaser auf das, was heute hier noch folgt. Wenn ich ehrlich bin. Schon sind da Axt und nicht wie die Kampfhunde. Ja, du Uli. Wenn ihr wisst, bleib dran, liebe Hörer. Ich habe da noch etwas vorbereitet im Laufe der Zeit. Bleib dran, liebe Hörer, wenn der Axel und ich Uli Hoeneß live in der Sendung auffressen. Aber gut. Wir gehen jetzt wirklich mal zur nächsten Kategorie, und zwar vom einen Hurensohn gehen wir zum anderen. Ja. Habe ich denn so einen Pieper hier in der Nähe? Ja, Timo Werner des Jahres steht so ein bisschen für Sympathieträger des Jahres, oder? Genau, ja, übersetzen? Absolut. Für den Teddybären des Jahres. Und da hast du ja auch einen Mannschaftskollegen unter anderem nominiert, der Davy Selke. Ja, der Davy Selke, der ist mir beim Spiel Eintracht gegen Berlin, ist der mir positiv aufgefallen. Der ist mir durch sehr sympathische Gesten, sehr sympathische Diskussion mit dem Schiedsrichter, auch wie der Spieler von uns angegangen ist. Da habe ich mir gedacht, das ist ein toller Mann. Der muss hier nominiert werden und vielleicht kann er Timo Werner in Zukunft ablösen. Ich frag mich ehrlich, ob er sich so ein bisschen was abgeguckt hat von seinem ehemaligen Kameraden. Kann sein. Aber er ist ja auch negativ den Leipziger Fans dann negativ aufgefallen, als er aus Respekt, also als er nicht diesen ich jubel aus Respekt Dingsbums da nicht gemacht hat. Und trotzdem jubelt. Das ist eh ein Schwachsinn. Ich jubel aus Respekt nicht, was soll natürlich das? Natürlich ist es ein Schwachsinn. Blödsinn. Gerade. Ich fand, also, kann er ja machen. Aber dann zu sagen, nur Bremen hat sich verdient, dass ich nicht juble, das ist halt die coole Aussage. Ja, das hat mich da, habe ich mich dann auch ein bisschen schwer getan, ihn zu nominieren, weil er da so ein bisschen probiert hat, sich bei mir einzuschreiben, aber hat nicht gereicht. Mir ist das noch zu präsent, das Verhalten im Spiel gegen die Eintracht. Ja, ich habe auch irgendwann mal, glaube ich, eine Dokumentation über ihn gesehen. Der ist nicht die sympathischste Kirsche auf Deutschlands Torten.
Grüße, Davy. Auf Deutschland so Sympathikus-Torten, ja. Aber gut, er hat schon relativ krasse Konkurrenz, ne? Ich meine, ja, ist ja auch nur ein Außenseiter, glaube ich. Ja, ja, glaub aber auch dabei Thomas Müller. Ja. Thomas auch Müller schwierig. Kann man bei der Kategorie fast schon für sein Lebenswerk nominieren. Ja. Einer der unsympathischsten deutschen Fußballer. Der unsympathischste. Also das ist ja jetzt nur eine Ferndiagnose, ne? Wir haben ja gelernt, man soll sich Da musst du vorsichtig sein. Genau, man soll da vorsichtig sein. Aber wenn ich jetzt überlegen würde, mit wem ich gerne ein Bier trinken würde, steht Thomas Müller ganz, ganz weit hinten. Ich finde den unfassbar unsympathisch. Einfach so vom Auftreten her, von seiner ganzen Art, von seiner ganzen Bauernart her. Ich glaube, der ist früher ziemlich oft geschlagen worden von Leuten, so in der Schule. Und dann seine Respektlosigkeiten gegen alles und jedem, wenn es nicht aus seiner Mannschaft ist. Ich glaube, Thomas Müller ist ein Riesenarschloch. Ja, ich glaube auch, das ist keine Ferndiagnose, das ist wahrscheinlich ziemlich wasserdicht. Nein, aber da kann man, das ist ja, Daxel hat es ja gesagt, ganz kurz, man weiß es ja nicht, vielleicht ist ja auch ganz nett, glaube ich aber ehrlich gesagt nicht, weil das Auftreten, was immer, ich erinnere mich auch an dieses Interview mit der Brasilianerin, ja, als die ihn auf Englisch befragt, wie er sich denn fühlt. Ja, und dann sagt er, keine Ahnung, Weltmeister, Summer und Bar. Nee, der hat zu der gesagt, hier, lass mich doch in Ruhe mit deinem Scheißdreck. So, mir ist ein Weltmeister. So, das ist sehr unsympathisch. Was für eine Unverschämtheit. Und ja, der Typ, und so zieht sich das durch alles, was der sagt. Der will dann witzig sein, oder ja, er denkt, er wäre witzig, aber eigentlich ist er nur ein Arsch. Ja, finde ich auch. Ich finde, das, was mich bei ihm am meisten stört, dass er in der Öffentlichkeit so wahrgenommen wird. Ach, der Thomas Müller, das ist noch ein echter Schlitzbub. Typ, ne? Das ist schon ein Lausbub. Ein Lausbub. Schlitzbub. Der Schlitzbub. Ja, ist geil. Sendungstitel. Der Schlitzbub. Und das Lausauge. Der Schlitzbub hört sich aber eher an wie so eine ARD-Dokumentation über irgendeinen 14-jährigen Serienmörder. Der Schlitzbub aus dem Amerika. Oder über Touristen in Pattaya geht ja auch. Oh. Axel. Obwohl, da fehlt der Schlitzian. Okay, jetzt reicht's, Axel. Jetzt lache ich nicht, weil ich Angst um meinen eigenen Ruf habe. Das muss ich los sagen. So, wie kriegen wir denn da jetzt die Kurve zu Nabi Keita? Ich sag jetzt nicht Nabi Keita. Oh je. Nein, Arturo Vidal. Ja, Arturo Vidal, ja, gut. Also auch ein Hochsympath auf dem Feld. Ja, auf jeden Fall. Also ganz ehrlich, da fällt das Ganze doch jetzt nicht so schwer. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn der ein oder andere, das ein oder andere Mal, wenn du dich aneinander gerätst mit dem Vidal, dass er irgendwo auf dem Messer auf dich wartet. Das kann ich mir schon vorstellen bei dem. Da schnitzt er dich halt auf. Also ich weiß nicht, und er hat auch eine sehr schnittige Frisur übrigens. Also das muss man ja auch dazu sagen. Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht. Ja. Vidal ist auch echt einer der, ihr habt ja eben schon große Thomas Müller die richtige Dinge gesagt, aber auch Vidal ist schon so ein Spieler. Also den fand ich schon immer scheiße und schon immer mega unsympathisch. Und dass er überhaupt die Qualität hat, zu Bayern zu gehen, ich glaube, der ist da auch echt nur so als Treter geholt worden. Also ich finde ihn fürchterlich. Aber Vidal versucht gar nicht erst witzig zu sein. Nee, das stimmt. Schon. Vidal ist steht wenigstens dazu. Genau, ist. Ja. Ich finde, also ich muss da auch ein bisschen differenzieren, ich finde Vidal einen guten Fußballer. Ich hätte ihn auch, wenn er Vidal bei der Eintracht spielen würde, hätte ich wahrscheinlich auch ein Trikot von ihm an. Das Ding ist, ich finde, dass es ein guter Kicker ist, weil er ist so diese Art Kampfsau, die auch kicken kann. Das brauchen, glaube ich, Mannschaften auch. Ja. Nicht umsonst will Conte ihn, glaube ich, auch zurück zu Chelsea holen, und bei Juve war er auch sehr beliebt. Aber wenn du halt gegen ihn spielst, jetzt gerade, das ist auch wieder ein frischer Eindruck von, als die Bayern hier gespielt haben, genau, das ist halt ein Drecksack. Also der ist so, der muss gefühlt dreimal im Spiel vom Platz fliegen, fliegt halt nicht vom Platz. Dafür kann er natürlich nichts. Aber ja, es landet trotzdem immer bei ihm, dass die Antipathie dann auf ihn projiziert wird, weil das ist so ein Fußballer, so ein Grenzgänger, aber es gibt ja verschiedene. Es gibt welche, die das offensichtlich machen und wo du sagst, okay, das ist ein harter Spieler, bla bla. Aber der ist er wirkt wie ein hinterhältiger Spieler, der dann auch Sachen provoziert und der dann irgendwie trotzdem immer davon kommt und dann immer wie so ein Baby schaut und lamentiert und so. Also er ist so ein bisschen,
ähnlich wie Rafinha. Also, weißt du, du machst ein brutales Foul und schreist danach noch den Schiedsrichter an, von wegen, warum du denn jetzt überhaupt einen Foul abgepfiffen bekommen hast. So, das hat bei mir dazu geführt, dass ich ihn nominiert habe. Ich weiß nicht, ich mag den, glaube ich, nicht. Es ist natürlich aber auch eine schwierige Kategorie, weil Timo Werner thront immer noch überall. Ja, aber ich finde gerade Vidal ist halt, was du gesagt hast, ist ja durchaus, also da kann ich nur zustimmen, denn Vidal ist halt echt so ein Spieler, wenn du den eigenen Reihen hast, so ein bisschen wie so eine Art Boateng. Nicht ganz so cool, weil Boateng hat mehr coolere Züge. Vidal ist da eher so eindimensional, aber ist trotzdem jemand, wenn du den eigenen Reihen hast, dann ist das ganz cool. Du hast auch gemerkt, bei dem Spiel gegen die Eintracht war es ganz klar, er hat das wichtige Tor gemacht, er war bei allen Spielen entscheidenden Szenen dabei. Das kann man gut finden. Fand ich jetzt nicht gut, weil ich Eintracht-Fan war. Aber er ist jemand, der ist auf jeden Fall präsent. Trotzdem aber ein durchaus streitbarer Charakter. Bei Nabi Keita zum Beispiel, finde ich, war das für mich ehrlich gesagt ziemlich schwierig. Wie steht ihr denn zu dem? Ich finde, Nabi Keita wirkt auf mich so ein bisschen durchgedreht. Also so, Ich hätte bei dem Angst, dass der wirklich irgendjemand mal im Spiel die Kniescheibe raustritt oder sowas. Weil der wirkt auf mich so ein bisschen geisteskrank, sorry. Also ja, Axel hat ja jetzt die Büchse geöffnet, wir können ja hier offen reden. Nabi Keita ist für mich so ein bisschen durch, finde ich. Deswegen ich finde, er passt wunderbar zu seinem aktuellen Club. Ja, eben, aber die Aussage bestätigt ja meine Aussage auch. Ja. Also er ist auch ein geiler Fußballer. Das darf man auch nicht bestreiten. Er fühlt sich aber auch immer ungerecht behandelt. Genau. Immer. Und er muss ja scheinbar im Training ausgerastet sein, als sein Wechsel irgendwie nicht durchgegangen ist. Und er hat dann irgendwie auch einen eigenen Mitspieler fast verletzt und so. Mhm. Also ganz sauber scheint er mir nicht zu sein. Mhm. Wo kommt er eigentlich her? Aus Guinea. Aus Guinea, okay. Ja. Er ist echt ein merkwürdiger Typ, auf jeden Fall. Also ich meine, länger in Frankreich ja auch groß geworden. Das war die Frage, darf der für Frankreich spielen? Darf er nicht, ne? Nee, der hat, glaube ich, für Guinea schon mehrere Länderspiele bestritten. Also der ist da, glaube ich, auch einer der zentralen Führungsfiguren. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr merkwürdiger Spieler. Ich meine, er ist ja sein Vertrag ist ja jetzt schon klar. Der wird ja dann zu Liverpool wechseln für, glaube ich, wie viel? 70, 75 Millionen oder so? Das 70, war richtig ja. Viel. Also es ist richtig viel Geld. Natürlich ist ein Spieler mit einer hohen Qualität, der aber, also keine Ahnung, für mich auch immer so aussieht, als würde Leuten gleich am liebsten auch in die Fresse schlagen wollen. Das ist ein sehr unangenehmer Zeitgenosse. Insofern findet er sich auch mit Recht in dieser wunderbaren Liste wieder. Aber wollen wir denn jetzt denn gleich den Sieger küren? Ja, bitte. Ja, bitte. Dann Trommelwirbel. So, und zwar deutlich gewonnen hat die Person, über die wir fast am längsten gesprochen haben, aber auch nur fast. Arturo Vidal mit 35,3% konnte sich durchsetzen gegen einen engsten Vertreter bzw. Kontrahenten Thomas Müller mit 30,7%. Also Arturo Vidal und Thomas Müller, die Bayern haben ja großflächig abgeräumt, aber Arturo Vidal jemand, ja, kann man schon mal geben. Ja. Zu Recht. Ja, okay. Ich mach mal so ein verkniffenes Oscar-Lächeln. Ja, ich wäre auch eher, also wir haben ja eben über Vidal gesprochen, da kann man noch in einer gewissen Art und Weise was Sympathisches erkennen. Bei Thomas Müller wäre es uns jetzt ein bisschen schwieriger gefallen, wahrscheinlich wäre es bei uns jetzt ein bisschen anders ausgefallen, aber... Naja, die Sache ist, weißt du, wenn für meinen Verein, wenn ich mir jetzt aussuchen könnte, du bekommst entweder Arturo Vidal oder Thomas Müller, dann nehme ich halt Arturo Vidal, weil das genau das ist, was uns gerade bei unseren Milchbubis fehlt. Und Thomas Müller ist halt so eine Nullnummer. Ja. Bin ganz ehrlich, ich würde alle vier für die Eintracht nehmen. Können von mir aus auch alle vier gleichzeitig hier spielen. Das wäre eigentlich ein überragender Sturm. Selke, Müller, Vidal, Keita im Mittelfeld. Ne? Ja, bei Müller, Grüße. Also Müller ist sagt, so durch das bei sagt mir. Ja mehr über dich aus als über uns. Bei dir das ist die Kommerzialisierung schon komplett angekommen. Ne? Dir macht da auch nichts mehr irgendwas aus. Hauptsache Erfolg. Ja. Ja, sehr gut. Schön, dass du es wenigstens hier noch bestätigst. Ja, Grüße. Also, also ich muss schon sagen, also Thomas Müller, den kannst du mir auf den Bauch binden, ich hätte da keinen Bock drauf. Das geht für mich zu weit, aber... Das ist ja was anderes. Ja gut, ich meine das aber jetzt so wie das... Da würde ich auch lieber den Ryan Gosling nehmen. Mein Man-Crush. Ist der nicht so groß für dich? Ryan Gosling? Ja. Nö. Nee? Ich glaube, die sind gleich. Ich hätte es gedacht.
Nee, also das, wenn ich müsste, würde ich ihn nehmen. Aber, Love Story des Jahres, neue Kategorie, vielen Dank, ich nehme den Preis gerne entgegen. Dann, ja, das passt ja wunderbar zu dem Song des Jahres, wo wir nur eine Nominierung hatten, und zwar das Lied von Kiesling, für Kiesling. Basti, das kannst du, kannst nachsingen eigentlich. Oh. Als Franke gekommen, als Leverkusener geblieben und du bist für uns nicht einer von vielen, auch war der Weg manchmal steinig, bist du nie liegen geblieben. Das erste Mal, als du den Rasen betratst, ab dem Moment 2006 hast du hier Fuß gefasst. Dein erstes Tor für den Bayer wurde gegen Bayern gemacht. Ab dann ging's immer weiter, immer mehr der Knoten geplatzt. Und go. Du bist ein König, du bist der Beste. Bist immer fair, immer gerecht, niemals ein Zeichen von Schwäche. Immer mehr ein Fan als ein Spieler, so hast du dich gezeigt. Wir sagen danke Stefan Kiesling für die schöne Zeit. Pam. Stefan Kiesling, Spieler Nummer 11, für uns die Nummer 1. Yeah. Stefan Kiesling, Spieler Nummer 11, für uns die Nummer 1. Hui. Bayern 04, Kreuz auf der Brust, wir für dich und du für uns. Stefan Kiesling, Nummer 11. Bayern 04, Kreuz auf der Brust, wir für dich und du für uns. Stefan Kiesling, Nummer 11, für uns die Nummer 1. Zehn Jahre Kies. Hallo Axel, so eine Awardshow braucht auch Musik. Kennst du noch nie eine Awardshow gesehen? Spieler kommen und gehen, doch die Legenden werden bleiben. Dein Platz, der ist sicher hier in unseren Reihen. Denn Spieler kommen und gehen, doch die Legenden werden bleiben. Unser Herz schlägt schwarz-rot für alle Zeit. So, wir haben auch Werbung. Jetzt muss ich leider das Lied unterbrechen. Vielen Dank, Frau Skrabitsch. Also der Preis für den Song des Jahres, Kiesling Nummer 11, geht an Luisa Skrabitsch, Maple und Tom. Herzlichen Glückwunsch. Wow. Fantastisch. Ich sitze hier mit Gänsehaut. Ich auch. Tränen in den Augen. Ich bin hin und weg, ehrlich gesagt. Also eher weg als hin, aber... Jetzt hört ihr nicht auf zu singen hier, und mach ihn raus hier. Luisa, es ist gut. Heilige Scheiße. Ja, also ich denke, da hätte auch jetzt aber auch niemand gegen anstecken können. Realistisch gesehen war das die einzig sinnvolle Nominierung. Ja. Ja. Das ist korrekt. Schon. Puh. Mir fällt kein anderer Song ein. Was? Das wäre unfair gewesen, wenn wir da noch andere Leute nominiert hätten. Keine Chance gewesen. Deswegen Einzelpreis. Ja, definitiv. Aber gut, ich versuche jetzt den harten Cut und komme zum Maskottchen des Jahres. Das ist eine sehr, sehr beliebte Kategorie. Wir haben sogar noch mehr mitgemacht als bei anderen Kategorien, wie mir aufgefallen ist. Die sind alle für sich sensationell. Vorragend. Eigentlich hat da keiner einen Preis verdient. Außer, wahrscheinlich kriegen alle vier einen Preis, nur einer von denen geht mit allen nach Hause. Hallo. Kann ich mal gucken, ob dein Preis der gleiche ist wie meiner? Haha, welcher Preis? Ja, ihr habt schon gehört, die erste Nominierung ist Johannes der Clown. Maskottchen vom Kids Club von Mainz 05. Was mir auch aufgefallen ist, seid ihr noch da? Ja, also ich bin noch da. Alles klar. Ja, was mir auch aufgefallen ist, dass da ja Leute sogar zweimal nominiert wurden und noch in anderen Kategorien, aber ich weiß jetzt gar nicht, hab ich akustisch jetzt nicht ganz so gut verstanden, aber unter anderem dabei ist der Auevogel. Was hat's denn damit auf sich? Der Auevogel, der ist ein heimlicher Star von 93 gewesen damals, dieses Jahr. Er hat uns sehr, sehr viel Freude bereitet, weil er aus dem Nichts kam. Wir hatten bei uns bei 93 im Tippspiel ist der Verein aus Leipzig, der spielt dann nicht mit. Und dann haben die Vereine spielfrei. Dann haben wir uns mal in der Woche gedacht, gut, damit das Team jetzt hier nicht gegen die U20 von China spielen muss, wählen wir einen Zweitligisten aus. Und dann sind wir auf Erzgebirge Aue gekommen. Und da es in diesem Tippspiel ein Maskottchen war, hatten wir das in Google eingegeben. Und plötzlich tauchte dieses Bild von diesem Vogel auf. Und dann war es, die nächsten 5 Minuten war es mal nicht an Reden zu denken, sondern wir mussten uns beruhigen, weil wir uns so totgelacht haben, weil er uns irgendwie kalt erwischt hat. Blöd, dass wir jetzt kein Bild haben, aber wir werden es ja wahrscheinlich irgendwo noch präsentieren, oder nicht?
Auf jeden Fall. Wir reichen es auf jeden Fall nach. Falls er überhaupt gewinnt, wenn nicht, dann muss er. Hat er Pech. Ja, ja. Und auch dabei der Mobildisco-DJ Rainer. Oh, das ist natürlich eine Legende. Ist eine Legende. Ist auch ein Maskottchen, aber auch gleichzeitig ein lebendes Maskottchen. Ist ein Alleinunterhalter. Ich weiß gar nicht mehr, woher er kommt überhaupt. Weil er bei jeder Stadt in der Google-Suche aufgetaucht ist. Also hat einen sehr guten AdWord-Manager. Ist auch ein Freund der Sendung von 93. Also das sind jetzt hier 93-Nominierungen. Die Leute, die 93 hören, werden ihn kennen und lieben. Ja, weil er dadurch aufgefallen ist bei uns in der Sendung, dass er seine Familie in den finanziellen Ruin getrieben hat, da er sich immer neue Nebelmaschinen gekauft hat. Und Disco-Kugeln. Und Disco-Kugeln und hat Ampeln sich auch aufschwätzen lassen. Und so weiter. Also er ist auf jeden Fall eine Legende aus dem Alleinunterhalter-Business. Es ist einer der größten im Grunde, muss man sagen. Auch ein ganz großer und sein ganz eigener seines Faches ist eine, ja, auch schon eine Legende, Johannes der Clown auf jeden Fall, auch nominiert als Maskottchen des Jahres. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch Maskottchen ist. Für mich ist er eigentlich schon der Inbegriff von Mainz 05. Also das heißt, wenn ich an Mainz 05 denke, dann ist er eigentlich synonym dafür. Also da ist mittlerweile, der Verein an sich interessiert mich gar nicht und die Spiele auch nicht. Da ist Johannes der Clown eigentlich derjenige, der das Gesicht dieser ganzen Karnevalsstadt prägt. Ja. Naja, deswegen ist er ja auch später nochmal nominiert. Ja. Eigentlich ist unfair, dass er nominiert ist. Wahrscheinlich wird er nächstes Jahr nicht mehr nominiert, sondern die Kategorie wird nach ihm benannt. Also ja. Er thront so ein bisschen über allem, weil er uns durchs Jahr begleitet hat, Johannes der Clown, mit seiner sympathisch kriminellen Art, will ich mal sagen. Also man kann ihm nicht wirklich böse sein für die Taten, die er tut. Ja. Weil er das auch unter anderem betroffen. Genau. Aber sein erstes Opfer war ja das Maskottchen von Bayern, das hat ihm natürlich schon Sympathiepunkte eingespielt, weil er den um seine ganze Erbschaft gebracht hat und der jetzt nach Singapur flüchten müsste. Also Johannes der Clown ist auf allen Ebenen tätig. Wir haben ja auch festgestellt, dass er, glaube ich, das Maskottchen von Wolfsburg auch die Agentur geleitet hat, die sich das ausgedacht hat. Also er hält, glaube ich, mehr Fäden in der Hand, als wir denken. Dementsprechend hat er sich natürlich die Nominierung hier verdient. Jetzt habe ich es akustisch nicht gehört, aber haben wir auch schon über den Blasehasen geredet? Nein, haben wir noch nicht. Ich wusste nicht mehr, woher kommt er nochmal, Axel? War das Kiel? Nee. Ich habe den Blasehasen nicht nominiert. Ich habe den nominiert, aber ich weiß nicht mehr, woher er kommt. Du weißt aber, wen ich meine, oder? Nein. Gerade das war nicht dieser Hase, wo du gesagt hast, dass der den tötet und danach noch fickt. Das war Holstein Kiel, glaube ich. Ich glaube, das war Holstein Kiel. Das war dieser Hase auf dem kleinen Fahrrad, der völlig. Ah, okay. Ja. Jetzt weiß ich es wieder. Ja, ja das genau. Das war Holstein Kiel, oder? Dich fick ich auch noch. Ja, sehr sympathisches Maskottchen auf einem kleinen Kinderfahrrad. Für mich aber nur Außenseiter, ehrlich gesagt, in dieser Wahl. Ja, es ist halt auch ganz, ganz schwierig, wenn wir uns überlegen, was Sie auch eben schon gesagt haben, dass Johannes natürlich über allem schwebt, dann hast du halt auch den Auevogel, der auch ganz gut kommt. Und natürlich muss man ganz ehrlich sagen, Johannes der Clown hat diese Kategorie zu sich gemacht, zu seinem eigenen gemacht und mit ganz grandiosen 47,1% hat er diese Erdrutsch Kategorie für sich entschieden. Das Erdrutschsieg, ja, davon träumt Merkel, ja, das muss man schon mal sagen, ja. Also die Regierungsbildung ist ja eindeutig. Hast du mal auf die geguckt, ob die IP-Adressen sich unterscheiden von den Leuten, die da abstimmen? Ich glaube, der ist ja sehr erfahren auf dem Gebiet. Wahrscheinlich. Du hast auch vorhin gesagt, dass auch über SMS abgestimmt wurde dabei. Ja, genau. Wissen wir jetzt, woher das kommt? Hallo, vielen Dank für den Preis. Ich nehme gerne an. Er hat es geschickt gemacht, dass es auch nicht zu auffällig ist, weil alles über 70% wäre dann schon echt ein bisschen auffällig geworden. Nee. Ja. Johannes der Clown überwacht das gut. Wer ist denn Zweiter Meister geworden? Sein Wer ist denn Zweiter geworden? Zweiter ist geworden sogar der Mobildisco-DJ Rainer. Okay. Ja. Ich hatte ein bisschen auf den Auevogel gehofft. Ja. Weil der halt wirklich. eigentlich hat der Auevogel uns bei 93 die meiste Freude bereitet. So. Ja, kurz punktuell schon, aber auf jeden Fall. Aber über lange Sicht war es schon, Johannes. Ja, über lange Sicht war es, Johannes, muss man sagen. Aber der ist nicht mehr wegzudenken. Ne?
Der ist jetzt raus. Der kann nächstes Jahr nicht mehr nominiert werden, genau. Der verleiht nächstes Jahr den Preis. Hallo, liebe Preisträger. Aber ich sehe ganz die, ehrlich... Der Award kostet dann. Wenn Sie eine Nominierung einreichen wollen, kostet 400 Euro nur. Ja. It's a prestigious prize. Nein, aber auf jeden Fall, der Aue Vogel, das ist auf jeden Fall noch ein junges Talent. Er hat noch viel vor sich, denke ich. Ja. Da werden wir in den nächsten Jahren einiges von hören. Der Aue Vogel hofft eigentlich, dass er alles schon erlebt hat. Ich weiß gar nicht, der hofft, dass es bald vorbei ist. Der will gar nichts mehr erleben. Ja, und den, das Ding ist, wenn der komm Hase, ist auch gut, dass der Hase nicht gewonnen. Ich nehme dich mal in den Arm. Oh nein. Das ist auch gut, dass der Hase nicht gewonnen hat. Weil ich, den hätte ich hier ungern auf die Bühne geholt, diesen Hase. Das wäre dann dieser typische Awardshow-Moment gewesen, so, ja, man hat gewonnen, leider kann er heute Abend nicht hier sein. Wir wissen nicht, wo er ist. Das kann der Bar. Nein. Der Hase. Der ist, den fand ich auch ehrlich gesagt ein bisschen gruselig. Ich habe lange Zeit gebraucht, um irgendwie eine Story für ihn auszudenken und lustig über ihn zu denken, weil eine gewisse Verstörung hat er schon bei mir zurückgelassen. Wie er schaute, diese Hilflosigkeit, und man konnte jetzt schon erahnen, was er alles erlebt haben muss. Deswegen hätte ich mir für ihn den Preis gewünscht, aber ich glaube, das hätte auch nicht mehr geholfen. Von daher, Johannes, Grüße nach Mainz. Glückwunsch. Auf jeden Fall. Ja. Absolut verdient, absolut verdient. Ja, und von mir aus können wir auch gleich weitermachen, denn jetzt kommt es ja schon zur nächsten Kategorie. Wir reden so viel über immer die gleichen Leute und auch die Fußballöffentlichkeit redet viel über die gleichen Leute. Und dann ist es natürlich nur klar, dass es irgendwann ein Award dafür gibt, dass bei ihm doch nun wirklich genug sein muss. Irgendwo muss mal ein Schlussstrich gezogen werden. Das ist der Award für Schlussstriche. Und ja, und wer, genau, und das machen wir. Der jetzt den Preis gewinnt, den lassen wir wirklich in Ruhe. Ja, okay. Am Arsch. Schade. Wer ist denn da nominiert? Da haben wir auf der einen Seite Dietmar Hopp haben wir da. Ja, ein großer Freund jeglicher Sendung, die uns begleiten, kann man schon so sagen. Dietmar Hopp in der ersten von verschiedenen Kategorien, in der heute nominiert worden ist. Dietmar Hopp ist so dieses Vor-Oscar-Hit für 18 Preise nominiert. Und da steht auf der DVD schon 7 Oscar-Nominierten. Ja, genau. Ja. Beste Kostüme. Beste Aussage. Beste Alkoholnase. Nein. Beste Autoren. Bestes Drehbuch. Also Dietmar Hopp ist auf jeden Fall zu Recht auch nominiert in dieser Kategorie, weil er sich durch mehrere Aussagen und Taten hervorgetan hat. Über die ganzen Jahre jetzt schon. Genau. Und jetzt muss wirklich mal gut sein. Ja, genau. Es müssen mehr Schlussstriche gezogen werden. Es kann nicht sein, dass über so einen ehrbaren Menschen wie Dietmar Hopp, der so viel für uns alle getan hat, ja, ohne dich, ohne ihn wird es uns hier alle nicht geben. Das darf keiner vernachlässigen. Da wäre der Fußball schon lange marode. Den wird es gar nicht mehr geben. Ja? Dietmar Hopp ist einer der absolut wichtigsten Menschen und es wird auf jeden Fall Zeit, hier mal einen Schlussstrich zu ziehen. Deswegen ist er nominiert. Ebenso aus fußballerischer Hinsicht Timo Werner. Jetzt muss gut sein. Bei Timo Werner muss jetzt aber auch wirklich mal gut sein, weil als Heiko Wasser das gesagt hat, da hat selbst mich das ins Nachdenken gebracht, weil wenn so ein halb dubioser Formel-1-Reporter sagt, dass es ein sympathischer Auftritt im Sportstudio war, da muss auch der Letzte dann mal überlegen, ob das in Ordnung ist, wenn man ihn beschimpft. Habe ich gemacht und höre jetzt auch auf. Finde ich auch richtig. Finde ich eine mutige Entscheidung von dir, finde ich einen mutigen Schritt von dir. Find's aber super. Ja. Also gefällt mir sehr gut. Es geht auch so nicht weiter. Muss er erwachsen werden. Wir müssen irgendwann mal sehen, dass nicht andauernd Barbara Salisch zu uns kommt und uns zur Raison zieht. Ja, es muss jetzt einfach mal vorbei sein. Und Timo Werner ist die Zukunft, ist der goldene Stern am Himmel des DFB und der muss geschützt werden. Ja, das sind Spieler, die sind fragil. Ja, das kann gut sein, dass die irgendwann mal an dem ganzen Druck kaputt gehen. Und das kannst du nicht machen, dass du als Fan, der da proletenhaft sein Bierchen trinkt, ja, der 7 Euro gezahlt hat, dass er überhaupt ins Stadion gekommen ist, ja, dass er so einen tollen Fußballer wie Timo Werner immer abstraft, der sich nichts zu Schulden hat kommen lassen, ja, immer fair gewesen.
der springt schon, wenn nichts passiert, weil er niemanden verletzen will. Das ist doch der Grund. Da müssen wir uns doch mal die Frage stellen, warum sind wir denn immer so negativ? Wir sollten viel positiver sein, weil er nur an seine Gesundheit denkt und dass er auch weiterdenkt für die Fußballweltmeisterschaft. Stell dir mal vor, der hätte sich irgendwann mal verletzt, ja, hätte er die Schwalben nicht gemacht. Ja, da wäre die Sache nämlich hier ganz anders gewesen. Insofern, Timo Werner, ganz wichtig, schön, dass er nominiert wird. Das wärmt mir ein bisschen das Herz, wenn ich ehrlich bin. Ja, Timo Werner, ich finde es auch, mittlerweile sehe ich es ja auch ein, dass es Schwachsinn ist, dass ich Spieler von anderen Mannschaften nicht mag. Weil das sind auch Menschen und ich muss denen meine Antipathie nicht so offen zeigen, indem ich verbal in Juringen im Stadion rufe. Eben. Das kann ich mir selber sparen, das gehört nicht mehr zum modernen Fußball dazu und das ist eine tolle Überleitung zum nächsten Nominierten, weil die so ein gewisser Vorreiter in Sachen neue, friedliche Familienfankultur sind und das ist Red Bull. Die Gott sei Dank in Deutschland endlich sich im Fußball engagiert haben, weil ich glaube, sonst wäre das mit den ganzen Ultras, Schmähgesängen und Gewalt im Stadion irgendwann eskaliert. Unerträglich. Und sie sind jetzt da und in Leipzig ist eine neue Fankultur entstanden, wo sich ganz, ganz viele Leute eine Scheibe von abschneiden können. Und das immer noch zu kritisieren, das muss jetzt auch wirklich mal aufhören. Deswegen ist Red Bull auch nominiert in unserer kleinen illustren Liste hier. Und ich appelliere an alle, das auch mal zu lassen. Ja, was mir bei Red Bull immer so ein bisschen zu kurz kommt, ist, dass die halt auch ganz viel für die Leute tun oder für die Familien tun, die dann während ihres Engagements sterben für Red Bull. Ja. Ja. Da sind ja halt schon mal so ein paar Unfälle passiert und Red Bull ist ja danach immer sehr empathisch. Die drehen Filme über die und so weiter. Das macht auch nicht jeder. Eben, das macht auch nicht jeder. Und also ich finde, da sollte jetzt einfach mal so ein bisschen der Druck vom Kessel gelassen werden. Man muss auch respektieren, dass dann mal schöne Filme gemacht werden. Ja gut, dann sterben mal ein paar Leute. So ist das. So passiert, ne? Jeden Tag passiert das, ne? Und dann, da sagt keiner was. Nein, da sagt keiner was. Und sie suchen sich ja auch selber aus, ne? Und Red Bull macht wenigstens noch schöne Filme und zeigt, so, hättest du auch sein können. Warum eigentlich nicht? Ja, mach das doch auch mal. Also Motivationsfilme, das sind für mich Motivational Videos, ja. Das ist für mich eigentlich der neue heiße Scheiß. Ja, weil wenn ich überlege, weißt du, also ich krame mich raus und morgens aus meinem Bett bin ein bisschen schlecht drauf. Und dann weiß ich, aber ich kann so ein Video gucken und dann weiß ich, Extremsport, das könnte was für mich sein. Und bekomme ich. Hey, Basti, was machst du morgen Abend? Wollen wir ein bisschen Gleitschirm fliegen gehen? Alles klar, Marvin, wir treffen uns. Weil das hält mich doch im Endeffekt durch den Tag. Ist doch ganz klar. Wenn ich sowas sehe, dann weiß ich, okay, egal wie es ausgeht, ich bekomme wenigstens einen eigenen Film. Ist doch super. Also ich finde, Red Bull, hat der Axel das auf jeden Fall sehr gut angesprochen. Die sorgen auch dafür mit zwielichtigen Stiftungen, die sie dann machen, wenn es dann darum geht, sich selber dann noch ein bisschen in den Vordergrund zu rücken, wenn andere Leute sterben. Also für mich ist es super. Red Bull ist ein astreiner Konzern, gehört für mich zu den Top 5 Konzernen der Welt übrigens. Für mich auch, weil wir haben auch zwei wichtige Punkte vergessen, die Red Bull auch für die Gesellschaft tut. A, decken die wenigstens Missstände in der Asylpolitik auf. Über ihr Wahrheitsportal und B, die Jugendarbeit, die die machen, ist Vorbild für alle anderen Vereine, die es halt nicht schaffen, den jungen Spielern ein bisschen mehr Geld zu zahlen. Also da sagt auch keiner was. Perspektiven aufzuzeigen. Ja, eben. Ja. Also das finde ich schon. Wenn du ein armer Jugendspieler bist und wenn es Red Bull nicht geben würde, dann müsstest du als Jugendspieler immer noch zu Hause wohnen. Also für einen 14-Jährigen, ich weiß nicht, ob das für einen 14-Jährigen zumutbar ist, noch bei den Eltern zu wohnen. Heutzutage. Ja, also da wirst du ja in der Schule schon schief angeschaut, wenn du eben keine 3.000 Euro im Monat verdienst, weil welcher 14-Jährige kommt noch mit weniger als 3.000 Euro im Monat aus? Also da ist Red Bull auch investiert quasi in unser Humankapital für unsere Nationalmannschaft später auch. Also von daher weiß ich nicht, warum es da überhaupt noch negative Stimmen gibt. Es ist eigentlich, du unterstützt im Endeffekt die Schwachen damit, ne? Also das muss man schon ganz klar sagen. Und die Ausbildung. Wir reden hier immer über Bildungsdefizit. Andauernd lese ich irgendwas. Ja, Deutschland, wir haben Probleme in der Bildung und so. Red Bull tut was dafür, ja? Da werden schon die 13-Jährigen aus Lams wie München, wie Frankfurt geholt, ja? Total vernachlässigte Pseudoprofi-Kicker, ja? Und kommen endlich ins große Ganze, in
dieses Konstrukt und werden reingefercht und wissen ganz genau, hier kann ich zu etwas werden. Und wenn es halt nicht klappt, na gut, dann ist es halt mit der Fußballkarriere mit 16 vorbei. Aber hey, ich konnte diese Emotionen genießen, die in Leipzig herrschen. Ja, und also fit ist er. Das heißt, im Zweifel kriegt er halt einen Fallschirm umgebunden und kann halt noch eine zweite Karriere starten. So, ja, genau. Ich denke, die lassen auch niemanden fallen. Eben. Also. Pass auf, Didi Kroll. Grüße, Didi. Raus mit dir. Ja, also Red Bull steht für mich auch zu Unrecht ein bisschen am Pranger gerade, weil wir haben es ja alles aufgezählt, was sie alles tun. Und die Fenkeltür, die da entstanden ist, kann wirklich Vorbild für viele Leute sein. Weil da gibt's auch viele nachsichtige Leute auch in dem Publikum. Hier, wenn ich das in Frankfurt zum Beispiel sehe, alle wollen unbedingt bis zur 90. Minute bleiben, damit sie nur sie selber egoistisch gesehen das Spiel zu Ende schauen wollen. Da in Leipzig ist das nicht so. Da gehen die halt getrennt, dann geht eine Gruppe mal 20 Minuten vor Schluss, 10 Minuten vor Schluss, 5 Minuten vor Schluss, damit das sich nicht auch nicht alles ballt, weißt du? Dass jeder, da kommt dann jeder pünktlich nach Hause, weil da halt jeder an den anderen denkt. Das ist in so Städten wie Frankfurt und Köln und so, das ist da nicht zu sehen. Also da ist purer Egoismus, dass das hier bei uns. Purer Egoismus, dass ausgerechnet jeder Einzelne nur an sich denkt und das Spiel unbedingt bis zum Ende schauen will. Da denkt auch keiner dran. Also nein, deswegen geht's mit unserer Gesellschaft gerade zugrunde. Aber Leipzig macht's halt vor. Da wird halt früher gegangen. Das ist konditioniertes Rausgehen, ist das im Endeffekt, ne, zum Wohl der Allgemeinbevölkerung. Ja, bei uns zwängt sich dann jeder in diese dicken, merkwürdigen S-Bahnen, die viel zu voll sind und so weiter und so fort. Da wird entschlackt. Das ist moderne Entschlackung. Ja, und die Leipziger, die sind halt sofort dabei. Die wissen halt, wie das geht. Deswegen, also in mehrerlei Hinsicht Red Bull ein großes großes Vorbild, muss man sagen. Aber aus mir sprudeln auch die Gründe, warum sie endlich in Ruhe gelassen worden werden sollen. Die sprudeln auch nur so aus mir heraus, weil die entlasten auch die Polizisten, die auch so ein bisschen, die auch so eine vergessene Gruppierung bei uns, die auch viel einstecken müssen zu Unrecht, weil die haben beim G20-Gipfel ihr Leben für uns alle riskiert. Und die werden, wenn Leipzig, die fahren halt dann nicht mit so vielen Leuten auswärts, dass dementsprechend auch nicht so viel Polizei kommen muss. Daran denkt auch keiner. Das ist dann wieder egoistisch. Da fahren dann 20.000 dahin, 10.000. Das kostet alles Geld, Leute. Also die Polizisten, die uns da bewachen müssen. Also von daher. Und für den letzten Nominierten, da ist auch jemand in die Bresche gesprungen. Axel, da könntest du vielleicht mal nachgucken. Da hat sich auch jemand zu Wort gemeldet, wen wir doch in Frieden lassen sollen. Franz Beckenbauer. Ja, genau. Und da haben wir Soundfile wahrscheinlich. Ach so, entschuldige bitte. Nee, kein Ding. Welches ist es? Das in Sekunde. Ah, okay, da. Der Franz ist im Moment zur Reha in Bad Wiessee, also bei mir um die Ecke, in einer Reha-Klinik nach seiner schweren Herzoperation. Es ging ihm unmittelbar nach der Operation nicht so gut. Musste auch noch ein zweiter Eingriff vor ein paar Wochen gemacht werden. Jetzt geht's ihm etwas besser. Wir sind im regelmäßigen Kontakt. Wir gehen ein-, zweimal die Woche zusammen essen. Der FC Bayern steht hundertprozentig ihm zur Hilfe. Wir versuchen zu helfen, wo es nur geht. Und ich würde in seinem Sinne, denn er hat schwer daran zu tragen, nicht nur an seiner Krankheit, sondern an dem ganzen Theater um seine Person. Ich würde irgendwann mal auch an gewisse Leute bei den Medien daran appellieren, ihn endlich mal in Ruhe zu lassen. Denn es ist eine Riesenschweinerei, was da um seine Person gemacht wird. Er hat Unglaubliches geleistet. Er hat nichts in seine Tasche gesteckt. Er ist ein Mann, der sich den Arsch aufgerissen hat. 2-3 Jahre lang. Und jetzt muss irgendwann mal Ruhe sein. Das ist jetzt 15 Jahre her. Und man soll den Mann irgendwann in Frieden leben lassen. So, also, wenn's selbst Uli Hoeneß sagt, ich denke, da bleibt mir gar nicht mehr viel zu sagen. Nee, also, Uli Hoeneß hat ja alles gesagt. Was sollen wir da noch ergänzen? Ja. Und? Nee, also ich finde aber auch wirklich, dass man muss auch mal gut sein lassen, weil ich finde schon, was im deutschen Rechtssystem halt völlig falsch läuft, ist, dass überhaupt gar keine Taten, die man vorher schon im Positiven begangen hat, die werden überhaupt gar nicht aufgerechnet vor Gericht.
Also ich finde zum Beispiel, wenn man vor Gericht steht, wird überhaupt gar nicht geschaut, ob ich in der Vergangenheit vielleicht nicht auch schon mal was Gutes gemacht habe. Und wenn ich jetzt zum Beispiel viel Geld gespendet habe, kann es eigentlich nicht sein, dass ich wegen Steuerhinterziehung angeklagt werde. Weil wer logisch denken kann, Leute, das kann man ja aufrechnen. Also war, wenn ich 50 Millionen gespendet habe, dann darf ich ja wohl auch 50 Millionen Euro Steuern erziehen, oder nicht? Das ist da, wenn man nämlich mal rechnen würde, dann kommt es nämlich auf null raus und dann ist es nämlich wieder gut. Und das ist beim Franz Beckenbauer nämlich genauso. Nur weil der einmal was Blödes gemacht hat, der hat aber auch ein paar gute Sachen gemacht. Also, ich finde... Belastet mich auch. Das ist ja im Strafrecht genauso. Ich meine, guck mal, wenn ich doch einer alten Frau mal über die Straße geholfen habe, dann ist es doch ganz logisch, dass ich mal einem eine mitgeben kann. Und mal, na eben, sag ich. Also, du kannst doch dann eine andere Frau wenigstens überfallen dürfen, weil du hast ja, im Endeffekt geht's der einen alten Frau gut, der anderen schlecht. Wenn man das aufrechnet, dann ist ja trotzdem so, dass am Ende 0 auf 0 rauskommt. Also, ja, also verstehe das also, gar nicht. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Das ist aber so wirklich schon das ist, also rechtsgeschichtlich läuft da schon einiges falsch, ne? Das merkst du halt, das zieht sich wie ein roter Faden. Armes Deutschland. Ja, muss man schon sagen. Ist aber auch so, weil, und dann gibt's dann so Leute vom Spiegel, die haben nichts Besseres zu tun, als in einem Dreck zu wühlen von so einem Mann, haben aber selber noch gar keine WM nach Deutschland geholt. Also, verstehe gar nicht mit was für, also, wie die sich überhaupt rausnehmen können, solche Dinge da zu schreiben. Nur weil sie mal Monopoly gewonnen haben, ja? Also, ja, eben. Ja, also Raphael Buschmann, der hat ja gar nicht so viel Geld wie der Franz Beckenbauer, der kann ja gar nicht wissen, wie es ist. So. Was? So. Ich hoffe, so, ja, ich hoffe, was ehrlich, für eine Scheißkategorie, die machen wir nicht nochmal, oder? Doch, die ist geil. Aber wir nominieren jedes Jahr die gleichen. Und ich hoffe sehr, dass alle mit 25% gewinnen, dass alle in Ruhe gelassen werden. So, und jetzt Trommelwirbel. Wer ist es geworden? Mit einer haushohen Dominanz von 38,3% ist wirklich Franz Beckenbauer der Gewinner dieser Kategorie. Die Lichtgestalt. Sehr gut. Die Lichtgestalt wird ab jetzt von uns in Ruhe gelassen. Ja. Nur knapp vor Timo Werner. Ob das wirklich so ist, ob er wirklich in Ruhe gelassen wird, das werden die nächsten Folgen zeigen. Also wir haben ja nicht gesagt, dass wir haben gesagt, wir lassen ihn für dieses Jahr in Ruhe. Auch das wird knapp, wenn man auf die nächste Kategorie guckt. Stimmt. Und da ist schon wieder die sehr gute Überleitung gefunden worden, denn man muss leider sagen, es gibt eine Kategorie, die auf jeden Fall sehr relevant ist, und das ist die Kategorie hat am meisten für die Region getan, ja. Und da gibt es sehr, sehr viele, mehr als vier. Wir hatten eigentlich nur immer vier nominiert. Diesmal sind sogar sechs nominiert, wenn ich richtig zähle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Uhu, ich kann zählen. Und auch wieder dabei, der Herr Mateschitz. Ja. Ja, das schließt ja ein bisschen, das ist so eine Unterkategorie von dem, was wir eben hatten. Mhm. Das ist so quasi die Kategorie, wo du schon mal Bonuspunkte sammeln kannst, dass du halt eben auch mal was Blödes machen kannst. Also, weil Mateschitz ist ja eine streitbare Person für den einen oder anderen, für mich eigentlich nicht, weil ich sehe an ihm nichts Schlechtes, weil er schafft Arbeitsplätze, er versucht Leute aufzuwecken. Er schafft Demokratie, ja. Genau, er informiert. Und ich finde, was er für Leipzig, beziehungsweise für den ganzen Osten da getan hat mit Red Bull Leipzig, das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Deswegen würde ich ihm auch viele Sachen verzeihen. Also deswegen, ich finde halt am wichtigsten, was du da in einem Nebensatz gesagt hast, es geht nicht nur um Leipzig, es geht um den gesamten Osten. Es geht um diese gesamte Region, die halt nach der Wende leider immer noch zu kurz gekommen ist. Und für die tritt er halt ein. Ja. Finde ich auch. Es ist halt so. Es ist ein. Weißt du, das, was die Politiker teilweise nicht schaffen, dann muss halt jemand aus Österreich kommen. Genau. Klingt jetzt komisch, ist aber so. Ja? Grüße. Ja. Um das Volk zu einen. Ja. Und dann haben wir noch Klaus-Michael Kühne. Ist auch ein super Mann. Super, super gut. Was KMK für Hamburg getan hat, das ist ja mit Gold gar nicht aufzuwiegen. Nee. Der HSV wäre schon längst pleite. HSV wäre pleite, der Hafen wäre pleite. Uwe Seeler wäre pleite. Alle wären pleite. Uwe Seeler würde sich noch mehr sorgen. Wahrscheinlich wäre St. Pauli pleite ohne KMK. Ja. Also ich meine. Ja, und es würden auch nicht so, und es würden auch nicht so. Das ist wieder, wir denken auch wieder viel zu wenig an den Menschen. So durchschnittliche Fußballer wie Marcel Janssen, die müssten halt mit 27 noch arbeiten gehen, wenn sie nicht geben würde. Und so können die sich bei Sky hinsetzen und ab und zu was erzählen. Also
Das ist doch toll. Bevor Marcel Janssen und bevor Marcel Janssen dann wieder dem Steuerzahler auf der Tasche liegt, ist es doch gut, dass in Hamburg viele, viele mittelklassige Fachkräfte, die normalerweise nicht vielleicht, die müssten vielleicht dann über den zweiten Berufseinstieg nachdenken. Das müssen sie eben nicht mehr, dadurch, dass er ihnen halt hohe horrende Gehälter zahlt. Also ist doch super. Ja, das ist super. Also und vor allen Dingen ist es halt niemand, der auf Leistung pocht. Also nee. Es ist halt jetzt keiner, bei dem du irgendwie durch so eine Tretmühle gehen musst mit Jahresgesprächen und Zielvorgaben und so weiter, sondern es ist halt einfach, ja, das ist halt ein tatsächlicher Menschenfreund im besten Sinne, ne? Also eigentlich für mich Hamburgs Vaterfigur, wenn ich ganz absolut, ja, genau, absolut. Ja. Also ich bin mir fast sicher, wenn jetzt zum Beispiel der Mike vom Übersteiger oder der Frankie oder was, wenn die das hören, dass die uns recht geben. Ne? Aber aller Rivalität zwischen dem kleineren St. Pauli-Verein und dem etwas größeren HSV, glaube ich, dass da Klaus-Michael Kühne schon so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner in Hamburg ist. Ja, ja, also ich habe auch schon Gesänge gehört, wer Kühne nicht liebt, muss Hamburg verlassen, ja, habe ich schon gehört, ja. Und ich glaube, das trifft's halt auch ganz gut. Es gibt eigentlich auch keinen, der das nicht mal ihn nicht mal mögen kann. Ja. Nee, ja. Eigentlich kann man aus der Kategorie niemanden nicht mögen. Nein, das ist schon eine kleine Sympathikus-Nominierungsliste, die wir hier haben. Also ich meine, es geht ja nahtlos weiter von einem HSV zum anderen HSV. Auch Martin Kind ist ja jemand, er so viel wie er getan hat für die ganze Region Hannover, ja, wie viel er auch dafür getan hat. Auch für die Bundesliga, das darf man nicht vergessen. Also auch für diese, auch einfach mal, ja, das ist auch so eine unbeachtete Personengruppe, für die viel zu wenig Partei ergriffen wird. Für Investoren, also die Investoren, an die denkt ja keiner, immer 50+1 und dann sollen alle ihr Geld geben, sollen aber nicht mitbestimmen dürfen. Da ist ja wenigstens einer, der mal vorangeht und auch so ein bisschen Unmut auf sich zieht, aber um am Ende einer guten Sache zu dienen. Und das ist eben die Abschaffung dieser unsäglichen 50+1 Regel. Ich finde, dass er nicht nur für Hannover, sondern eigentlich für uns alle Fußballfans schon viel, viel, viel gemacht hat, weil er auch ein sehr engagierter Kämpfer ist, der auch endlich mal die gewalttätigen Fans aus den Stadien entfernen will, wegen denen ich teilweise gar nicht mehr dahin gehe. Also ich bin oft überlege ich dreimal, ob ich ins Stadion gehen soll. Für mich ist das so unsicher, wenn ich ehrlich bin. Ich hab da Angst. Für mich ist das so unsicher. Ja, meine ich ja. Und wenn aber dann so Leute wie Kind wenigstens über die Landesgrenzen hinaus, also jetzt Bundeslandgrenzen hinaus, der setzt sich ja im Endeffekt auch für mich ein. Das finde ich eigentlich ganz gut, deswegen. Und er sorgt halt für Nachhaltigkeit und für langfristige Planungssicherheit, indem er halt sagt, wenn ich mal nicht mehr kann oder nicht mehr bin, dann ist der Verein nicht am Ende, sondern meine Söhne kümmern sich dann um den Verein. Ja, und das ist doch, was will ich denn als Fan mehr, als zu wissen, wenn es irgendwann mal an der Zeit ist, dass vielleicht Martin Kind nicht mehr hundertprozentig fit ist, dass da jemand steht, der direkt nachkommt. Das ist doch fantastisch. Ja, und der auch ähnlich ehrbare Werte hat. Ja, eben. Also. Ja, das ist doch super. Und ich weiß doch ganz genau, ne, wenn das die Söhne von Martin Kind sind, dann muss ich ja keine Sorge haben, dass die irgendwie Schmu machen. Nee, die sind ja gut erzogen. Eben. Kurzer aktueller Einschub vielleicht für die Hörer des Eintracht-Podcasts hier. Gerade kam die Meldung vom Kicker, dass Jürgen Klopp doch den Virgil van Dijk bekommen hat aus Southampton. Für 85 Millionen Euro. Abwehrspieler für 85 Millionen Euro. Herzlichen Glückwunsch nach Liverpool. Kann nicht mal so viel. Ja. Ja, okay. Alter. Hat er ein Schnäppchen gemacht? Alter. 85 Millionen Euro. 85 Millionen Euro für einen Abwehrspieler aus Southampton. Das sind 5 John Cordobas, die er sich gekauft hat. Alter. Also meine Güte. Der Markt ist ein bisschen überhitzt, Axel. Das darf nicht zu dramatisch sein. Und ja, Abwehrspieler sind rar gesät. Ja, ich wollte jetzt auch die Stimmung überhaupt nicht runterbringen, aber es kam halt gerade die Push-Nachricht und ich dachte, weil ihr ja auch ein aktuelles Format seid, dass ich das mal kurz hier einbringen kann. Ich finde es super. Du gehst von dem einen
Abwehrspieler zu der anderen Abwehrlegende, die wir eben schon thematisiert haben. Ja. Und zwar auch hier wurde wieder Franz Beckenbauer nominiert. Der Mann, der eigentlich, ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch in Regionen eben, nennt. Genau das nee. Ist es. Also ich habe Franz Beckenbauer nominiert und habe als Region im Prinzip den gesamten deutschsprachigen Raum, ja, meine ich damit. Ja. Also nicht nur Deutschland, sondern ja, auch Österreich, Schweiz, Liechtenstein, Teile von Südtirol. Was Franz Beckenbauer für uns alle getan hat. Es gibt ja sogar eine deutschsprachige Enklave in Dänemark. Also die kommen auch noch damit dabei. Ja. Was der Mann geleistet hat, auf dem Feld, auch in Thailand. Ja. auf dem Feld und neben dem Feld. Es ist nicht aufzuwiegen. Es ist nicht aufzuwiegen. Uli Hoeneß hat es ja gut gesagt, er hat sich für uns alle den Arsch aufgerissen. Und da im Helikopter also hat er sich gesetzt. Jeden Tag. Vor allen Dingen hat er dafür gesorgt, dass 30 Tage gutes Wetter ist. Ja. Also ich finde, ja, das kann man auch nicht. Wer hätte das sonst geschafft? Ja, eben. Das hätte sonst keiner. Hier die ganze Zeit. Ne? Ja. Ihr habt keiner von euch. Weißt du, ihr geht sogar zum Scheißen, geht ihr sogar ins Klo oder so. Das braucht der Franz Beckenbauer nicht. Der macht sowas nicht. Klo. Ja? Das muss gar nicht sein. Weil beim Franz Beckenbauer, da brauchst du nicht aufs Klo gehen, weil selbst wenn du irgendwo hinkackst, dann riecht's nach Rosen. Und warum? Ja. Weil der Franz das kann. Ja. Ich meine nicht, also Franz Beckenbauer hat, glaube ich, ist fast ein Favorit, weil er hat von denen fast mit am meisten getan. Er ist ja ist ja auch ein enger Freund von einem der anderen Nominierten. Also das ist im Endeffekt, wenn die sich alle zusammentun würden, dann bräuchte man sich, glaube ich, um große Koalitionen und alle Koalitionen keine Sorgen mehr machen. Die Welt wäre ein besserer Platz. Nee, aber du meinst natürlich mit engem Freund, meinst du natürlich einen anderen Nominierten, Johannes den Clown natürlich. Ja, ja, genau. Sag mir mal bitte einen nach Gutenberg, der mehr für Mainz getan hat als Johannes der Clown. Ja, mir fällt keiner ein. Vielleicht Jürgen Klopp, ja? Jürgen Klopp würde mir vielleicht auch noch einfallen, Christian Heidel. Aber wenn wir bei Christian Heidel und Gebrauchtwagen sind, dann ist es bis zu Johannes der Clown nicht weit. Ja. Nein, aber es ist doch, guck mal, die stehen in einer Linie. Gutenberg, Johannes der Clown. Das werden wir unseren Kindern noch erzählen, ja? Und es gibt Leute, die schmunzeln heute darüber, ja? Die glauben uns das nicht. Aber Leute, es ist so. Reality Check. Johannes der Clown ist ganz da oben. Gutenberg, das hat der schon gemacht. Aber Johannes der Clown, der weiß, die Massen zu verbinden. Das ist das, was du heute eigentlich brauchst, ja? Für mich ganz klare Nominierung. Super, dass das eigentlich geschafft hat. Dass man das geschafft hat. Finde ich auch, weil Mainz hatte ja auch genau in der letzten Zeit, wir haben ja auch mal die Wortpiratin bei uns in der Sendung gehabt und da haben wir so ein bisschen aufgedröselt, was in Mainz irgendwie gerade falsch läuft. Die haben ja auch Probleme gehabt, irgendwie gegen Stuttgart, DFB-Pokal, das Spiel auszuverkaufen. Die hatten Europapokalspiele, die nicht ausverkauft waren. Die hatten Probleme im Präsidium. Ich glaube, die haben immer noch Probleme, wo dieser frisch gewählte Präsident, der ist auch wieder jetzt abgetreten, glaube ich. Und genau in dieses Vakuum zwischen, früher hieß es, glaube ich, die Bruchweg-Boys und diese sympathische Verein mit Klopp und Tuchel, die dann Europa gestürmt haben. Genau in dieses Vakuum, was dadurch entstanden ist, ist hier der Johannes der Clown reingekommen und verleiht dieser Stadt auch ein neues Gesicht. Praktisch. Und der verleiht dem ja auch mit seinem sympathischen Blick und mit seinen ausgebreiteten Armen, verleiht er denen ja auch ein neues Gesicht. Also guck mal, du hattest früher Schürrle und heute hast du Johannes den Clown. Also das ist doch 1:1 eigentlich praktisch. Also, für mich ist das super. Ich freue mich, dass er nominiert wurde. Und wer noch nominiert wurde, du hast ja eben das schon so ein bisschen angedeutet, da kann uns aber mal der Franz Beckenbauer, Axel, guck mal, der Franz Beckenbauer kann uns nämlich dazu sagen, wer noch nominiert ist und warum überhaupt. Ja, Sekunde, da kommt der Franz. Ohne dem Dietmar wäre ja hier, ich würde mal sagen, nach wie vor tote Hose, denn er hat ja aus dieser Region die Sportregion Nummer 1 gemacht in Deutschland. Ich war noch dabei vor 15 Jahren, als der TSG Hoffenheim noch in der fünften Liga war. Da war ich hier schon da und haben miteinander Golf gespielt und dann habe ich so die ganze Entwicklung, die habe ich mitgemacht. Ja. Aber plötzlich ist der TSG Hoffenheim in der ersten Bundesliga, Adler Mannheim, die Basketballer, die
Handballer, Eishockey und so weiter. Das hat er, und Golf natürlich auch. Er hat ja da in El Dorado geschaffen und er bildet ja über 3000 Jugendliche aus in verschiedenen Sportarten. Muss man sich einmal vorstellen. Und das hat alles einen Namen, Dietmar Hopp, der das initiiert hat. Natürlich auch mit Unterstützung von Freunden, von Sponsoren und so weiter. Klar, die braucht er. Alleine kannst du das nicht schaffen. Aber das ist ein und jetzt bringt er noch den Solheim Cup hierher. Also das ist der Ryder Cup der Damen, würde ich einmal sagen. Aber die Damen haben natürlich auch wahnsinnig aufgeholt im Golf. Ja, danke Franz dafür. Also, ich finde, die Lichtgestalt spricht für sich selbst. Ja, also wenn die Lichtgestalt einen lobt, dann weißt du, dass du was richtig gemacht hast in deinem Leben. Absolut. Und man kann es ja auch sehen, wenn man auf der Autobahn an Sinsheim vorbeifährt, kann man die Früchte ja sehen. Ja, logisch. Also sind blühende Landschaften. Honig. Das sind blühende Landschaften. Guck dir doch die Kühe an, die sind da noch glücklich. Ja, guck, ja. Geh hier doch mal irgendwo hin nach Wiesbaden oder so. Oder guck dir an, wenn es da überhaupt noch Kühe gibt in Dortmund. Ja, die sind alle mega unglücklich. Das funktioniert nicht so gut. Frustriert, schlechtes Wetter und so weiter und so fort. Gehst du runter Richtung Hoffenheim, da gibt's nur glückliche Kühe. Die sind so froh, dass sie da leben. Ja, und warum? Das hat nämlich auch der Dietmar Hopp gemacht. Das sagt er uns nicht. Aber die grünen Auen, die er geschaffen hat, das ist das, wofür... Ja, aber Marvin, du darfst eins nicht vergessen. Ein Golfer war vor 15 Jahren, war ein Golfer noch ein armer Mensch. Was der für den Golfsport getan hat. Ein Sport, der es am meisten nötig hat. Wo am wenigsten finanzielle Mittel bei den Teilnehmern dabei sind. Also das ist mit Gold nicht aufzuwiegen. Jetzt holt er auch noch den Solheim Cup hierher. Das ist ja quasi der Ryder Cup der Damen. Also, ich weiß ja nicht, ob es da noch irgendeine Frage gibt. Klasse. Also ich finde gerade das Engagement im Golfsport finde ich toll, weil Golf ist natürlich auch ein Sport, der immer wieder mal finanziell vor sich hin darbt. Und deswegen, also Dietmar Hopp ist, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Dietmar Hopp ist ähnlich wie Martin Kind, aber auch stets bemüht, unser Stadionerlebnis sicherer zu machen, dass wir eben nicht Albträume haben, weil wir sehr, sehr viele Kraftausdrücke hören. Deswegen... Ich könnte mich bei der Kategorie nicht entscheiden, Leute. Wollen wir es trotzdem tun? Wollen wir mal gucken? Also, komm. Ja, klar. Also, und es haben 244 Leute haben wir gefragt, wer hat am meisten für die Region getan? Wir haben 240 Leute gefragt. Und ganz klar gewonnen mit 45,5%. Wow. Johannes. Der zweite, ja. Die zweite Nominierung. Der räumt hier heute ab. Es steht da morgen in der Zeitung, der Abräumer des Abends. Es ist eigentlich der Ich sehe schon ein Glonsch Incoming. Johannes Hickler. Ein Wagen hinter sich herzieht mit den Preisen. Also man muss schon sagen, hier bei Elf Feinde ist auf jeden Fall so, dass Johannes der Clown jetzt schon zum zweiten Mal abgeräumt hat. Sieht für mich nach dem Gewinner des bisherigen Abends aus, muss man ganz klar so sagen. The face that runs the place, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Und er hat auch alle weit abgehängt. Leute, wir haben noch 8 Preise und noch unsere Top 11. Leute, guckt mal auf die Uhr. Na gut, wir sollten mal weitermachen, das ist richtig. Ja. Na gut, und dann würde ich sagen, schaffen wir doch den Cut, ja. Und wer ist letzter geworden? Ja, das ist eine gute Frage. Und letzter ist nämlich geworden mit nur 5,3% Martin Kind. Wird zu wenig respektiert hier, muss ich sagen. Ja. Aber gut, es sollte ihm ein Ansporn sein, im nächsten Jahr noch mehr Gutes zu tun für die Region. So, und jetzt kommen wir zum Sonderlary für außersportliche Leistung. Da hat jeder, glaube ich, was Unterschiedliches genommen. Und fangen wir doch mal mit dem Alexander Melgelvis an. Warum ist dieser Mensch denn nominiert? Der ist nominiert worden. Also, der Typ ist erstmal, so viele werden den gar nicht kennen. Unter anderem ich. ist ein Norweger. Und spielt Fußball für Lillestrøm. Mhm. Und Lillestrøm hat den Königspokal gewonnen in Norwegen. Und dann gab es halt eine Feier.
Und dann hat sich Mel Gelvis auf dieser Feier wahrscheinlich knackend voll einfach ausgezogen, während er gesungen hat, und hat sich dann den Pokal übergestülpt vorne. Und das ist halt ja außergewöhnlich, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Und als Sonderlarry fand ich, passt er da sehr gut rein in diese Kategorie. Klingt gut, auf jeden Fall. Klingt spannend. Ja, ich habe Ulf Poschert nominiert. Das musste leider sein. Ulf Poschert, der ein oder andere mag ihn kennen, der Chefredakteur der Welt. Welt ist ja mittlerweile schon länger zusammen mit N24, also ein hochseriöses Medium, ja, ein Medium, das durch absolute Objektivität besticht. Und auch er als Chefredakteur ist sich nicht zu schade, seine absolute Objektivität in Tweets preiszugeben. Wie beispielsweise das, was letztens ein wenig durch die Decke gegangen ist. Ich zitiere: Wer soll eigentlich noch freiwillig in eine Christmette gehen, wenn er am Ende der Predigt denkt, er hat einen Abend bei den Jugend- bzw. der grünen Jugend verbracht? Das ist nur exemplarisch dafür, wie, ich will mal sagen, leicht nach rechts sich der gute Herr Poschert, früher unter anderem bekannt durch Bankrotterklärungen bei Vanity Fair und so, positioniert hat in der letzten Zeit. Für mich ein absoluter Sympathikus. Ich bin froh, dass es ihn in dieser Twitter-Landschaft gibt. Für mich Grund genug, ihn als Sonderlarry zu nominieren. Grüße. Ja. Spricht ja auch für eine gewisse Entwicklung, die weitergeht. Also dieses, es gibt ja mittlerweile ganz, ganz viele Leute, die ziemlichen Schwachsinn daher reden. Ja. Exemplarisch dafür, für ihn, für alle diese Leute kann man ihn schon gerne nominieren. Ja. Bin jetzt aber gespannt, also ich kenne alle nicht, weil ihr das gemacht habt. Mhm. Ich bin aber jetzt auf Jay Swingler gespannt, weil das hört sich schon in dem Link hört sich das schon sehr hervorragend an. Ja, Jay Swingler ist ein britischer YouTuber, unsere nächste Nominierung. Der hat in seinem Kanal, der hat irgendwie 3 Millionen Abonnenten, was schon mal krass genug ist. Und der hat sich gedacht, ich mach mal was Tolles, weil sein Adventskalender gesagt hat, er müsste als Aufgabe müsste irgendwas machen, was ihn halt fast umbringt. Hat er gesagt, okay, mach ich. Und hat sich dann überlegt, ich zementiere einfach meinen Kopf in einer Mikrowelle. Hört sich ein bisschen doof an, ist es wahrscheinlich auch. Hat sich zum Glück, hat er dran gedacht, sich einen Luftschlauch in den Mund zu stecken, bevor er kopfüber in den Zement eingetaucht ist, den er vorher in die Mikrowelle gegossen hat. Also die Mikrowelle war natürlich nicht angeschlossen, sondern diente halt einfach als Behältnis. Da hat er Zement reingegossen und hat dann da seinen Kopf reingesteckt. Und dann waren er und seine Mitstreiter halt baff erstaunt, dass sie ihn da nicht mehr rausgekriegt haben aus dieser Mikrowelle. Ich muss jetzt fragen, bevor ich lache, lebt er noch? Ja, der lebt noch. Okay, dann ist gut. Das ist für mich so, als wäre das gewesen. Nee, er hatte ja einen Schlauch im Mund. Konnte ja weiter atmen. Ah, okay. Und dann haben die Typen halt versucht, den aus dieser Mikrowelle rauszumeißeln, was halt nicht funktioniert hat. Und dann mussten halt Profis ran. Dann haben sie dann halt die Polizei gerufen und die Feuerwehr und was weiß ich. Und die haben das dann irgendwie mit 5 Mann haben die dann halt den Typen da irgendwie rausgeschlagen gekriegt. Kannst du dir den Kopf vorstellen, wenn der da rauskommt? Könnt ihr euch das vorstellen? Nee, ich kann es mir nicht vorstellen. Es klingt unfassbar. Ja. Klingt auch so, als hättest du damit echt noch länger zu tun, weil du das dann überall hängen hast. Schwachsinn. Aber wahrscheinlich hat es ihm sogar noch viele Klicks gebracht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich habe nicht drauf geklickt. Ich hab's nur, vielleicht mache ich das mal für euch. Vielleicht mache ich das mal, damit wir endlich alle berühmt werden. Muss einer von uns Opfer bringen. Schauen wir mal. Also ich hab jetzt den Beitrag, den du hier reingehängt hast, gucke ich jetzt mal an. Ich habe jetzt noch nicht auf den Link geklickt, aber es sieht frustrierend aus. Frustrierend ist vielleicht das richtige Wort, ja.
Ja. Und dann hast du ja noch gleich weitergemacht, und zwar der E-Bike-Idiot klingt auch sehr sympathisch. Ja, der E-Bike-Idiot, über den habe ich bei 93 schon mal erzählt. Das ist der Typ, der sein E-Bike aufgemotzt hat und da einen neuen Motor eingebaut hat, und das Fahrrad fährt halt 70 Stundenkilometer. Und da verliert er halt, dann hat er die Kontrolle verloren, hat halt einen Unfall gebaut. Mit einem 70 Stundenkilometer schnellen E-Bike. Was ich halt einfach unfassbar lustig finde. Ich stelle mir halt einfach diese Füße vor auf den Pedalen, wenn das Rad 70 Stundenkilometer fährt. Ja, dreht sich das mit immer beim E-Bike? Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich stelle es mir halt gerne so vor. Okay. Ich habe gedacht, ich stelle mir vor, wie er einfach frontal gegen die Wand fährt, weil er es gar nicht mehr kontrollieren kann. Ja, es war wohl ein Auto, gegen das er gefahren ist. Ein 39-Jähriger. Ist ja eine kleine, bunte Kategorie, aber ich würde den Marvin dann doch mal bitten, den aufzulesen. Wer von den vier illustren Herren, nur Herren, ich find, komischerweise. Ich finde es auch geil, dass sie, so unterschiedlich sie sind, ist eine gewisse Schwachsinnigkeit, als sie alle. Ja? Und das finde ich sehr, 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 sehr sympathisch. Gewonnen hat in dieser Kategorie Ulf Poschardt, nicht nur durch seinen Tweet, aber auch wegen seines Tweetes. Also er ist der glorreiche Gewinner für diesen Sonderlehrer für außersportliche Leistung. Ich denke, es hat er sich trotzdem redlich verdient, trotz dieser großen Konkurrenz, muss man sagen. Herzlichen Glückwunsch. Grüße. Herzlichen Glückwunsch. Auf jeden Fall. So, und dann gehen wir ja, weil wir haben ja hier keine Zeit, gehen wir hier sofort weiter. Und zwar zum Social Media Philipp des Jahres. Philipp W., wissen wir Philipp Lahm. Wir wissen alle um die Vielseitigkeit des Social Media Einsatzes von Philipp Lahm. Twittert er eigentlich noch? Ab und zu, wenn er irgendwelche Business-Dinge tut. Ja. Okay. Heute war ein spannender Tag. Immer noch zweisprachig? Heute war ein spannender Tag. Ich habe viele neue Eindrücke gewonnen. Vielen Dank. Ja, es ist immer noch zweisprachig. Also hier, wie heute zum Beispiel, der Sport durfte natürlich auch an Weihnachten nicht zu kurz kommen. Ich hoffe, ihr hattet ein frohes Fest und erholsame Tage. Euer Fipsi auf einem Snowboard. Euer Fipsi hat er übrigens nicht geschrieben. Ich wollte gerade sagen, der schreibt selbst euer Fipsi. Das wäre ja fantastisch. Das wäre echt geil. Aber ich traue mich jetzt nicht, seine Weihnachtsansprache, weil auch er hat eine Weihnachtsansprache, bei Twitter nachzulesen, nachzuhören. Aber irgendwann wird das auf jeden Fall mal gemacht. Okay, also, aber er ist ja gar nicht nominiert, sondern wir haben ja verschiedene. Und ja, zwar ich muss euch mal 2 Minuten alleine lassen. Macht ihr das mal? Ja, auf jeden Fall. Grüße an deine Katzen, die kriegen auch einen Sonderpreis. Danke. Ja, aber da sind ja einige. Da ist auch wieder ein alter Bekannter, der anders als Johannes der Clown aber noch keinen Preis abräumen konnte. Noch nicht. Also er ist erstaunlich erfolglos, muss man eigentlich sagen. Ne? Ja, Thomas Müller. Thomas Müller, ja. Thomas Müller, momentan ein bisschen in Vergessenheit geraten, auch auf dem Platz, jetzt ja wieder zurückgekommen, aber er hat sich noch nicht wirklich gefunden, aber trotzdem auch ein sehr versatiler Twitterer, muss man sagen. Ne? Weil ich muss gestehen, ich habe das noch gar nicht so verfolgt. Ja, wenn ich bin so ein bisschen ausgehungert von Philipp Lahm, weil er nicht mehr so präsent ist und nicht mehr ständig postet, dass es ein schweres Spiel war. Aber werde ich mal verfolgen. Aber hast du da vielleicht ein Beispiel für mich? Ich guck auch gerade. Ich habe den ja auch nicht nominiert, deswegen bin ich jetzt mal hier. Ach so, gut, dass der Axel ist dann einfach abgehauen. So von mir. Jetzt redet ihr mal. Kann man ganz ehrlich, ich folge doch so Leuten nicht bei. Ich auch nicht. Oder so. Wusste bis eben gar nicht, dass der twittert. Twittert er überhaupt? Ich weiß es nicht. Cool, lass uns mal. Ich weiß auch gar nicht. Ich weiß nicht, was der Ach, Axel es müllert. Ja, Logo. Nein, ach doch, stimmt, es müllert, ja, du hast recht. Ach ja, Logo, es müllert, ja, hier, Merry Christmas to all my fans around the world. Ja, Feliz Navidad, sage ich da nur. Ja, wunderbar. Ja. Also das ist auf jeden Fall auch schon, auch multilingual unterwegs, muss man sagen. Ja, also er kann die vielen Sprachen sprechen und haut aber ansonsten sehr, sehr wenig raus, wenn ich das so sehe. Aber hier mal exemplarisch, soll ich hier mal was vorlesen? Ja, bitte. Nur noch wenige Stunden könnt ihr bei meiner Charity-Weihnachtsaktion auf United Charity mitsteigern. Tolle Preise für den guten Zweck. Vielen Dank an eure Unterstützung und eine schöne Adventszeit. Euer Thomas. Sehr schön. Also es ist wie es ist. Ne? Also man muss sagen, ist auch ein. Das ist alles sehr, sehr glatt, wenn man das mal sagen muss. Ich weiß aber nicht. Ich stelle mir halt immer mal wieder vor, haben wir auch schon oft probiert. Wer da zu Hause sitzt und liest, ach, das ist ja spannend geschrieben. Ach, der Thomas Müller hat was Neues getwittert. Oh, morgen ein schweres Spiel. Morgen ist ein schweres Spiel. Wo ich mir denke, ich rufe das in irgendjemandem Emotionen hervor. Also, ich verstehe es gar nicht. Ja, aber. So emotional schon tot, wenn du sowas toll findest. Also, naja.
Aber er ist ein würdiger Nachfolger, weil Philipp Lahm hat aber trotzdem eine große Lücke hinterlassen. Also was irgendwelche generic Tweets betrifft, war Philipp Lahm trotzdem die unangefochtene Nummer eins. Wird es wahrscheinlich auch lange bleiben. Deswegen ist das eher so eine, das ist eher so ein Nachwuchspreis, das ist ein Förderpreis. Da gibt's auch ein, da ist ein Geldbetrag mit verbunden. So der Förderpreis, dass irgendeiner mal in die Fußstapfen von Philipp Lahm treten kann. Ja, auf jeden Fall. Es kann nur ein Perspektivpreis sein, denn Philipp Lahm ist halt wie so oft allen meilenweit voraus. Ja. Muss man sagen. Aber gut, wir waren jetzt erst bei Thomas Müller. Ähnlich weit voraus ist auch Sebastian Kehl, ein ganz junger Twitterer DAX, der jetzt erstmal wieder angefangen hat, sich in den sozialen Medien zurechtzufinden. Auch dadurch besticht, erstaunlich langweilig zu sein, wenn wir ganz ehrlich sind, oder? Also ich weiß nicht, Sebastian Kehl finde ich ja extrem sympathisch als Mensch, ne, wenn wir mal ehrlich sind. Ich finde ein echtes netter Kerl, so kommt irgendwie kommt sogar aus Nordhessen oder so, ja. Alles cool, aber seine Tweets sind könnten kaum langweiliger sein. Zum Beispiel 2 Knallerduelle im Champions League Achtelfinale, Real Madrid gegen PSG und Chelsea gegen Barcelona bedeutet, dass 2 absolute Titelaspiranten schon raus sind. Gut für Bayern, die mit Beşiktaş ein äußerst glückliches Los erwischt haben. Puh, hätte ich diese professionelle Einschätzung nicht gehabt. Ja, was soll ich sagen? Ja. Endlich jemand, der die 280 Zeichen optimal ausnutzt. Ja, das ist tatsächlich. Ich wusste nicht, dass Sebastian Kehl einen Account hat. Das ist an mir vorbeigegangen. Ja, solltet ihr zu denken? Ja, absolut. Das ist schon wieder meine Ignoranz, ne? Ja, und was du aber nicht ignoriert hast, ist der Fanclub-Nationalmannschaft. Nein, natürlich nicht. Fanclub-Nationalmannschaft. Ja, ist besticht auch durch seine, wie soll ich sagen, feinfühlige Art unter anderem auch. Absolut, also, absolut. Vor allen Dingen der Fanclub-Nationalmannschaft ist halt, das ist halt ein Account, der ist so zielgruppengerecht, das ist wunderbar. Also der Fanclub Nationalmannschaft, der Social Media Kanal vom Fanclub Nationalmannschaft powered by Coca-Cola, so heißt er ja richtig, macht einfach alles richtig, wenn die dann irgendwie in Dublin sind und 5 Stunden vorm Spiel, hier ist schon alles in deutscher Hand und dann sitzen 7 Leute in der Kneipe und keiner hat ein Glas Bier vor sich. Fantastisch. Heute ein Blick hinter die Choreografie, was weiß ich. Und dann immer mit Links und immer schön Coca-Cola als Markenbotschafter mit rein. Die machen alles richtig. Ein fantastischer Social-Media-Kanal. Ja. Tatsächlich, ja. Die bringen auch so ein bisschen den tollen Fan rüber, weil die auch immer so ein bisschen Personality-Stories haben. Eine ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, aus Anfang Dezember war das, glaube ich. Da ist jemand, das ist wahre Begeisterung. Für die WM in Russland legt Jürgen Hildebrand extra ein Sabbatical hier ein. Und jetzt kommt seit 2000. Jetzt weiß ich auch, was der Surfing Bird macht. Ja, genau. Aha. Aber hier kommt seit 2000. Seit 2010 ist er als glühender Fan dabei. Also, das ist ein echter Fan, der irgendwie Ende 50 ist jetzt seit 7 Jahren schon dabei, auch schon seit 2010. Und jetzt hat er sich einen Entschluss gefasst, ein Sabbatical hier einzunehmen für eine WM, die einen Monat lang ist. Krass. Da müsste man ihn noch mal fragen, ob er weiß, dass das nicht ein Jahr dauert. Aber naja. Aber ich habe schon einige tolle. Alleine für mich persönlich ist die Nominierung schon, weil ich habe so viele tolle Fans kennengelernt. Also die Choreo-Helfer, die da die Reisen organisieren, wie der Axel es gesagt hat, die da in den Kneipen sitzen. Da sind auch mal tolle Gruppenbilder dabei von den ganzen Leuten, wo ich weiß, oh, cool. Und hier ist auch eine, Renate Gröbner hat das Tippspiel gewonnen. Die hat gleich ein Foto eingesendet mit ihren vergilbten Frisur und Goleo in der Hand. Das ist toll. Da geht mir das Herz auf. Das ist, deswegen bin ich Fußballfan, wenn ich ehrlich bin. Das sind die Momente. Ich auch. Die nicht deswegen. Merke, und das, die transportieren das auf tolle Weise. Ja. Da finde ich mich auch wieder, gerade in Zeiten von brennenden Kurven und Auswärtsfahrten, da
Toll. Ich mach übrigens auch bei jedem Gewinnspiel mit. Also ich mache erst bei jedem Gewinnspiel, ja. Und ich muss ja sagen, ich mache auch bei jedem Voting mit, ja. Das ist wieder ein Voting. Dann helfen. Da muss ich aber mal gucken. Das wird knapp werden. Ihr müsst für Svenja Huth abstimmen und Tabea Kemme. Ja, liebe Leute, es wird einfach Zeit. Ja, also das Tor des Monats, das Tor des Jahres, das sind die Nominierungen, dafür lebe ich. Das ist das Erste, was ich mache, wenn ich morgens aufstehe, ist, ich gucke, ob es eine neue Nominierung gibt. Ja, das kennt ihr. Ich gucke auch, ob jemand Geburtstag hat. Ja, ihr lacht. Das ist mein Lebensinhalt. Oh, heute hat er Geburtstag. Ah, vielen Dank. Ich gucke auch immer, ob Fotos von zwei Mädels drin sind, die Deutschland-Hasenohren haben. Das ist übrigens mein Tinder, ja. Die Fanclub-Nationalmannschaft ist mein Tinder, wenn ich ehrlich bin, ja. Weil da hast du noch die richtig schönen Hasen, ne? Also insofern, mit den Ohren am besten. Insofern, super. Ich weiß nicht, ob die Sendung fortführen kann, weil ich bin wieder gefangen in dieser Parallelwelt. Ich sehe hier einen mit Karnevalsmütze, der einen Schal vom einen Coca-Cola-Schal in der Hand hat, wo drauf steht, wir stehen an eurer Seite und den stolz in die Kamera hält. Mitglieder im Porträt. Da muss ich jetzt nicht mal draufklicken. Bitte nicht. Hausmann im Dreigestehen der guten Laune. Der Weg ins Renninger Energiestadion kennt Frank Hausmann seit 30 Jahren. Geht denn? Ach, guck mal, Axel, das ist einer von euch hier. Fußball, Karneval, Geburtstag, das Dreigestirn der guten Laune. Mehr geht nicht für den Rheinländer. Oder wie Frank Hausmann sagt, das passt. Da ist aber auch ein Journalist am Werk. Der haut auch mal die Knallerzitate raus hier. Das passt. Und weil dem so ist, hat entsprechende Maßnahmen ergriffen. Ich habe heute Urlaub eingereicht. Für was? Ja, für seinen Geburtstag, Mensch. Interessant hier. Das ist ja erstmal nicht verwerflich. Das mache ich auch ab und an. Ja, aber das zu, was soll das für eine Aussage sein? Also, das passt. Ich habe Urlaub eingereicht. Was ist das für ein Interview? Nee. Er lacht und schiebt für Dienstag und Mittwoch. Hahaha. Dann kommt Vince wieder losziehen. Natürlich will er feiern. Er nennt es das Leben in Gesellschaft. Was ist denn das für ein Text? Also, den kann ich jetzt. Prinzenpensum. Deswegen pumpt sein Herz ab dem 1.11. Konfetti durch die Adern. Ein närrischer Reflex nach 17 Jahren. Ab dem 1.11. oder ab dem 11.11.? 1.11. Sorry, 11.11. Okay. 1.11. wäre lustiger gewesen. Ja, du bist zu früh, Konfetti-Pumpe. Konfetti. Sicher ist, dass Hausmann auch auf die Moskau-Reise eine Pappnase mitnehmen wird. Ist ja noch ein kecke Typ hier. Für aber, nein, jetzt kommt er, ich hab vergessen, sorry Leute, ich hab den Gedankenstrich überlesen, da steht, sicher ist, dass Hausmann auf die Moskau-Reise seine Pappnase mitnehmen wird, Punkt, für ein Foto. Für den Magazin, bla bla bla. Denn da gibt es die Rubrik, für die Mitglieder ihre Reisebilder einreichen können. Insofern wird sich dieser Weg auch für Hausmann in jeglicher Hinsicht lohnen. Fantastisch. Toll. Also es ist ein ganz toller Account, der auch ein bisschen in die Tiefe geht. Geht in die Tiefe und geht ans Herz übrigens. Geht ans Herz. Ja, also für mich. Einer meiner Lieblingstexte war, es war Liebe auf den zweiten Blick, mit 27 Mal das erste bei der Nationalmannschaft. Heute bei Länderspielen fast nicht mehr wegzudenken. Der Tausendsasser ist Fanclub-Mitglied, Choreo-Helfer und Reiseführer zugleich. Ja. Und du lieber Himmel. Hier, der muss ja eigentlich auch noch nachträglich für die Region, für die hier werden so viel getan, Rubrik nominiert werden. Also. Und hier ganz tolle Choreografie auch der Nationalmannschaft. Also da haben wir auch vergessen, Choreo des Jahres zu wählen. Das ist eindeutig die vom DFB-Fanclub auch gewesen, wo keiner erkannt hat, was es sein soll. Dieses schwarze Etwas, oder was? Genau, diese Halbkreis da. Naja, ist ein ganz toller Fanclub, der passt. Löst euch mal davon. Sonst kommt ihr nicht mehr raus. Ja, stimmt. Nein, ja, ich glaube, wir haben noch die FIFA nominiert. Ja, die FIFA, Die FIFA habe ich auch nominiert für ihren Social Media. Genau, Marvin, das Bild meinte ich. Genau, das Bild mit dem Kollegen da. Ja, sorry. Ja. Okay. FIFA kommen, ja. Ja, für ihren Umgang, für ihre völlige Ignoranz jeglicher Themen, die Leute interessieren. Die hauen halt Tweets raus, die völlig am Leben vorbei sind. Und mag ich. Ich sehe es auch gerade. So, aber lass uns mal weiterkommen. Wir müssen ja jetzt hier weitermachen. Der Social Media Philipp. Warte, ich bin jetzt so schnell. Ich muss erst mal gucken hier. Wir sind um 3 Uhr noch hier.
Ja, ich, gut, ich will die nächste Kategorie. Die nächste Kategorie ist auch so toll. Happy Birthday to Mariana Speckmeier. So, ja. Gut. Guckst du bei FIFA kommen? Ja, ja, ich bin hier schon mittendrin. Soll ich es jetzt mal auflösen? Soll ich mal auflösen, ja, was Social Media Philipp geworden? Ja, bitte. Also, Social Media Philipp des Jahres 2017 ist mit großem Abstand unsere Herzensangelegenheit geworden. Der Fanclub Nationalmannschaft, jawohl, hat es geschafft. Applaus, richtig, liebe Leute. Richtig, Applaus. 71,5% Erdrutschsieg. Ja? Ja. Also da muss ich sagen, selbst zu DDR-Zeiten gab es selten so gute Ergebnisse. Ich glaube, der Fanclub Nationalmannschaft kann stolz auf sich sein. Ja, und das führt dazu, dass ich jetzt schon von der FIFA wieder zurück bin zu dem Account und mal hier weiterschaue, weil ich war erst im Oktober angekommen. Mhm. Das wird mich jetzt durch die Sendung begleiten. Ich werde euch wahrscheinlich noch mit einigen interessanten Dingen zu nerven, weil hier ist er, die Zaunfahne. Fanclub Frauen als Nationalmannschaft ist bei jedem Heimspiel der DFB-Frauen dabei, genau wie Lutz. Und da kommen immer diese Links und da geht ihr hier eine Seite auf. Oh, da ist er, der Lutz hier. Lieben. Lutz Reichenbach zeigt Flagge. Markanter Bart unter der Baske guckt das leicht zerzauste graue Haar hervor. Den Schal um den Hals gewickelt und die Fußballkutte sitzt wie angegossen über dem Deutschland-Trikot. Das ist Lutz Reichenbach. Mitglied im Fanclub Nationalmannschaft powered by Coca-Cola. Ich bin 100% Fan, erklärt er. Sein Outfit möchte er genau das ausdrücken. Zivil ins Stadion zu gehen, kommt bei ihm nicht in die Tüte. Super. Einige tolle Leute. Das wird nächstes Jahr auch eine Kategorie Fan des Jahres. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben sowas Ähnliches, aber das werden wir fürs nächste Jahr noch einführen. Dieses Jahr noch dabei der Andreas Möller des Jahres. Ich glaube, selbst selten hat eine Kategorie mehr für sich selbst gesprochen als diese fünf, beziehungsweise waren vier, diese vier Wörter, Andreas Möller des Jahres. Wen haben wir denn da nominiert? Unter anderem dabei Mitchell Weiser. Ja, Mitchell Weiser, das ist, glaube ich, gar nicht diese Saison gewesen, sondern Ende der letzten Rückrunde. Erinnert ihr euch noch, als er irgendwie am Bein getroffen wurde, aber sich dann ans Gesicht gehalten hatte? Dafür habe ich ihn nominiert, für diese Szene. Als er da wie, als wenn er, oh wie, da gab es ja dann auch einige lustige Bilder, als wenn er gesnipert worden wäre. Ja. Deswegen habe ich ihn nominiert. Warum ich Pablo de Blasis nominiert habe, brauche ich zumindest dem Axel nicht erklären, glaube ich. Die Drecksau. Ja, aber auch da hat ja Johannes der Clown seine Finger im Spiel wieder gehabt, auch in dieser Kategorie, weil er so, hier, Stich in den Bauch und dann, Pablo de Blasis, ja, auf jeden Fall für seine Schwalbe. Ich finde, die Nominierung sollte eigentlich sogar doppelt sein. Einmal für die Schwalbe selbst und einmal für die Blödsinnsaussage danach. Ja. Er hat auch Glück gehabt, dass er durch zwei Instanzen, Kontrollinstanzen durchgekommen ist. Einmal der Schiedsrichter vor Ort und einmal der Videoschiedsrichter. Das ist unglaublich. Also er ist schon sehr geschickt scheinbar. Thomas Müller habe ich jetzt nicht wegen der speziellen Szene wieder nominiert. Thomas Müller ist so ein bisschen der Verlierer des Abends, habe ich das Gefühl. Er ist oft nominiert, wird keinen Preis mit nach Hause nehmen, kann kein schelmisches Grinsen aufsetzen. Aber er fällt mir immer wieder mal auf, gerade wenn die Eintracht gegen spielt, dass er immer sehr, sehr schnell fällt und lamentiert und rumschreit. Und aber er selber. Halt selbst vor allen Dingen. Ne? Genau, und dann, wenn aber jemand anders mal auf dem Boden liegt, er der Erste ist, der zu ihm geht und ihm quasi auf dem Boden anschreit. Ja. Dass er bitte aufstehen soll und ja, sehr, sehr unsympathisch. Aber mein Favorit, und ich weiß nicht, ob es überhaupt möglich ist, dass er nicht gewinnt, weil er auch die Kurzfristigkeit auf seiner Seite hat. Ja. Heiko Herrlich. Da Axel und ich haben uns in unserer Saisonvor schon ein bisschen angeteasert, dass der nicht alle Latten am Zaun hat, bestätigt was. Wir haben es genauso ausgedrückt. Genau, stimmt, Marvin, wir hatten auch schon drüber gesprochen, bevor wir gegen Leverkusen gespielt haben, dass wir gesagt haben, der Trainer ist so ein bisschen entrückt. Das hat sich hier gezeigt, finde ich. Das war eine meiner Lieblingsszenen diese Saison, ehrlich gesagt. Wie er da gefallen ist, wie er danach noch schaut. Digga, bleib lieber liegen. Ja, wirklich. Also, Heiko Herrlich vom Winde verweht, muss man sagen. Ja. Also echt jemand, der... Ja, eigentlich so ein Meier gemacht hat, muss man sagen. Ja, also absolut peinliche. Absolut peinlich. Also das war wirklich ein Norbert Meier in Reinkultur. Ja. Auch danach also, diese unbeholfene, also er hat es ja probiert, aber so ein bisschen unbeholfen hat er probiert, so ein bisschen Personality wieder reinzubringen. Mein Sohn hat gesagt, es war voll peinlich. Ja, Digga, war es auch. Da raus der Nummer kommt so auch nicht, egal mit was für Aussagen nicht raus, weil was war das denn?
Das war ja nicht mal im Affekt, also das war ja nicht mal so, wo du denkst, okay, das ist irgendwie in der Hitze des Gefechts passiert, ja, dass er irgendwie eine Diskussion mit einem Spieler hatte oder so, oder sich angebrüllt hat oder irgendwie auf 180 war, sondern der war ganz ruhig. Der ist ja auch ganz ruhig wieder aufgestanden und hat den, der hatte ja den Spieler auch noch so vorwurfsvoll angeschaut, ja, was ist los mit dir, was machst du? Wo ich mir denke, der Spieler guckt ihn an, Digga, was mit dir, bist du ganz sauber. Ich hätte aber auch, also, ich könnte auch keinen Respekt vor diesem Trainer mehr haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Wie soll ich denn Respekt vor so einem Trainer haben, der bei Windbewegungen. Der sich dahin kugelt, wie so nach. Ja, also meine Güte, ey. Also Vorteil hin oder her, das ist doch einfach extrem erbärmlich. Naja, ja, wollen wir mal gucken, gut, wer gewonnen hat? Ja, bitte. Bitte. Und zwar mit 50,6%, also die absolute Mehrheit, hat erreicht, wer sonst? Heiko Herrlich. Ja, zu Recht, danke. Der kann leider heute nicht hier sein. Der kann leider heute nicht hier sein, er ist im Krankenhaus. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hatte wirklich auf Pablo de Blasis gehofft. Ja, das ist aber, glaube ich, zu regional. Echt? Ja, was? Zu regional? Es war die asozialste Schwalbe des Jahres. Es war die asozialste Schwalbe. Und war die asozialste, aber leider nicht die, also leider nicht die. Es war nicht die spektakulärste, aber es war die asozialste. Ja, aber sagen wir mal auch realistisch, Pablo de Blasis ist halt von einem Verein, den niemand juckt. Ne? Also ist jetzt nicht böse gemeint, aber es ist jetzt halt eher so ein Randgruppen. Gut, Marvin, das ist aber kein Argument, weil Heiko Herrlich ist Trainer in Leverkusen. Ja. Okay, gut, aber du, wie du es ja gerade gesagt hast, Heiko Herrlich hat wenigstens das Argument, also der jungen Vergangenheit jetzt für sich, ne? Weil wäre de Blasis gestern gewesen, hätte es vielleicht auch funktioniert, ne? Und er ist ja immerhin Zweiter geworden, Pablo de Blasis, aber wie gesagt, nur mit 21,2%, da stinkt er schon ganz schön ab gegen die 50,6. Naja, aber trotzdem, Der Blasis kann auf jeden Fall im nächsten Jahr nochmal seinen neuen Anlauf nehmen. Ja, ich denke auch. Vielleicht mal gegen einen anderen Gegner. Ne? Wenn er es gegen die Eintracht dann macht, dann gewinnt er auch. Ziemlich wahrscheinlich gegen einen anderen Gegner, weil wir nächstes Jahr nicht mehr gegen Mainz spielen. Naja, du weißt ja nicht, was mit Mainz passiert. Achso, ja, aber das kann natürlich. Oh, das möchte ich aber nicht. Oh, da habe ich aber keinen Bock drauf. Ja, Axel, nimm Augsburg und Mainz mit. Viel Spaß. Naja, habe ich dir ja gesagt, wer mit runtergeht. Ich weiß ja. Kein Bock dann nichts, ja, in der Bundesliga. Dann guckst du dir auf die aus, oh, geil, wo kann man hinfahren? Also, naja, gut, Grüße. Wollen wir zur nächsten Kategorie kommen? Wollen wir nicht? Bitte, einmal, ich hoffe, dass da ein Soundschnipsel existiert bei der nächsten Kategorie. Ja. Was wolltest du sagen, Axel? Ich wollte fragen, wann wir die ernsthafte Award-Kategorie unserer Top 11 einbauen. Wollen wir das jetzt machen? Lass uns das jetzt mal machen. Weil dann haben wir den Rest nämlich vor uns dann. Genau, lass uns das jetzt machen. Danach kommen nämlich weitere Leckerbissen. So, jetzt bleiben wir mal wirklich komplett ernst. Die Top 11 des Jahres. Fangen wir ganz hinten an im Tor. Wen habt ihr? Erstmal System. Also ich spiele mit einem 4-4-2. Mhm. Warte mal. Ja, ich ebenfalls. Und ich habe im Tor, also ich hab so ein bisschen variiert, also es ist alles ernst gemeint, aber ja, ich habe ein bisschen variiert, nicht unbedingt immer der krass Beste auf der Position, sondern vielleicht auch mal der wichtigste Spieler für eine Mannschaft. Also so MVP-mäßig. Aber wir machen das aber schon so, dass wir uns probieren zu einigen auf eine Elf, oder? Können wir machen, So habe ich das verstanden, dass wir sagen, das ist quasi die Elf. Aber wir können ja jede Position einzeln durchgehen, oder nicht? Ja, manchmal, genau, deswegen. Mhm. Weil ich habe mir noch gar keinen aufgeschrieben. Ich habe im Tor, wird euch freuen, Lukas Radetzky. Den habe ich auch. Mhm. Ja, ich habe Bernd Leno ehrlich gesagt genommen. Also Radetzky finde ich auch super. Bernd Leno, muss ich aber sagen, hat sich gut weiterentwickelt. Also ich finde, ist ein absolut stabiler Torhüter, noch ein bisschen besser geworden. Deswegen habe ich ihn nominiert. Aber steht 2-1, da beuge ich mich natürlich und sage, Radetzky kann man mitnehmen. Ja, also ich nett von Marvin. War auch noch nicht mal, ist auch der einzige Frankfurter, den ich in der Mannschaft habe. Axel, vielen Dank für heute Abend. Ich finde, der bringt ganz hervorragende Leistungen und hat der Eintracht schon den einen oder anderen Punkt geholt. Auf jeden Fall. Ja, wenn er das mit den Abstößen nochmal besser kann, dann wird es sogar besser. Ja. Ist halt in 1-zu-1-Situation ist er ein Killer, obwohl man es gar nicht meint, weil er so dünn ist, aber er ist einfach und auf der Linie doch auch, oder nicht? Ja, ich meine, die Reflexe, die hat, der ist teilweise wirklich, er hat Paraden drin. Weil das sind Paraden, die man sich vom Torwart wünscht, die quasi das Momentum eines Spiels auch verändern, in dem Sinne, dass es eben nicht dieses hundertprozentige Tor fällt. Also
der vereitelt oft hundertprozentige Chancen. Und das ist da schon so ein Gamechanger oft, dass du dann eben nicht in Rückstand liegst, sondern dann es immer noch 0-0 ja. steht und du Zeit hast aufzuwachen. Das hat er uns in dieser Saison schon oft gemacht bei der anderen Schwäche. Deswegen ist das bei mir fast nicht mal Eintracht-Brillen gefärbt, sondern den sehe ich tatsächlich auch mit unter den besten Torhütern. Und bei mir halt erst recht nicht. Ja, eben. Auf Rechtsverteidigerposition habe ich Joshua Kimmich stehen. Ja, ebenfalls. Ja, würde ich mitgehen. Mhm. Fällt mir gerade auf rechts niemand ein. Nee, finde ich auch super. Also wir haben, vielleicht sollten wir das den Hörern sagen, es geht um Bundesligaspieler, ne? Genau. Also es geht jetzt nicht um eine Weltauswahl oder irgendwas, sondern um Bundesligaspieler. Innenverteidiger habe ich Naldo und Niklas Süle. Mhm. Ich habe Naldo und Ginter. Mhm. Ginter? Mhm. Ich find, ja, Ginter Naldo will ich nicht drin. Naldo will ich bitte, ich will einfach nur einen Wettmann, ich würde Naldo nicht gerne drin haben. Elaboriere. Nee, ich will über den gar nicht reden. Wenn ich diese Krise fresse, dann kann ich gerade reintreten. Wieder dann jubeln. Nee. Naldo, tut mir leid, ich werde hier meine 33%ige Sperrminorität nutzen. Müsst ihr euch jemand anders aussuchen. Ja, dann red doch Wen mal. Ich hier ein bisschen unterschätzt finde in der Bund, ist Diallo von Mainz, ehrlich gesagt. Den hat der David uns mal so ein bisschen näher gebracht. Den fand ich, dass der einigermaßen gut gespielt hat. Und wen ich immer eigentlich, wen ich geil finde, und der hat dieses Jahr diesen Schritt, den ich mir von ihm erhofft habe, gemacht, ist eigentlich Jonathan Tah, ehrlich gesagt. Ja, Tah ist echt schon gut. Den habe ich auch als Backup. Mhm. Ja, damit könnt ihr, lass doch mal Tah nehmen, weil Tah ist ein Spieler. Okay, mit Tah kann ich, also Tah für Naldo kann ich auch, okay, lebe ich mit. Und der zweite Innenverteidiger? Wen hast du noch? Also ich habe noch Niklas Süle. Mhm, ich habe Ginter. Ich würde Diallo nehmen, aber mir ist es eigentlich wurscht. Bei Ginter würde ich gerne wissen, warum. Auch Basti. Ja, bei Ginter würde ich nachfragen wollen. Bei Ginter würde ich die Marvin nachfragen wollen, wie er dazu kommt. Ja, Ginter, weil ich finde, dass er zum ersten Mal seit vielen Jahren es geschafft hat, sich mal wieder, also die Qualität auch einfach mal wieder auf den Platz zu bringen, so dauerhaft. Weil bei Dortmund, das hat es überhaupt nicht so geklappt. Ich finde, er hat sich super in dieses Konzept bei Gladbach reingefangen und ich finde, er ist jetzt wirklich zu einer stabilen Nummer geworden. Und deswegen freut mich das für ihn, dass er so ein bisschen so, das soll so ein schöner Push sein, so nach dem Motto, wenn er dann unseren schnucklichen Podcast dann hört und denkt, ach guck mal, selbst die Jungs vom Eintracht-Podcast, selbst die Jungs von 93 finden es total geil, dass ich endlich mal wieder ein stabiler Spieler geworden bin und dann bin ich noch motivierter für die nächste Saison. Aber wer bei mir auf jeden Fall im Blickfeld ist, ich wollte ihn aber nach Radetzky nicht auch noch bringen, weil aber Abraham ist eigentlich auch jemand, den man gut. zumindest im Auge haben könnte für diese Kategorie. Ja, für, also, hätte ich jetzt nicht auf dem Schirm gehabt. Mhm. Ist natürlich, also ist ehrlich gesagt immer so eine sichere Sache, ne? Wenn du mit Abraham eigentlich am Start bist, kannst du eigentlich wenig falsch machen. Gut, wir müssen uns entscheiden, liebe Leute. Also, wen nehmen wir? Dann nehmen wir doch Süle, der ist wenigstens aus Frankfurt. Ja, dann nehmen wir Süle. Bin ich dabei. Okay, cool. Ich finde halt, Süle macht einfach einen mega souveränen Eindruck, wenn er spielt. Ja. Und für das Alter halt auch. Eben, ne? Genau. Also ich finde, und dass wirklich keiner große Erwartungen in ihn hatte. Also ich finde trotzdem dieser Schritt, Leute, aber dieser Schritt, ich meine, das sind schon andere gegangen und sind gescheitert dann, ne? Und für mich macht sich das nicht den Eindruck, dass er scheitert. Nee, auf gar keinen Fall. Sag ich ja. Sein Spiel einfach durchziehen. Mhm. Ja. Okay, cool. Jetzt kommen wir auf eine Position, da habe ich große Probleme, ehrlich gesagt, weil da sind zwei, zwischen denen kann ich mich nicht entscheiden. Linksverteidiger. Ja, ich hab Wendell und Philipp Max. Ich habe Philipp Max. Ich habe auch Philipp Max. Dann nehmen wir doch Philipp Max. Weil ich bin großer Wendell-Fan trotzdem. Ich will das nur nochmal hier sagen. Ja, finde ich auch gut. Bei Real Madrid spielen. Grüße. Ich finde ihn auch gut, muss aber sagen, dass Philipp Max war echt so ein Spieler, den ich gar nicht so richtig auf der Liste hatte vor der Saison. Und er hat sich so gut entwickelt. Also ich bin, meine Güte, da macht Martin Max lange vergessen. Oh. Ja. Sorry. Ja. Gehen wir weiter zur nächsten Kategorie. Ich kann spoilern, dass es nicht der einzige Max auf meiner Liste ist. Okay. Mittelfeld. Das ist jetzt Max Meyer noch mehr. Genau, ich habe Max Meyer drin. Ich gehe mal mein Mittelfeld durch. Wie machen wir denn die Position überhaupt? Also ist es eine Raute oder was?
oder ist es egal? Ja, ich habe jetzt 4 Mittelfeldspieler. Okay, ja, aber ist egal wo. Okay. Ja. Mhm. Also ich habe Max Meyer, Lars Bender, Leon Bailey und Waldemar Anton. Okay, also ich habe auch Bailey, aber ansonsten Harit, Götze und Vidal. Also Bailey habe ich natürlich auch, weil das ist schon eine sehr positive Erscheinung. Ja, ich hätte normalerweise Marcel Sabitzer noch drauf, aber das habe ich dann weggelassen. Der hat doch spielfrei. Ja, ja, sag ich ja, deswegen. Ja, bei Harit, der hat leidet auch darunter, was gegen uns da passiert ist, so ein bisschen. Mhm. Ich würde Pulisic gerne noch nominieren auch. Ja, Pulisic macht halt unfassbar viel Spaß zuzugucken, aber der ist mir zu inkonstant und er spielt auch nicht oft genug. Finde ich gar nicht. Da hat er schon öfters jetzt. Also ich finde, diese Saison hat er eigentlich regelmäßiger gespielt, finde ich. Egal. Auf jeden Fall. Pulisic, ich habe mich tatsächlich mal ein bisschen damit beschäftigt. Mit Fußball auseinandergesetzt. hat 16 Pflichtspiele gehabt. Und Dortmund hatte irgendwie 26 oder 27 Pflichtspiele. Aber er macht halt einfach unfassbar viel Spaß zum Zugucken. Ich finde, als Mittelfeldspieler brauchst du auch eine gewisse Leaderqualität und die sehe ich bei ihm noch nicht. Nee, er ist halt ein Riesentalent. Ja, er ist halt einfach ein junges Talent, genau. Und der einfach krass viel Spaß macht. Ich schließe jetzt meine ab, bevor ich es alles vergesse. Also wir Bailey haben wir alle gehabt. Ja, sicher. Pulisic auf jeden Fall. Dann würde ich nämlich die nächsten beiden bei den letzten, also wir spielen mit 4 Mittelfeldspielern spielen, wie ich habe es hier auch so aufgeschrieben, dann würde ich noch Brandt und Zakaria nominieren. Okay. Mhm. Also auf Brandt könnte ich mich noch einigen. Mhm. Weil ich den auch, ja, den finde ich halt als Fußballer super geil. Und wie gesagt, meine Überraschungsnominierung war halt Waldemar Anton, weil der halt genau diesen MVP-Status bei Hannover einnimmt, meines Erachtens. Der hat irgendwie 80% Passquote, der läuft wie bescheuert, der hat eine sehr positive Zweikampfquote, ich weiß nicht mehr wie viel, irgendwas mit hohen 60% Zweikampfquote. Spielt immer konstant. Ich finde, das ist halt echt so ein Garant dafür, dass Hannover stabil im Tabellenmittelfeld spielt und bisher noch nicht in die richtig fiesen Matenten reingekommen ist. Mhm. Und dann ist der ja auch noch echt jung, ne? Ja. Ich nehme den, finde ich super. Dann also lass uns doch den Anton nehmen. Also ich finde, du hast mich überzeugt. Ich habe die Hannover-Spiele, ich gesehen habe, das überzeugt mich nicht. Ich weiß gar nicht, wie die zu vielen Punkten kamen. Ehrlich gesagt, ich finde Zakaria noch mal ein bisschen, ich finde ihn einfach den viel, viel stärkeren Spieler. Ist er wahrscheinlich auch. Das habe ich ja gesagt. Das ist halt nicht, dass ich nicht nur nach Stärke aufgestellt habe. Aber ich meine, wie gesagt, wenn ihr 2-1, also wir haben uns auf Bailey geeinigt. Wer war jetzt noch dabei? Anton? Brandt? Genau. Okay. Also ich hätte halt noch gesagt. Fehlt nur einer. Ja, ich hätte halt genau Götze gesagt, wenn ich ehrlich bin. Max Meyer will keiner von euch? Ach, ich finde ihn schon gut. Also der ist, aber also bei mir, ich, also Argument pro Götze ist, dass er endlich wieder zu einer Konstanz gefunden hat. Also ist für mich so Comeback-Kids jetzt, genauso wie ich da vorher auch Ginter genannt habe, bei ihm jetzt genauso. Aber Götze hat natürlich auch nur die Hälfte der Spiele gemacht, ne? Ja. Ja, aber das würde ich bei Götze auch so sehen. Bei Götze, der hat mir zu wenig gespielt, als dass ich irgendwie. Da würde ich lieber Pulisic nehmen. Ja, komm, dann nehmen wir Pulisic. Macht uns macht uns allen Spaß, können wir nehmen. Ja, auf jeden Fall. Also, fassen wir zusammen. Mhm. Bailey, Pulisic, Brandt und Anton. Jawohl. Ja, super. Dann wenigstens ein Arbeiter noch drin. Grüße. Gut. Mhm. Und jetzt bin ich gespannt auf eure Stürmer, die ihr da habt, weil ich habe wieder MVPs genommen und nicht die Stars. Nimm jetzt wieder, also für mich, unabhängig von Eintracht, die erste Nominierung ist für mich Marc Uth.
Habe ich auch. Dann würde ich Ante Rebic und noch nehmen. Habe ich nicht. Beim dritten tue ich mich ein bisschen schwer. Aber wir haben doch nur zwei. Da hätte ich aber fast... Ja, wollte gerade sagen. Was? Ach nee, wir spielen nur 4-4-2 oder was? Ja, ja, genau. Ach so, stimmt. Ja, ja, gut. Dann nehme ich Uth und Rebic. Ich habe Alea kratzt auch so ein bisschen dran, aber er hat so ein bisschen nachgelassen. Deswegen ist Rebic an ihm vorbeigezogen. Also ich habe genommen Finn Bogason und Lewandowski. Ich habe Finn Bogason und Uth. Ja, dann nehmen wir doch Finn Bogason und Uth. Ja, das ist ja. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass ihr Finn Bogason damit reinnimmt. Was der Typ für Augsburg macht, ist unfassbar. Ja, auf jeden Fall. Ich finde Augsburg. Ist absolut Killer, der Typ. Ja, wir reden von Augsburg. Das ist unglaublich. Ja. Ich muss ja auch zugeben, ich habe mich ja damals extrem geärgert, dass der dahin gewechselt ist und nicht irgendwie zu uns, weil ich habe den schon länger im Blick gehabt. Den glaube ich auch mal. Ich finde den so geil, weil durch meine latente Sympathie zu Island habe ich den sowieso schon mal länger im Blick gehabt. Den habe ich den damals mal gesehen, als er für Heerenveen mal gespielt hat. Hm. Wie gesagt, ich finde den echt ein geiler Typ und ich hätte ihn gern bei der Eintracht gesehen, aber der zeigt halt jetzt auch in Augsburg, dass er halt wirklich immens wichtiger Spieler sein kann. Und ich meine, mit 11 Toren in 16 Spielen ist er auch nicht so verkehrt. Nee, ne? Super. Was mir aufgefallen ist, wenn ich das noch kurz anmerken darf, bei der Auswahl der Top 11, als ich mir mal so ein paar Gedanken gemacht habe, wer könnte denn da drin stehen, wie medioker die Bundesliga an sich ist, so von den Spielern her. Ja. Ne, wenn du dann siehst, okay, zum Beispiel so ein Leon Bailey ist halt, ja, ist Konsens bei uns. Ne, Joshua Kimmich ist Konsens, Philipp Max ist Konsens und so weiter. Wie wenig wirklich herausragende Spieler in der Bundesliga sind. Ne? Ja, das heißt mir auch, deswegen habe ich mich auch zum Beispiel mit Max Meyer und diesem Hannover-Spieler da, den ich genommen habe, schwer getan. Waldemar Anton. Weil für mich trotzdem keine Mannschaften sind, die geil spielen. Ich finde, das Niveau in der Bundesliga ist schon schwierig, finde ich. Du hast wirklich keine krassen, keine Ahnung, dass du sagst, wir haben irgendwie 10 Stars oder so. Genau. Als du diese Zeit von Robben, Ribéry und dann war hier und da. So ein richtiges Brett ist nicht dabei. Lewandowski, an den haben wir uns wahrscheinlich schon gewöhnt. Aber Lewandowski ist auch eigentlich ein relativ farbloser Charakter. Weil der neben dem Platz halt, ja, nicht für irgendwie groß Aufregung sorgt. Jetzt hat er sich die Haare weiß gefärbt. Herrgott. Ja, das war das, um mal einen Akzent zu setzen. Ja, genau. Aber, es ist tatsächlich so. Also aber, es gibt wirklich auch keine Kraft. Wenn du dann einfach das mal irgendwie vergleichst mit der Premier League von mir aus, ne, wie krass die Bundesliga da abstinkt. Wir haben keinen Kevin De Bruyne in der Bundesliga. Nee. Stimmt. Ne, wo du sagst, so, Alter. Das ist aber auch so. Du hast auch dieses was Torjäger. Für Spieler. Du hast dieses Torjäger-Ding ist ja auch so eine da. Du hast dann da trotzdem, ich meine, das sind gute Leistungen, aber du hast Finn Bogason, Uth und Nils Petersen und also das ist Burgstaller, das ist wirklich jetzt nicht, glaube ich nicht, wenn jetzt irgendeiner, der nicht die Bundesliga extrem verfolgt, der sich dann die Torschützenliste anguckt und sagt, ach guck, der Guido Burgstaller, der trifft. Ja. Das ist so, wenn du in anderen Ländern die Listen durchgehst, dann sind da schon ein paar Kracher dabei, dann hast du einen Dybala und dann hast du den. Ja, bei uns ist Guido Burgstaller in den Top 5, 6, das ist schon, ja, Grüße. Ja, also es ist wirklich, also qualitativ muss man schon sagen, dass die Bundesliga auch allein von der Betrachtungsweise, wenn wir uns das angucken, wie die Spiele sind, du kannst dir doch als neutraler Zuschauer, kannst dir doch viele Bundesliga-Spiele kaum geben. Also ich meine, da sind auch extrem viele Eintracht-Spiele dabei, wenn wir das mal ehrlich sind. Das ist Kampf, das finden nur wir cool, weil wir halt eine Emotionalität da haben, weil wir vielleicht auch dabei sind, dann siehst du die Spiele sowieso nochmal anders. Aber es gab auch in dieser Hinserie schon extrem viele Grottenkicks, die vielleicht auch zu unseren Gunsten ausgegangen sind, aber wo der spielerische Wert nicht mehr da war und es hier alles nur um diese Punkte Absahnerei geht, was ich auch nachvollziehen kann, weil es geht halt um immens viel Geld. Aber der spielerische Aspekt, der Entertainment-Aspekt, der geht halt beim Spiel selbst aktuell extrem flöten. Ja, finde ich auch. Ja. Grüße Schade. An die DFL. Ja, ich glaube, die DFL hat... Also wir haben damit ein kleineres Problem als die DFL.
Ne, weil ich glaub's, uns ehrlich gesagt, uns, aber das sage ich ja auch schon. Uns ist es ja letztlich egal, ob das jetzt ein Megastar ist oder nicht, solange der für uns, ja, für unsere Teams gut spielt und für unsere Teams gut Punkte macht, dann ist mir das scheißegal, ob wir deswegen in China mehr Trikots verkaufen oder nicht. Mhm. Ne? So, aber die DFL, die sich aufstellt als globale Marke, die hat halt ein Problem, wenn da keine Protagonisten drin sind, die die Leute interessieren. Mhm. Und wenn irgendwo in Südostasien halt die Leute die Wahl haben, sich von mir aus Liverpool oder Manchester City anzugucken oder Augsburg und Freiburg, dann gehen die Leute halt dahin, weil sie genau wissen, da sind halt die Stars. Ja. Das ist halt. Bundesliga hat halt auch ein paar verloren einfach und die wurden nicht ersetzt. Wenn ich mir überlege, selbst wenn er bei Hoffenheim gespielt hat, ein Firmino war schon eine Erscheinung, ehrlich gesagt. Du siehst ja auch, was er da jetzt anstellt. Ja, also das sind, ja, auf jeden Fall. Du hast einen Emre Can auch verloren. Der ist auch nicht mehr da. Kevin De Bruyne hat auch schon gesagt, ja. De Bruyne ist nicht mehr da, Toni Kroos ist nicht mehr da. Das sind schon viele Spieler, die sind halt nicht ersetzt worden. In dem Apropos Sinne. Kevin De Bruyne, was haltet ihr eigentlich von dem Gomez-Move? Wow, ist echt schwierig. Eigentlich, wow, das ist echt schwierig. Ich hätte nie gedacht, dass das jetzt so kommt. Ich habe eigentlich gedacht, dass er sich irgendwie einigermaßen wohl in Wolfsburg fühlt. Also für mich kam das aus dem heiteren Himmel und ich finde es echt ein bisschen merkwürdig. Ich finde es auch merkwürdig, weil Gomez ja immer so getan hat, als wäre er da irgendwie, will er da irgendwie Verantwortung übernehmen. Er war Kapitän. Übernehmen. Ich meine, er war Kapitän. Und da war die Identifikation, wie er sie mir beibringen wollte, ja doch nicht so groß. Und ich bin da immer bei Wolfsburg ja 30 mal skeptisch, ob das wirklich stimmt, was sie da alles erzählen, und scheinbar stimmt es ja wirklich nicht. Also, dass er da einfach dann wieder abgehauen ist, spricht natürlich für ihn, weil er wollte ja auch nicht sein, er hat ja auch in der ersten PK, glaube ich, gesagt, er hat gesagt, ja gut, Leute, Champions League Vereine, die haben keinen, keinen Stürmer gesucht und da muss ich halt nach Wolfsburg gehen, so eine Art. Hat dann aber da so getan, als wäre eine Integrationsfigur und hat, glaube ich, auch so ein bisschen so die Liebe der Fans auf sich gezogen. Mhm. Haben wir auch also er hat Zeit durchstanden. Mhm. Ja, eben. Und dann hat man so gedacht, der identifiziert sich damit und dann ist er weg. Ich kann ihn verstehen, dass er das nicht tut. Bei mir ist es schwierig, weil ich sehe ihn sehr, sehr skeptisch als Stürmer-Typ. Ich mag ihn nicht. Ich würde ihn nicht aufstellen, wenn ich irgendwie, also er verkörpert für mich wie so einen älteren Stürmer, der wichst halt die Dinger rein. Aber er ist für mich keiner, ja, ich würde ihn jetzt, er ist für mich kein Vergleich zu Miro Klose zum Beispiel gewesen oder so als Nationalstürmer. Er profitiert meiner Meinung nach so ein bisschen davon, dass halt echt ein Vakuum entstanden ist, nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in der Nationalmannschaft, was da vorne betrifft. Wenn ich überlege, dass Timo Werner, Sandro Wagner und Mario Gomez unsere ersten Stürmer sind, das hört sich jetzt nicht gut an. Wagner ist vielleicht, der hat es vielleicht sogar so ein bisschen geschafft, aber das ist jetzt auch keine Übergranate. Nee. Gomez auch nicht. Und Timo Werner ist mir ehrlich gesagt für einen Mittelstürmer zu klein. So, und dann, ja, viel Spaß. Aber mich interessiert es halt nicht, aber. Aber was sagt uns das denn auch? Dass ich vielleicht in der Ausbildung ein bisschen vergessen wurde. Genau, genau. Einen Stürmer auszubilden, der irgendwie so der Typ Suarez, Typ Lewandowski, Typ. Es gibt ja viele geile Stürmer. Aguero, keine Ahnung. Aber guck dir doch an, jetzt ist auch Ibisevic wieder voll da und ist eigentlich der Held vom Erdbeerfeld. Ganz ehrlich. Der ja, sag ich, aber was heißt das für die Bundesliga? Das nichts Gutes heißt es für die Bundesliga. Ja, eben. Vielleicht kommt jetzt bald Lakic nochmal zurück und schießt. Ja, vielleicht kann Herr Freddy Bobic wieder aufstellen. Also, ja, keine Ahnung. Ein alter Stürmer. Vielleicht musste Axel noch ein Max nominieren, Martin. Das ist, oder Kurvar kommt nicht zurück, ja. Also ich weiß nicht. Ist schwierig. Ich finde, das ist keine positive Entwicklung. Ich muss ja sagen, ich mag ihn als Stürmer, finde ich ihn akzeptabel, aber irgendwie finde ich, keine Ahnung, ich glaube, er hat was Positives in sich, so als Mensch. Deswegen finde ich den grundsätzlich gar nicht so unsympathisch, aber irgendwie diese ganzen Moves, ich denke, ihm ist es ganz cool, zu Stuttgart zu gehen. Er wird wahrscheinlich auch viel Spielzeit bekommen. Ja. Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr überraschend. Ja, hat natürlich aber auch nicht mehr die steilste Karriere dann gemacht, wenn man es vergleicht. Wo war der Beşiktaş, Wolfsburg, Stuttgart? Ja, nee, es ist nicht wirklich, also nach der Florenz-Scheiße, die überhaupt nicht gelaufen ist, ist es echt dann schon ein bisschen eingeknickt. Bayern weg, hat nicht so gut funktioniert. Aber gut, immerhin hat er da, wo er gespielt hat, dann regelmäßig getroffen. Für einen Stürmer ja auch durchaus wichtig. Ja. Gut. Ja. Dann haben wir ja auf jeden Fall die Sache abgehakt mit der Top 11. Und jetzt leiten wir zum nächsten Thema über. Und da habe ich gesehen, gibt's auch ein kleines Soundfile. Es geht um den grauen Niersbach. Nichts gesehen, nichts gehört.
Axel, haben wir da ein kleines Soundfile? Da haben wir ein kleines Soundfile. Was ist denn damals gewesen? Das ist eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Auch da bin ich überfragt. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Das war mir nicht bewusst. Das kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit auch nicht sagen. Ich wäre selber froh, wenn ich es für mich selber auch präziser wüsste. Ja, wir auch, Grüße, Wolfgang. Grüße an Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs, die diesen kleinen Clip angefertigt haben, den ich mir jetzt einfach mal erdreistet habe, hier mit in diese wunderbare Sendung zu nehmen. Ja, der graue Niersbach. Jeder weiß jetzt, was gemeint ist, denke ich. Und was sind denn die Nominierten? Ja, könnte mal jemand was sagen, dann sage ich was. Ich wollte jetzt nicht vorgreifen, weil ich keinen von denen da reingeschrieben habe, aber alle verstehen. Ah, okay, alles klar. Ja, also wir haben nominiert unter anderem Ronaldinho, der lieber mit dem Warlord spielt. Ja, Ronaldinho, ein in die Jahre kommender Fußballer, der sich aber jetzt nicht dafür zu schade ist, mit Kadimirov, einem, kann man schon sagen, Warlord aus, ich glaube, Usbekistan ist es. Ne? Nee, Tschetschenien. Tschetschenien, genau, Tschetschenien. Ist ja auch ein sehr islamistisch geprägter Mensch. Einmal ein paar Kugeln zu spielen. Wurde der nicht sogar gesucht? Ja, ja, also von wem? Ja, von Den Haag? Nee, glaube ich nicht. Nee, das ist auf keinen Fall. Nee, der ist ja unter Protektorat von Putin. Also Kadyrov und Putin sind ja immer noch ganz gute Bekannte. Ja, das Spiel war ja in Grosny zu Ehren von Wladimir Putin. Mhm. Und da hat Ronaldinho gesagt, ja, da komme ich gerne. Hier ist alles super. So schön. Die Menschen sind freundlich. Ja. Sind die wahrscheinlich zudem auch. Ja, also ich hör mal, zu uns bestimmt auch. Ich habe hier nichts gesehen. Das ist reine Demokratie. Und dass der halt jetzt mit einer MP die ganze Zeit lang nur und ein bisschen Islamist ist, aber naja, man darf auch nicht zu eng das Ganze sehen. Ne? Ja, genau. Was der alles getan hat. Also. Der hat so viel für sein Volk getan. Das gibt's für die Region. Das gibt's bestimmt dort auch so. Was der, ja, meine Güte, ist halt ein bisschen schroff, aber was der alles getan hat, das nicht vergessen werden. Läuft ja halt mit einer MP die ganze Zeit rum, aber naja, also man muss ja mal 5 gerade sein lassen, ja? Also es ist ja auch für unsere Sicherheit. Ja, ich meine, ja, natürlich, was er auch die ganze Zeit macht. Also Kadyrov ist ja jemand, der in massenweise auch, das ist ein Thema, was überhaupt gar nicht großartig hier publik oder nicht großartig besprochen wird, aber ist ja jemand, der aktiv Homosexuelle verfolgen lässt. Ne? Also wie viele Homosexuelle sind in den letzten Jahren schon gestorben oder umgebracht worden in Tschetschenien, auch auf sein Geheiß hin. Also ein absolut homophober Mensch. Aber gut, Ronaldinho, breites Grinsen kann man halt mal dahin fahren. Ist alles nicht so wild. Ne? Applaus. Ja, also, ja, auf jeden Fall. Ja. Nichts sehen, nichts hören, da passt Ronaldinho schon ganz gut rein. Ebenso, aber auch wie jemand, den ich nominiert habe persönlich, Mehmet Scholl, der irgendwann mal gesagt hat, dass ihm das jetzt doch ein bisschen nervt, dass er da lieber nichts zu sagen will und seitdem dann die ARD-Vereinbarung hat platzen lassen. Und zwar wollte er sich nicht äußern über Doping im Sport, beziehungsweise im Fußball. Ja, weiß man jetzt auch nicht so genau, was man damit machen soll. Nee. Ist aber auf jeden Fall, hat ein Geschmäckle, will ich meinen. Ja, finde ich auch. Ich habe die Begründung halt nicht verstanden. Ich auch nicht. Also er hat weil er gesagt hat, ich habe ausgerechnet jetzt keine Lust mehr darüber zu reden. Also ja. Ich mir denke, ja, so jetzt ist schlimm. Ich finde das ganz merkwürdig auch. Der Umgang mit Doping im Fußball, der ist auch ein ganz kurioser auch. Weil selbst jemanden, den ich sehr schätze, wie Jürgen Klopp, stellt sich da hin, ja Leute, Doping im Fußball, das bringt halt nichts. Natürlich bringt das was, wenn ich rennen kann wie ein Affe. Also was ist denn los? Ich weiß gar nicht, was es da zu diskutieren gibt. Wenn ich 90 Minuten rennen kann wie ein Duracell-Hase, dann bin ich mit Sicherheit im Vorteil gegenüber, wenn ich jetzt da spielen würde. Wir stehen so. Also, ich weiß ja gar nicht, was sie sich denken, ehrlich gesagt. Und ich glaube, das Thema ist echt sehr, sehr unterschätzt. Und ich glaube, da haben auch viele ihre Hand drauf, weil
weil da einfach sehr, 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 sehr große Interessen dahinter stecken, was finanziell betrifft. Ja, und Mehmet Scholl ist auch so ein bisschen merkwürdig, finde ich. Schwieriger. Mehmet Scholl ist wie der gefährliche Onkel, den du in der Familie hast, den eigentlich keiner mehr anruft, der aber auf Familienfeiern genau das ausnutzt und dann ausrastet, weil ihm sonst keiner mehr zuhört und dir dann irgendwelche Vorwürfe macht, von denen du noch nie gehört hast. Ja. Also der ist ja auch unnötigerweise auf Gomez losgegangen, auch wenn ich die Kern seiner Kritik damals verstanden habe, aber muss man. Das war das mit dem Wundliegen, ne? Ja, das muss man nicht machen, wenn man weiß, dass diese Länderspiele von XY Millionen geschaut werden. Ja. Würde ich mir von ihm erwarten, gerade von ihm, weil er ja auch jetzt kein Spieler war, der mir zum Beispiel aufgefallen ist durch besonders viel Laufarbeit, sondern er hat auch seine genialen Momente. Mhm. Ich weiß nicht ganz genau, eigentlich habe ich immer gedacht, und ich habe mal eine Doku über ihn gesehen, dieses Freigespielt, ich habe eigentlich immer gedacht, dass er ein ganz cooler Typ ist, weil er dann auch irgendwie so ein bisschen hat so ein paar Radiosendungen gemacht, wo er rüberkam, so von wegen, ist schon jemand, ist ja ein bisschen nachdenkt, aber eigentlich hat er sie, glaube ich, auch nicht alle, ehrlich gesagt. Ja, Axel, hast du da noch was wir zu Mehmet Scholl einspielen können? Kannst du mal gucken? Ja, dazu muss ich nur gerade den Bildschirm wechseln, lieber Marvin, Sekunde bitte. Kein Problem. Wir sind ja heute sehr. Aber die einzigen Nicht-Systemtrainer. Ja, Achim, was gerade passiert im Fußball, habe ich dir lange vorausgesagt. Die Tedescos, die Wolfs, die, man kann sie nennen, Hoffenheim. Sie sprießen aus dem Boden und der deutsche Fußball wird sein blaues Wunder erleben, weil das, was da oben ankommt in der Spitze, ist okay. Sie sind nicht wirklich an Menschen und an den Fußballern interessiert. Viel schlimmer ist, sie gehen jetzt in den Nachwuchs, diese ganzen Trainer, weil oben die Plätze begrenzt sind. Wir verlieren die Basis, das heißt, wir kommen gleich wieder zum Effenberg. Achtung, wir verlieren die Basis. Die Kinder müssen abspielen, sie dürfen sich nicht mehr im Dribbeln ausprobieren. Sie kriegen nicht die richtigen Hinweise, warum ein Pass nicht gelingt, warum ein Dribbling nicht gelingt, warum der Zweikampf verloren wurde. Stattdessen können sie 18 Systeme rückwärts laufen und furzen. Nebenbei wird noch die Straße, Ribéries, Robbens und so weiter, weil die unbequem sind, die werden aussortiert und ihr Zimmer wird aber Effe. Auch die Machtmenschen, die dann im Endeffekt am Ende den Unterschied machen können, die werden auch aussortiert. Oben kommt an eine weichgespülte Masse, die erfolgreich sein wird, aber niemals das Große gewinnen wird. Dankeschön. Vielen Dank. Bitte danke. Gute Heimreise. Ja. Jetzt Rechnung. Oha, oha. Wir haben es gehört. Wir waren live dabei. Absolut, absolut. Ja, also auch dann solche Sachen. Ich weiß nicht, wie man so eine Aussage tätigen kann nach der WM 2014, ehrlich gesagt. Ja, das ist halt genau das Ding. Also ich meine, da waren doch auch keine harten Hunde dabei, oder? Im Gegenteil, die wurden ja vorher extra aussortiert. Ja, also deswegen ist er trotzdem relativ ordentlich da durchgekommen, oder? Ja, aber also ich meine, er spricht schon interessante Punkte an, Axel. Ich wollte gerade sagen, also... Finde ich gar nicht, ehrlich. Doch, finde ich schon. Ich finde schon, dass er... was den Jugendbereich angeht, gar nicht so falsch liegt. Wenn du siehst, wie der Jugendbereich heute aufgestellt ist, wie die Kids mit in der U9-Mannschaft irgendwie gedrillt werden auf irgendein starres System, weil das vielleicht vom Verein vorgegeben ist oder was weiß ich, weil alle Jugendmannschaften das gleiche System spielen wollen, weil sich dann irgendwie Germania Dattenfeld vorkommt, als wären sie Barcelona und da ab der U8 das gleiche System gespielt wird. Ich weiß nicht, ob das so cool ist, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob ich den Spaß am Fußball, den ich immer noch habe, heute halt passiv und nicht mehr aktiv, so entwickelt hätte, wenn ich dreimal die Woche Lauftraining, Laktattest und Systemtraining gehabt hätte. Ich wollte halt Fußball spielen, ich wollte einen Ball haben und ich wollte Tore schießen. So, und da war mir als Kind in der F- oder E-Jugend war mir das System ziemlich egal. Und ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht ein Körnchen Wahrheit schon drin steckt. Finde ich überhaupt gar nicht, ehrlich gesagt. Ich finde, das ist völliger Schwachsinn von jemandem, der es in dem Bereich zumindest überhaupt gar nicht zu irgendwas gebracht hat. Das ist ja auch,
der ja auch, das ist ja Schwachsinn, was er sagt, von wegen, ja, das wird nie zu den großen Erfolgen reichen. Ich weiß jetzt nicht, ob Mario Götze. Nein, ich weiß jetzt nicht, ob, ich sag's ja nicht zu dir, ich sag's ja zu ihm eigentlich indirekt. Da Mario Götze ist Weltmeister geworden und Stefan Effenberg nicht. Ich weiß nicht, diese Person Stefan Effenberg wird mir ehrlich gesagt auch ein bisschen überhöht, ehrlich gesagt. Weil er ist vielleicht aufgefallen durch, was weiß ich, aber er ist für mich trotzdem kein Spieler, der jetzt irgendwie dafür steht, große Mannschaften zu großen Titeln zu führen in dem Sinne. Auch Nationalmannschaft sowieso nicht. Und was du sagst, finde ich, muss man differenzieren im Sinne von, wenn du kickst oder ich kicke und ich gehe hier zu SG Bornheim, Oberrat oder du bei dir im Ort oder keine Ahnung, da kannst du immer noch so kicken. Ich glaube trotzdem, dass wenn du aber früher, egal, wenn ich jetzt früher zur Eintracht gewechselt wäre, dann hätte ich auch nicht so viel Spaß wie bei meinem Verein gehabt. Weil das natürlich anders ausgelegt ist und das wird wahrscheinlich immer noch so sein. Es gibt trotzdem noch kleine Vereine, wo du auch ganz normal einfach kicken kannst. Ich weiß, ich glaube, was er damit meint, ist einfach, dass die Charaktere weichgespülter werden, weil die halt anders, aber ich glaube, das liegt einfach auch daran, dass das eine andere Generation ist. Ich glaube ja, dass trotzdem, sie eine ganz andere Medienkompetenz halt haben, ne? Ja, und dass sie auch allein einfach auch professioneller Technik aufwachsen, ja, genau, dass sie dass die eben nicht mehr sich vollsaufen im Trainingslager. Ich weiß aber nicht, ob das unbedingt schlecht ist. Und mir ist es, das ist genau das Ding, ja. Ich weiß ja nicht, ob der, das aber ist mir doch egal. Von 9- bis 11-jährigen Mann. Ja, aber du musst halt auch da unterscheiden, ob 9- bis 11-jähriger, wenn du mit 9 bis 11 schon zur Eintracht wechselst, dann wirst du mit Sicherheit eine andere Fußballsozialisation erleben. Ja, aber auch früher schon, als wenn du irgendwo in deinem Heimatverein spielst. Das musste man ja, aber das ist ja kein Phänomen, was jetzt durch die Tedescos und so in den Fußball kommt, sondern es ist schon immer so. Wenn ich früher gegen die Eintracht gespielt habe, mit meinem Verein hier, dann standen da draußen auch irgendwelche geistkranken Eltern, die ihre Kinder angeschrien haben wie verrückt. Also das hat ja nichts mit den Trainingsmethoden dort zu tun gehabt, sondern das hat einfach mit dem Leistungsdruck zu tun. Okay, du willst das Eiskunstlauf-Eltern, will ich sie mal nennen, die gibt's überall. Und ich finde trotzdem, was mir Mensch Scholl sagt, ist in dem Sinne Schwachsinn, weil er kritisiert ja eigentlich die Professionalisierung. Und die interessiert mich vielleicht emotional nicht, weil ich mich jetzt nicht unbedingt so ausrasten würde, wenn diese deutsche Nationalmannschaft, die irgendwie da schön daher spielt, da entwickle ich vielleicht keine dreckigen Emotionen für. Aber rein fußballerisch gesehen kann mir keiner erzählen, dass es ein System wie Barcelona, das schon seit Jahren hat, dass das schlecht ist, weil die spielen einfach einen geilen Fußball. Und Iniesta muss nicht so viel rumbrüllen wie Stefan Effenberg und ist trotzdem für mich der viel, 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 viel bessere Fußballer. Also ich weiß nicht. Das ist jetzt mein Take zu dieser Diskussion, die ich völlig überflüssig finde, ehrlich gesagt. Überflüssig ist sie auch. Da gebe ich dir vollkommen recht. Weil im Endeffekt steht es mir mit Scholl eigentlich gar nicht zu. Ja, und vor allen Dingen haben wir doch jetzt auch kein großartiges, wir haben es im Sturm vielleicht jetzt, aber was der Fußball im Nachwuchsbereich gemacht hat, das ist doch gut. Wir mussten das doch auch machen, weil eben nur diese Effenbergs und so da waren. Erinnere dich an die Europameisterschaft 2000. Richtig. Das war ja eben. Im Prinzip war das die Stunde Null des deutschen Fußballs. Ja, richtig. Ne? Ja. Und was kam danach nach? Das waren vielleicht keine Persönlichkeiten, an denen man sich reiben kann. Das kritisiere ich ja auch immer wieder. Und dann kommt sowas raus wie DFB. Aber es kam ein Plan. Es gab einen Plan nach 2000. Der hat funktioniert. Der hat funktioniert, muss man so sagen. Ja. Letztlich ist einer meiner Helden, ist ein Kind dieser Generation, Lukas Podolski. Ja, genau. Den würde ich fast sogar davor noch zählen, ehrlich gesagt. Der ist eigentlich durch diese Generation, die dann kam, eigentlich verdrängt worden. Nee. Ja, aber Lukas Podolski ist genau einer, der durch diese Nachwuchsförderung nach der EM den Sprung in die erste Mannschaft geschafft hat. Genau. Ist ja dann noch 2004 in Köln erstes Spiel, 2006 bei der Weltmeisterschaft dabei gewesen. Ne? Also das war schon ein Plan. Die Generation, die danach kam, war für mich trotzdem noch besser. Die ist noch mal was ganz anderes. Für mich ist stilbildend eigentlich diese U21-Mannschaft, wo Neuer, genau. Kedira und so Kedira drin. Das und ist, so, ne? Das ist die Mannschaft, Boateng. Das ist die Mannschaft, die eigentlich das Gerüst gebildet hat für die Mannschaft, die teilweise jetzt immer noch da ist. Das ist die Truppe. Gebe ich vollkommen recht, ja. Und das ist das. Und das ist ja aber eigentlich, ich finde nicht, dass man das kritisieren kann. Also ich finde nicht, das sind für mich zwei verschiedene Paar Schuhe, dass mich die Mannschaft nicht mehr so interessiert. Das hat nichts damit zu tun, dass ich sage, da kommen keine guten Nachwuchsspieler an, sondern da kommen Bretterspieler teilweise an und die sind mit Sicherheit besser ausgebildet als in Jörg Heinrich. Oder die sind auch mit Sicherheit ist ein Spieler, keine Ahnung, Olaf Janssen.
Ja, oder ich meine, ich weiß nicht, diese Überhöhung von Spielertypen wie Effenberg und so, die geht mir halt richtig auf den Sack, weil ich habe lieber gute Kicker, die dann auch nicht da rumbrüllen irgendwie, sondern die sollen im Endeffekt kicken. Und für mich, ich habe es genannt, für mich ist es ein gutes Beispiel, Xavi und Iniesta, die müssen nicht großartig rumbrüllen oder sonst irgendwas oder sich irgendwie beweisen, sondern die spielen einen geilen Fußball und fertig. Und das würde mir, wenn ich nur Fußball schauen will, würde mir das reichen. Genau, das ist aber auch noch ein sehr, sehr kritischer Punkt, den du da gerade ansprichst. Wir gucken uns Fußballspiele an, weil wir Fußball mögen. Ne? Mhm. Also ich hatte da jetzt diese Woche, eigentlich beim Premier League Spieltag am Boxing Day gestern, hatte ich da noch eine Diskussion, warum man sich das anguckt. Ey, weil ich das Spiel mag. Weil ich halt einfach Fußball mag. Und weil mir dann es völlig egal ist, ob das jetzt ein Liverpool-Spiel ist oder ob das von mir aus Super Classico ist oder ob das Bayern gegen Dortmund ist. Keine Ahnung. Ich mag das Spiel. Ich gucke mir diese Spiele an. Und wir gutieren ja, ob wir die Leute mögen oder nicht, wir gutieren ja Leistung. Wir gutieren ja krasse Tricks oder Freistöße und sagen dann, wow, hast du gesehen, wie der das und das und das gemacht hat? Und jeder von uns hat's gesehen. So, Mehmet Scholl ist aber jemand, den kannst du auch so, wie er ist, mit der Aussage in irgendeinen Stammtisch in der Republik setzen, wo halt die Kasper sitzen und über Fußball reden, die halt in der Saison im Zweifel die Spiele ihres Vereins gucken und nichts anderes. Die halt wahrscheinlich überhaupt nicht wissen, wer Iniesta ist. Ja, das meine ich ja, aber ich tue mich trotzdem, er hat das ja, glaube ich, auch vorher schon mal gemacht, ich tue mich schwer, dass er Trainer wie Tedesco und selbst Nagelsmann, den ich mag, ich auch nicht. Aber ich finde trotzdem, dass man diesen Trainern, man kann denen doch nicht vorwerfen, dass die länger arbeiten wollen als die anderen Trainer. Also will mir wirklich einer erzählen, dass es Zeit wäre, wieder einen Klaus Augenthaler statt einen Nagelsmann auf die Beine zu setzen? Nein, aber das wird er ja scheinbar erzählen. Ja, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass die Aussage im Großen und Ganzen Schwachsinn ist. Ich finde halt nur, dass in dem Punkt, wo es um eine Sozialisierung im Fußball geht, die halt stattfindet mit 6 bis 7, 8 Jahre, dass da halt einfach der Spaß zu kurz kommt. Ja, das kann da, gut sein. Mehr will ich gar nicht sagen. Ja. Da gebe ich dir recht, finde aber nicht, dass das ein neues Phänomen ist. Ja, weiß ich nicht, aber du hast dann halt nicht mehr diese Leute, die halt, also zum Beispiel gibt's Leute wie Pierre Littbarski, gibt's die heute noch? Würde ich schon sagen. Wer? Ich würde sagen, Mario Götze ist schon technisch und von seinem spielerischen, das Tor, was er bei der WM macht, das hat er mit Sicherheit in keiner Akademie gelernt, sondern dieses Tor, was er gegen Argentinien macht, das hat er auf dem Spielplatz gelernt. Ja, aber so eine Situation wird mit Sicherheit nicht gelernt. Oder jeder andere wird heute in seiner Mannschaft wahrscheinlich sofort angeschrien, wenn er nach 2 umdribbelten Leuten den Ball nicht abspielt. Weit, glaube ich nicht. Glaube ich nämlich nicht. Ich glaube, das ist auch ein Vorurteil, was man diesen Trainern gegenüber hat, weil die das selber vielleicht ist das so. Weil die selber auch quasi auf diesen Moment setzen. Selbst jemand wie Guardiola, der wirklich auch wahrscheinlich jemand ist, der wird wahrscheinlich auch sehen, wenn du nachts falsch im Bett liegst. Aber selbst der gibt Spielern ja auch gewisse Freiheiten. Ich finde ehrlich gesagt nicht, dass uns diese Spieler fehlen, weil die gibt's. Marco Reus ist mit Sicherheit auch kein konventioneller Spieler. Der hat auch Tore drin, die lernst du mit Sicherheit in keiner DFB-Akademie, sondern die lernst du, weil du früher irgendwo draußen rumgebolzt hast. Ich finde nicht, dass diese Spielerart fehlt. Die fehlt vielleicht manchen Leuten von der Persönlichkeit her, das kann ich verstehen. Aber das sind halt junge Leute, meine Güte. Wenn du jetzt mit anderen 16, 17-Jährigen redest, die machen auf Snapchat rum und hören sich Justin Bieber Musik an, die verstehe ich auch nicht. Ist aber, meine Eltern haben mich ja auch nicht verstanden. Also von daher, ich weiß ja, nicht. Ja, ja. Keine Ahnung. Ja. Mehmet Scholl viel zu viel Aufmerksamkeit. Wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass wir uns einig sind, dass Mehmet Scholl diese Kritik nicht zusteht, oder?
Ja, nicht in dem Maße, denn ich muss sagen, als Trainer hat er ja selten brilliert. Und gerade auch mit dem, was wir ja davor gesagt haben, mit der Tatsache, dass er sich zu einigen Themen ja nicht äußern will, bei anderen aber plötzlich wieder so wortgewandt ist, das hat halt im Grunde ein bisschen Geschmäckle. Und ich finde halt, wenn wir jetzt gerade noch die Doping-Thematik von vorhin nochmal rannehmen, dann muss man ja schon sagen, Doping ist auch im Fußball absolut relevant. Also die Leute, die halt komplett anderes sagen, die leben, glaube ich, auch so ein bisschen in der Blase. Das war schon zu Zeiten von Zinedine Zidane relevant, ist heute in einem sehr extrem leistungsgetriebenen Sport, der sehr, sehr auf Schnelligkeit aus ist, noch viel relevanter. Und naja, da finde ich es ein bisschen schade, dass er den grauen Niersbach gemacht hat. Krass, wir sind immer noch beim grauen Niersbach. Ja, genau. Ich wollte jetzt noch... Das Krasse. Wir haben noch zwei Leute gar nicht nominiert, also beziehungsweise noch zwei Nominierte gar nicht genannt. Und einer davon ist der Herr Grindel. Das ja, Grindelmonster. Den könnten wir jetzt doppelt so lange reden. Ja. Über meine ein Podcast, der niemals endet. Genau. Mehrere Teile bringen wir einfach raus. Oder werden die Leute aber sauer, die jetzt auf den goldenen Kalle warten. Ja, ja, das ja und der goldene Kalle, leider zeitlich kriegen wir heute nicht mehr, damit ihr nächste Woche wieder einschalten. Nein, Spaß. Ja. Ja, Reinhard Grindel, ist einfach so ein Gesamtkunstwerk, ne, von nichts gesehen, nichts gehört. Der ist fernab von allem. Der lebt tatsächlich irgendwo anders. Wer schon geistig der CSU zugeschrieben wird, der muss schon weit entfernt. Ja, das tut mir immer noch leid, deswegen äußere ich mich nicht mehr. Ich habe mir Unrecht getan. Das war ein goldener Podcast-Moment. Ja, auf jeden Fall. Und wer auch nominiert ist? Paul Breitner. Eigentlich wollte ich die Nase von Paul Breitner nominieren. Die mit den Äderchen, die sieht schon sehr, ja. Genau. Die hat arg gelitten. Ja. Unter seinem. Das Problem ist, ich konnte die Nase nicht nominieren, weil die hat viel gesehen. Alter, die hat viel gesehen. Die war auch schon in verschiedenen dubiosen Orten. Die war schon überall. Nein, aber Paul Breitner hatte einen prominenten Auftritt in der Franz Beckenbauer Dokumentation, die letzte Woche in der ARD lief, der Fall des Kaisers, und was er da von sich gegeben hat, ist halt eigentlich ist das sogar justiziabel, was er da gesagt hat, weil er hat halt einfach relativ klar gesagt, ja, natürlich wird da beschissen und natürlich wird da bestochen. Was denkt ihr denn, wo wir leben? Ja. Natürlich. Und wenn der Franz das schafft, die WM nach Deutschland zu holen, woanders geben sie ihm einen Orden und hier wird er angeklagt. Na, das ist, auch so, ist halt das ist so ein Verständnis von unserem Rechtssystem oder von unserer Rechtsauffassung, das ich halt nicht teile. Jetzt ist das aber nett ausgedrückt. Ja, der ist auch tatsächlich fernab von allem. Also das ist wirklich, ich konnte auch nicht aufhören, auf seine Nase zu schauen, weil er auch immer so schön von der Seite eingeblendet wurde. Aber was der da zum Besten gegeben hat, war auch tatsächlich sehr, sehr kurios, weil er das auch mit einer Ernsthaftigkeit getan hat. Das hat mich erschrocken, ehrlich gesagt. Also er macht das schon mit einer Leidenschaft. Er verteidigt Franz mit einer Leidenschaft und er regt sich über alles mit einer extrem großen Leidenschaft auf, von der selbst hier Leute, die jetzt gerade im Podcast sitzen, sich noch eine Scheibe abschneiden können, weil selbst wir eskalieren nicht so schnell, wie das ein Paul Breitner tut. Also wie er sich über die kleinsten Kleinigkeiten echauffiert, das ist schon einzigartig. Aber auch auf eine Weise, der Nachdruck, den er seinen Worten oft verleiht, der würde eigentlich da darauf hindeuten, bei einer normalen Person, dass er eine himmelschreiende Ungerechtigkeit gerade beschreibt. Das ist so, wenn ich jetzt irgendwie wenn du jetzt mit irgendjemandem diskutierst über ein offensichtliches Thema und dir platzt irgendwann der Kragen und sagst, jetzt hör mal zu. Das kann eigentlich nicht wahr sein, dass du dich hinstellst und sagst, der Himmel ist grün, weil der ist blau und hier steht's und ich zeig's dir und ich raste gleich aus. So redet er aber über völlig diskutable Themen. So. Ja. Der schreit so rum und tut so. Am Ende sagt er, glaube ich, den Satz, und es reicht jetzt auch mal. Es reicht und sie werden von mir kein einzig schlichtes Wort über den Kaiser hören. Genau so. Ja. Was implizieren würde von wegen, dass es auch eigentlich gar keins von jemand anders geben dürfte. Und das finde ich ziemlich geistkrank, ehrlich gesagt. Ich finde es auch krass, dass der keine Leute hat, das sagen wir immer wieder, ich hatte es mit Axel oft, mit Marvin oft, wir hatten es mit allen schon oft, haben die keine Leute um sich, die sagen hier, Paul, ich hab's gestern gesehen,
Nächstes Mal ein bisschen langsam. Weil die Leute, jetzt mal im Ernst, der müsste ja nach der Sendung eigentlich in einer psychiatrischen Anstalt eingeliefert werden, nach dem, was er da erzählt hat. Aber was mich halt erschreckt, ich weiß, an der Grenze, das stimmt, ja. Es gibt aber Leute, die sitzen da zu Hause und sagen, ja, endlich. Die haben ja dann auch in der Dokumentation auch Leute interviewt. Ja, ja. Wo dann auch einer war. So, ich was sage allerdings ein bisschen stalkig war, ne? Ja, das war schon sehr merkwürdig. Nein, ich meinte nach der Jahreshauptversammlung. Ach so, okay. Da wo die dann rauskamen. Dann, da waren wenigstens auch ein paar kritische Stimmen dabei, muss man auch sagen. Hätte ich nicht gedacht, ehrlich gesagt. Aber da waren ja aber auch wieder diese typischen dabei, die dann sagen, so, nee, jetzt reicht mal und bla bla. Wir hatten es ja vorhin auch, was Uli Hoeneß gesagt hat, da gab es ja dann auch Applaus. Dass sowas noch funktioniert, erschreckt mich arg. Ja, mich ebenfalls. Ich habe halt den schlimmen Verdacht, dass sich Paul Breitner auch für intellektuell hält. Klar, er hat ja doch damals so geteilt, auch damals so, was hat er war? Mao, irgendwas. Und alles, ja. Also, aber so richtig, nee, so richtig nicht. Also, das war auch für mich ein kleiner Warnschuss an mich selber, den ich nach Silvester beherzigen würde. Man muss mit dem Alkohol auch aufpassen, glaube ich, weil das hat Spätfolgen. Schön, dass du das nach Silvester angehst. Ja, genau. Ja, ist ja kein Fantast. Na gut, okay, lasst uns, ich glaube, wir können noch über jegliche Person noch Stunden sprechen, aber es ist ja schon 23.30 Uhr und wir sollten auch hier ein Ende mal finden. Und ich würde sagen, ich löse das Mysterium um den grauen Niersbach mal auf. Ja, bitte. Trommelwirbel. Mit 42% hat gewonnen Reinhard Grindel. Sehr gut. Absolut verdient. Jawohl. Ja. Aber relativ dicht dahinter Mehmet Scholl mit 37,4%. Also auch hier weiß die geschätzte Twitteria und unser Facebook-Volk, dass auch ein Mehmet Scholl durchaus eine zwielichtige Persönlichkeit ist. Ne? Jo. So, weiter geht's. Ja, aber jetzt schnell, komm. Warum spielt der eigentlich noch Fußball? Ist schnell. Ja, okay. Ja. Warum spielt der eigentlich noch Fußball? Schnell? Da muss ich noch eine ganz kurze Nebennominierung, die kam noch zu spät rein. Wen wir vergessen haben, auch schon auf uns. André Schürrle haben wir vergessen. Oh, stimmt. Eigentlich, wow, okay. Es geht hier um Fußballer, die aus den verschiedensten Gründen irgendwie noch Fußball spielen, wir es nicht so richtig verstehen können. Gut, Timo Werner natürlich, als einer der Spieler, die so lange einem psychischen Druck erlegen waren und trotzdem noch Fußball spielen. Rafinha, wo man eigentlich gehofft hatte, dass er über viele Jahre hinweg eigentlich weg vom Fenster war und plötzlich mit anderer Haarfarbe jetzt wieder gegen den Ball tritt. Sebastian Jung, der das ein oder andere Mal noch Fuß gefasst hat oder jetzt beziehungsweise Fuß fasst auf dem Spielfeld vom VfL Wolfsburg, jetzt wieder eingewechselt worden. Und natürlich ein ganz, ganz besonderer Fußballer, den wir auch aus dem Rhein-Main-Gebiet kennen, Konstantin Rausch. Ja, löst. Ja, Marvin, mach's schnell. Ich kann's gar nicht. Will gar nichts alles zu klar. Sagen. Trommelwirbel. Konstantin Rausch mit 35% ist der Mann, bei dem man sich fragt, warum spielt der eigentlich noch Fußball? Konstantin Rausch, was wir wissen und was nicht. Und jetzt kommt's eine Kategorie weiter. Es haben nicht ganz so viele mitgemacht wie bei den anderen. Da hat sich vielleicht der ein oder andere nicht getraut. Es waren nur 237 Antworten. Davor waren es 243. Egal. Bester Podcaster ohne Podcast. Nominiert. Auf jeden Fall. Mein Leben in der Blase von Schnudelhube 8. Da müsst ihr noch mal ein bisschen was erzählen. Der Glonsch. Kunst und Kopie. Richard Beides TRK. Große Freunde. Ja. Richard TRK, Quidditch für Einsteiger. Und Karl-Heinz Rummenigge, Poesie und Kommerz, geht das zusammen. So. Ich würde mir alle anhören. Ja. Ich würde mir alle Podcasts anhören. Ja. Also, unter welchen würdest du dich am meisten freuen, so ganz persönlich? Über den von Schnudelhuber. Ja, auf jeden Fall. Der Name ist auch richtig gut eigentlich. Schnudelhuber 8, der wöchentlich über seine Erlebnisse mit den Roten Bullen podcastet. Finde ich super. Und aber ich würde auch Richards Quidditch Podcast mir anhören. Und wenn der Glonsch anfängt, seine Bilder zu erklären. Das könnte sehr interessant werden. Würde ich das auch gerne machen. Aber der Glonsch braucht, der Glonsch ist für Podcasts, das bringt nicht. Der Glonsch braucht gleich eine visuelle Sendung auch gleich. Also
Beim Blond stelle ich mir. Aber im Blond stelle ich mir. Ich immer ein Bild machen und dann in so einem Expertenpanel darüber diskutieren. Bewerten lassen. Wir könnten das bei 93 zum Beispiel einführen, den Glonsch der Woche. Und könnten dann halt darüber diskutieren. Das ist eine gute Idee. Glonsch, die Glonsch mit den Farben gearbeitet hat. Das ist genau. Darf ich das mal anfassen? Das ist ja Pergament hier. Und wenn du gleich die Finger von meinem Waschbrot nimmst. Ein Traum, ein Gedicht, ein Hatlatschka. Groß, Grüße. Und bei Karl-Heinz Rummenigge würde ich die erste Folge mir anhören. Ich glaube, es wird aber langweilig mit der Zeit. Boah, er erzählt nur Gedichte. Meine Fresse. Ja, ein Zug. Er bringt mich von A nach B. Also ich glaube, es kann relativ schnell, relativ monoton werden. Ich danke dir ganz toll. Ist ein großartiger Herr. Ja, auf jeden Fall. Also, wollen wir auflösen? Ja. Oder wollt ihr noch? Also, dann machen wir es schnell. Mit 44,7% hat ein Magier seiner Künste gewonnen. Ich weiß gar nicht, was das genau bedeutet. Ich glaube, ich habe eine sinnlose Wortaneinanderreihung gemacht. Egal, der Glonsch. Kunst und Kopie. Geil. Da macht er sich selber ein Glonsch. Ja, auf jeden Fall. Glonsch für einen Glonsch. Aber das wird ihn aber sein. Auch, mich freut es auch. Und, er hat es auch. Das ist auch verdient für seine Leistung, die er in diesem Jahr gebracht hat. Er hat einige Highlights produziert, einige Sachen, die mich zumindest auf verschrobene Weise zum Nachdenken gebracht haben. Ja. Die Dietmar Hopp-Sachen waren immer an der Grenze. Die waren grenzwertig und hätte ich mir vorgestellt. War das Schaf noch? War das Hopp oder war das Rangnick? Ja, ich weiß, ja. Aber ich muss echt sagen, das ist, also ich finde, alles, was Glonsch macht, ist eigentlich wirklich auch Kunst. Ne? Also ich muss schon sagen. Es ist vor allen Dingen unverwechselbar. Also der Richard hat es ja, dass der Ausdruck vom Richard, dass er kultiviert werden konnte, ein echter Glonsch, das hat auch seinen Sinn, weil du kannst das sofort erkennen. Also, das ist ein Glonsch, das ist ein früher Glonsch. Ein früher Glonsch aus der Frühphase. Und es ist ja ein Zeichen von Photoshop-Art, gar nicht so einfach, so sein eigenes Merkmal durchzudrücken. Und das hat er echt gut geschafft. Also ich bin sehr froh, dass er euch entdeckt hat und ihr damit auch ihn. Ich hoffe, er wird der Nachwelt lange erhalten bleiben. Ja, herzlichen Glückwunsch. Und wir überlegen mal tatsächlich, ob wir nicht so ein Glonsch der Woche machen. Wenn du es nicht machst, Glonsch, wenn du uns jetzt zuhörst, mach doch so einen Podcast, bitte. Also ich find's mega geil. Ich find's auch super. Gut, dann kommen wir zur nächsten Kategorie, würde ich sagen. Ja, das ist mit Spannung erwartet, weil das ist ja keine Kategorie, die nur heute entschieden würde, sondern das ist ja quasi das Finale. Auf jeden Fall. Eigentlich, ja, es ist so ein bisschen so das Halbfinale, so mehr oder weniger, weil das wird ja dann wieder zusammengerechnet, aber wir haben den Dummschwätzer der Woche, das Hinrundenfinale auf jeden Fall. Und da haben sich ja zwei ganz, ja, wie soll ich sagen, herausragende Persönlichkeiten beziehungsweise Institutionen zusammengefunden. Und zwar auf der einen Seite der DFB, der im Wochenranking drei Siege eingefahren hat. Der DFB hat allein in dieser Hinserie 3 Siege eingefahren als Dummschwätzer der Woche. Ich denke, das spricht schon Bände. Ja. Und wer mit Kontrahent war Ralf Rangnick, denn der hat insgesamt gezählt mehr Stimmen bekommen. Ja. Und diese beiden haben wir jetzt ausbetteln lassen. Ich denke, Ralf Rangnick, kann man schon sagen, auch eine verdiente Nominierung. Ne? Ich habe zu Ralf Rangnick noch was. Soll ich das mal gerade einspielen? Ja, spiel das mal. Ja, genau. Auf jeden Fall. Wir haben genau das ausgegeben, was wir ausgeben durften unter der Vorgabe von Financial Fair Play, weil wir ja auch davon ausgehen, dass es eine Vorgabe ist und nicht nur ein Vorschlag. Deswegen haben wir uns akkurates daran gehalten. Oliver Minzlaff hat mir mitgeteilt, mit was wir arbeiten können, was wir ausgeben können. Wir haben uns exakt daran gehalten. Und deswegen haben wir zum jetzigen Zeitpunkt gar keine Möglichkeit, noch irgendwas zu machen. Und wir gehen Stand heute auch davon aus, dass wir genau mit dem Kader auch in die Saison gehen, weiterhin. Minimalziel, wieder Platz 3.
Nein, also bei uns erwartet keiner, dass wir so eine Saison wiederholen. Wir wollen das auch gar nicht unbedingt an Tabellenplätzen festmachen, sondern für uns ist entscheidend die Entwicklung der Mannschaft. Wir müssen schauen, dass wir die Spieler, und sie sind alle noch jung, deswegen gibt es auch keinen Grund, warum sie sich nicht entwickeln sollten, dass wir sie weiterentwickeln unter der Diktion der Doppelt- oder Dreifachbelastung. Hoffenheim hat es gestern gezeigt. Sie haben, wenn auch glücklich, 1-0 gewonnen, haben mit 6 frischen Spielern gespielt, weil sie unter der Woche gegen Liverpool das Spiel hatten. Das wird uns auch blühen. Das heißt, auch wir werden dann, wenn wir international spielen, in größerem Stile rotieren müssen. Reicht schon. Jetzt spielen wir aber noch nicht international. Ja. Wir müssen dann jetzt in den nächsten 2 Wochen. So, ja, ich glaube, es reicht schon. Am Anfang, das war sehr markant, als er über Financial Fair Play gesprochen hat. Ralf Rangnick ist nie um die eine oder andere, ja, das ein oder andere Flunkern verlegen, um es mal so zu sagen. Ne? Also was da so mit Financial Fair Play da so passiert ist, naja, das kann man so sehen, aber wenn man sich dann anschaut, wie die Ausgaben in den letzten Jahren waren, natürlich kommt jetzt ein bisschen was dazu durch den Verkauf von Cater im Sommer, aber davor stand immer ein schönes Minus. Also insofern, naja, wir wissen schon, was wir von Ralf Rangnick zu halten haben, oder? Ja, nichts. Er hat sich einige Male verdient gemacht. Zumindest hat das ja dann auch jetzt hier in dieses kleine Halbfinale geschafft, Hinrundenfinale. Weil er auch ein sehr, sehr schwer zu ertragender Mensch ist, der einfach auch Schwachsinn erzählt. Und wenn ihn tatsächlich jemand in schwarz auf weiß Sachen hinhält, ich glaube, der war in einer Talkshow mit Raphael Buschmann, der ihm gesagt hat, ich habe Dokumente, ja, wo ja, das ja. Und das steht. Und er hat das geleugnet und hat dann einfach angefangen, von seiner Kindheit zu erzählen. Und hat das angefangen war, zu erzählen. Wow. Das war ja unfassbar. Das war sehr bizarr. Als er dann meinte, ganz, ganz kurz Stopp, also als mein Vater, ich wusste nicht, was mein Vater verdient. Er wollte dann eine gesellschaftliche Diskussion draus ablenken. Das geht mir auf den Sack. Das führt dazu, dass ich oft Gedanken habe, wie ich, wenn er irgendwo sitzt, wie ich von der Seite irgendwie trete oder so. Und es ist teilweise sogar unglaublich, was er von sich gibt, ehrlich gesagt. Ja, also ein sehr, sehr schwer zu ertragender Persönlichkeit, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja. Jemand, der nicht nur durch etwas, worauf wir gleich auch noch vielleicht noch kommen, wie gesagt, insgesamt nur sehr schwer im Bild der Öffentlichkeit zu ertragen ist. Aber gut, wollen wir mal gucken, wer es denn geschafft hat. Ihr konntet auswählen, wer soll der finale, endgültige Dummschwätzer der Hinrunde sein. Und zwar ist es geworden mit 46,9% Ralf Rangnick. Hä? Er aber hält den Dummschwätzer der Woche des Hinrunden. Wie geht das denn? Wenn bei 64. zwei Leuten sechs. Also, okay. Aha. Das wäre auch geil gewesen, wenn da wirklich Leute gestimmt hätten mit, ich enthalte mich. Ja, 64%. Ja, das hängt übrigens knapp, damit aber zusammen. Trotzdem. Ja, 64%, naja, es ist in Ordnung. Und übrigens, mein Verwechsler hängt damit zusammen, dass ich früher mal Linkshänder war und irgendwann als Rechtshänder umgezogen wurde und seitdem ich immer die Zahlen verwechsel. Ja. Also wundert euch nicht, falls ihr nochmal passiert. Ja, ist klar. Ja, ja. Hey, naja gut, wer auch immer. Also, verdient an Ralf Rangnick, würde ich sagen. Und ich glaube, wir nähern uns so langsam dem Finale. Ne? Ja, Axel, hast du dein Soundboard eigentlich aktuell, ne? Nee, ich habe ja Marvins Soundboard. Mhm. Ach so, schade. Ich hätte jetzt gerne die Babylon Berlin Musiker. So. Auch in der Sonderkategorie Serienmusik des Jahres. Serienmusik des Jahres zu Asche Babylon. Zu Staub. Genau. Come on, vielen Glückwunsch. Und da Fußballsender des Jahres nochmal ganz kurz. Ich hau es jetzt hier schnell raus. Sky. Vielen Dank für die tolle Arbeit. Immer gerne. Ein toller Talk, Sender. Fußball-Talk des Jahres, der Doppelpass. War Topper, oder? Ja. So, ich würde sagen, der goldene Kalle, es gibt wieder 4 Nominierte. Einer davon ist Werner Spinner. Jetzt hast du mich im Gähnen erwischt. Kein Problem. Werner Spinner. Passt zu Werner Spinner, der ist auch auf der PK fast eingeschlafen. Präsident des 1. FC Köln. Unerträglicher Machtmensch. Und soll ich jetzt sagen, wofür, was der alles gemacht hat? Oder Eigentlich, also spricht eigentlich für sich selbst, oder? Ich denke, jeder, der im Fußball so einigermaßen ein bisschen vorbeigeschaut hat, hat ja schon mitbekommen, dass Werner Spinner eine durchaus schwierige Persönlichkeit sein kann. Ja. Ja, aber du kannst ja mal trotzdem das vielleicht das Prägnanteste uns nennen. Weil beim Goldenen Kalle geht es ja trotzdem auch um Dummschwätzerei. Mhm. Okay, also die größte Dummschwätzerei würde ich dann
einfach mal sagen war, wie er ausgeplaudert hat, wie es mit Horst Held abgelaufen ist in Köln. Wie er dann gesagt hat, ja, ich will das jetzt nochmal gerade sagen, der hat bei uns angerufen, den Kumpel von dem hat bei uns angerufen. Aber das war doch Werle, der das gesagt hat, oder? Nee, das war Spinner, der dann, also Werle hat's angefangen, du hast recht, aber Spinner hat dann irgendwann nachher gesagt, und wir haben ihn dreimal gefragt, Horst, bist du dir sicher? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Und dann beim vierten Mal war er sich nicht mehr so sicher. Ja, und dann haben wir es sein gelassen. Und das alles in einem Duktus, wo man sagt, ja, vielleicht war das eine harte Nacht, die er da hatte. Und die Pressekonferenz war auch legendär. Die Pressekonferenz, die hatte fast schon Niersbachsche Züge, ja. Es war nicht so schön, aber natürlich ist halt diese Nominierung schon eher so ein Gesamtkonstrukt von dem, was er so im letzten Jahr alles geleistet hat. Ist trotzdem leider trotz seinen Absurditäten, die er von sich gegeben hat, für mich zwischen den anderen dreien nur Außenseiter. Das spricht nicht für die anderen drei. Ist wahrscheinlich auch so, ja. Genau. Vielleicht bin ich da auch zu nah dran, dass ich ihn da reingesetzt habe. Vielleicht gehört er gar nicht in die goldene Kategorie. Aber ich habe ihn dann mal da reingesetzt. Er ist halt auch jemand, den du nominieren kannst, um im Gedächtnis zu bleiben für die nächsten Male. Ne? Das muss ja nicht heißen, dass der goldene Kalle, das ist ja der größte anzunehmende Ehrenaward, der jetzt erreicht werden kann für ihn. Ne? Und da ist es natürlich auf jeden Fall so, dass er mal in dem Kreis mitschwebt. Ich konnte nicht ohne, sorry. Und da ist es ja durchaus auch eine ganz gute Sache. Mit nominiert ist übrigens unser Uli Hoeneß mal wieder. Uli Hoeneß. Ja. Uli! 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 Ja, hervorragender Mann. Ja. Und der wieder Uli da Hoeneß, ist. Ja, Uli Hoeneß auch. Ist wieder da und hat auch was zu sagen gehabt. Axel, kannst du noch mal gucken? Ich glaube, wir haben noch einen Schnipsel, wo er was über den aktuellen Trainer sagt. Ja, muss ich mal gucken. Ich werde mich nicht an einer Diskussion beteiligen, wie lange das geht. Jupp Heynckes ist unser Trainer. Wie das weitergeht, das werden wir dann sehen. Weder das eine noch das andere würde ich heute total ausschließen. Also kann das sogar sein, dass Jupp Heynckes über den Sommer hinaus Trainer bleibt? Das halte ich für möglich, ja. Wenn Sie erleben, welche Stimmungsänderung durch Jupp Heynckes in diesem Verein gekommen ist, das ist macht Spaß. Alle Angestellten, alle Mitarbeiter, alle Physios, alle Masseure, die schweben nur noch. Wir waren ja jetzt alle in Anderlecht, wo wir ja nun wirklich nicht besonders gut gespielt haben. Aber es ist ein ganz anderer Geist da. Und was man mit Disziplin, vorbildhaftem Verhalten erreichen kann, das beweist uns Jupp Heynckes. Und da können wir alle drauf stolz sein. Nach dem Paris Debakel, würde ich sagen, habe ich mich mit Karl-Heinz Rummenigge ausgesprochen und dann war das Thema erledigt. Es war nicht so einfach, nach meiner Gefängniszeit diese Integration auch meiner Person in die Reihe zu kriegen. Und diese Nacht und die folgenden Wochen haben dazu beigeführt, dass wir wieder ganz eng zusammenarbeiten. Es macht wieder Spaß, zusammenzuarbeiten und es kostet kein Papier mehr zwischen uns. Ich denke, dass das auch eine Sache der Ablösesumme sein wird und okay, da ist man, wie ich höre, derzeit meilenweit auseinander und so. Ja, da übrigens hat er dann gerade noch erzählt, dass er meilenweit auseinander ist mit dem Wagner-Transfer und dass das wahrscheinlich nichts wird. Wir wissen heute, dass die ganze Situation sich ganz anders darstellt. Aber, stell mir Verhandlungen zwischen Hoeneß und Hopp auch diesen bisschen Knall hat. Hier trinkst du noch einen Rotwein, ja? Ja, unglaublich. Ja, du hast es gut zusammengestellt. Ich finde das, was er mit Heynckes macht, auch sehr, sehr interessant, dass er ihn quasi öffentlich unter Druck setzt, seinen angeblichen Freund. Uli Hoeneß, man kann eigentlich, glaube ich, einen dreistündigen Ausschnitt zusammenstellen mit Sachen, weil eigentlich ist fast mittlerweile alles, was er sagt, Schwachsinn. Er ist an der Grenze mittlerweile des Aushaltbaren, finde ich, auch für ihn persönlich. Also, weil es ist ja nicht nur bei uns so, dass wir ihn nicht mehr ernst nehmen, sondern ich glaube, diese breite Öffentlichkeit nimmt ihn auch nicht mehr ernst, ehrlich gesagt. Weil irgendwie zusammenwurschtelt und den Ausschnitt, den wir eingangs der Sendung hatten,
als er beim Franz redet, der ist für mich so ein bisschen stilbildend und zusammenfassend, wie er denkt, wie er tickt. Und für mich ist es schon ein bisschen bezeichnend, dass seit er wieder auf freiem Fuß ist, dass beim FC Bayern ja diese technokratische Professionalität so ein bisschen gewichen ist und so wieder so ein bisschen so eine Gatthausatmosphäre dort herrscht, was aber für eigentlich einen international erfolgreichen Verein nicht gerade förderlich ist. Und er ist mittlerweile echt, glaube ich, sogar fast eine Gefahr für den FC Bayern, um das jetzt mal ein bisschen zu dramatisieren. Ja, sehe ich ganz genauso. Sehe ich genauso. Geil. Ja, ist halt, also es ist wirklich einfach mega problematisch und mit solchen Aussagen katapultiert er und den FC Bayern und sich selbst einfach mehr ins Aus, als es eigentlich einem lieb sein kann. Und deswegen steht er vollkommen zurecht für den goldenen Kalle in der Nominierungsliste mit Dietmar Hopp. Tja, es ist halt, es wiederholt sich dann doch ein wenig, aber man muss halt sagen, solche Aussagen, wie zuletzt getätigt, wo es dann darum ging, dass auch den Arbeitgebern mitgeteilt werden sollte, wenn jemand gegen Hopp gerufen hat. Ja, tut hier, Herr Chef, ich wollte Ihnen mal was sagen, was Ihr Mitarbeiter, wissen Sie, was der gemacht hat? Der war im Stadion in den Hurensohn geschrien. Ja. Also, Wahnsinn. Ja. Ich gründe nur eine Firma, um solche Leute anzustellen, dass der bei mir anruft. Und dann sage ich zum Dietmar Hopp am Telefon, gut so, Sie Arschloch. Rufen Sie hier nie wieder an. Ja, das ist schon krass. Axel hat das auch bei uns bei 93 Jahren mal ausführlich aufgedröselt, dass das schon ein größerer Eingriff ist als jeder populistische Spruch von Uli Hoeneß, sondern der fordert ja quasi eine gesellschaftliche Ächtung von Einzelnen. Das ist nicht mehr gesund und zeigt aber auch, was für ein Selbstbild er hat, dass quasi solche strukturellen juristischen Umwälzungen auch fast nur für ihn gemacht werden sollen. Das gipfelte ja auch teilweise in der Forderung, die von davor auch, aber auch schon kam, dass gar keine Spiele mehr angepfiffen sollen, werden sollen, wenn es Schmähplakate im Stadion sind, die ihn angreifen und so. Das ist unglaublich. Wir machen uns immer darüber lustig. Und das ist auch eine Art der Verarbeitung für mich, für euch wahrscheinlich auch, dass man Dinge, die man nicht ganz greifen kann, dann, die man irgendwie einen wütend machen, dass man probiert, wenn sie nicht ganz so schlimm sind, dass man sich darüber lustig macht, um ja, nicht um es zu verstehen, aber es ist zumindest in seinen Alltag einzuarbeiten. Aber ganz ehrlich gesehen, eigentlich kann ich teilweise nicht fassen, was der von sich gibt. Ich finde das weit im antidemokratischen Spektrum. Also gerade solche Aussagen. Ja, eben ist es. Ja, ja. Das ist gut zusammengefasst. Ja. Das ist unglaublich. Das ist auf jeden Fall gerechtfertigt, diese Nominierung. Außerdem mache ich mir Sorgen um seine Nase. Die führt mittlerweile auch ein echtes Eigenleben. Ich weiß nicht, ob ihr das in der letzten Zeit mal gesehen habt, aber da kreisen auch eigene Monde drum. Ey. Heilige Kacke, die sieht auch echt, also da kann sich der Paul Breitner, da kann ich echt mit Dietmar Hopp zusammentun. Da jetzt noch der Armin Fee zu Gast wäre, meine. Ja, das ist mir auch eingefallen, als wir über Spinner geredet haben. Armin Fee hat so ein bisschen Glück gehabt. Ja, war zu spät. Er kam zu spät. Ein bisschen Glück gehabt. Aber nächstes Jahr ist ein heißer Favorit. Er kriegt den Förderpreis für seine Aussage, dass Stöger ihm eine unfitte Mannschaft hinterlassen hat. Weil er sehr bekannt ist, dass die Eintracht hätte ja einen Triathlon laufen können, als er hier Trainer war. Also von daher. Grüße. Armin. Ich glaube, Axel freut sich schon drauf, oder? Ja. Mhm. Oh. Das Letzte. Aber es ist gut, mit Armin Fee, Mensch kann ja nur, glaube ich, einen gewissen Grad von Enttäuschung aushalten. Das ist ja gut, dass der Mensch, das ist ja gut, dass der Mensch so einen Mechanismus hat, dass er dann irgendwann zumacht. Das ist ja bei Max, der ist schon lange eingetreten. Er kann. Schaltet irgendwann ab. Irgendwann schaltet das, aus Selbstschutz schaltet das, der Körper diese geistigen Impulse ab, glaube ich. Wieso bei großen Schmerzen gehst du ins Koma? Genau. Der Axel befindet sich quasi in einem psychischen, künstlichen Koma gerade. Anders könnte das, glaube ich, nicht verkraften, was da jede Woche passiert. Und dann denkst du, tatsächlich, jetzt reicht's mal. Nein. Armin Fee, Sportdirekt. Ja, genau, da kommt noch was. Das ist ganz hervorragend. Und dann, als wenn das Leben dem Axel im fußballerischen Sinne nicht schon genug angetan hätte, musste Axel sich jetzt noch ein Simon Terodde-Trikot kaufen. Was gibt's denn da zu lachen? Naja, ich lache jetzt auch nicht zu laut, weil ich habe auch immer noch Angst, dass Freddy Bobic sein wahres Gesicht noch zeigt. Zieh die Maske ab und dann steckt dahinter der wahre Freddy Bobic. Genau. Na gut, also er ebenfalls nominiert, also nicht Freddy Bobic, sondern halt wie gesagt Dietmar Hopp und auch nominiert
ein alter Bekannter von Dietmar Hopp, Ralle Rangnick. Ralle Rangnick. Ja, warum ist der nominiert? Wir haben es eben schon ein wenig ausgeführt. Übrigens auch absolut spektakulär, die Art und Weise, wie er einem Schiedsrichter zeigen wollte, dass auf seinem Handy ganz andere Dinge stehen. Das war auch eine der Szenen der Saison. Ja. Also warum verlieren denn Leute so krass ihre Kontenance? Das kann ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, Rangnick ist ein Getriebener nach Anerkennung. Ich erinnere mich bei Rangnick, ich werde jetzt hier mal in meinem Wohnzimmer Küchenpsychologie öffnen. Ich finde, dass man das bei seiner Ehrenrunde auf Schalke ein bisschen gesehen hat, dass er trotzdem die Liebe der Massen erfahren will, dass sie anerkennen, was für ein Herzblut er in diese Sache steckt. Und ich glaube, dass er das nicht bekommen hat. Das bekommt er nicht. Ich glaube, den Aufwand, den er denkt zu betreiben, beziehungsweise den er wahrscheinlich wirklich auch betreibt, bis an die körperlichen Grenzen, dass er das nicht gewürdigt sieht, und das macht ihn wahrscheinlich, hat, also Benin hat schon länger dann Snap gemacht, das ist dann leider schon in so eine Manie übergegangen, die dazu führt, dass er sich nicht gewürdigt sieht, glaube ich, und das jetzt irgendwie ja auf andere Weise haben will. Ich finde, dass bei ihm ist das grenzwertig. Er wirkt auf mich sehr, 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 sehr unausgeglichen, weil eigentlich könnte er auch in der Position sein, wo die ganzen Hater von Red Bull Leipzig, die könnte er auch mit einem Lächeln bedenken. So zu denken, ja, haha, jetzt sind wir zweiter geworden. Er war halt nie souverän. Aber Rangnick war halt nie souverän. Also das ging ihm immer ab, und jetzt ist er in diesem sektenartigen Konstrukt von Red Bull eingefangen, in diesem Korsett, was ihm, glaube ich, echt auch in gewisser Art und Weise Halt gibt, aber wo er sich, glaube ich, zurecht fühlt. Also man darf nicht vergessen, dass Red Bull ja schon seit so vielen Jahren irgendwie auch sektenartig beschrieben wird. Was habe ich letztens mal in der Doku gehört? Ist so ein bisschen eine Mischung aus Ikea und der Bhagwan-Sekte, ja? Also irgendwas wird da auch schon dran sein. Und ich glaube, er fühlt sich in diesem Konstrukt ganz wohl, aber das tut der Außenwelt halt nicht wirklich gut, ne? Nee. Er ist für mich auch eine der unerträglichsten Personen in dem ganzen Fußballzirkus. Unabhängig davon, dass er jetzt in Leipzig ist, das potenziert natürlich nochmal meine Abneigung, aber. Ja, gut, klar. Auch als Einzelperson finde ich ihn nicht gut zu ertragen, weil er so eine gewisse Hybris auch hat, die auch manchmal einfach mit Fakten nicht zu bestätigen ist. Also er erzählt ja auch Schwachsinn. Ich erinnere, das war jetzt leider nicht dieses Jahr, aber das ist meine Lieblingsstory von ihm, als er diese Geschichte von den zwei Rentnern, die da in einem Hotel kurz mal in den Frühstücksraum scheiß Red Bull gerufen haben, als er das zu einem Hooligan-Angriff hochjazzen wollte. Das ist ja nicht zu fassen. Das ist nicht zu fassen. Und du hast es, glaube ich, dann ganz gut beschrieben, das hat auch schon Züge von gewissen AfD-Politikern dann. Sage ich jetzt einfach mal so. Das finde ich schon, weil das so eine gewisse Thematik, also das ist so eine gewisse Mechanik, sage ich mal, die man auch an anderen Stellen wieder sieht. So dieses einfach sich was zu erfinden, um sich danach irgendwie in so eine Opferrolle zu begeben. Das ist schon sehr, sehr grenzwertig, finde ich, weil das macht das Konstrukt, in das er da geraten ist, und das finde ich, wie der Marvin das mit sektenartig beschreibt, eigentlich ganz gut beschrieben. Das findet bei denen auch sehr, sehr, sehr krass statt. Also so diese Angriffe, die da auf Leipzig-Fans gestartet wurden, die wurden ja auch danach in einer Weise als Terroranschlag quasi dargestellt, wo selbst Dietmar Hopp auch noch von spricht und sonst irgendein Kram. Das finde ich ziemlich merkwürdig, und er ist einer der Gesichter davon und ein ziemlich rotes, weil er immer sauer ist. Ja, wollen wir auflösen, liebe Leute? Ja, bitte. Es ist der letzte Award für heute Abend. Es ist eine ganz großartige Kategorie. 245 Leute haben mitgemacht und haben sich entschieden für Ralf Rangnick mit 37,6% hat er gewonnen. Relativ knapp vor Uli Hoeneß mit 33,9%. Also Ralf Rangnick hat in diesem Jahr 2017 den goldenen Kallen erwischt. Applaus. Ich stehe gerade. Der goldene Kalle für Ralf Rangnick, liebe Leute. Das ist das, wonach er sich immer gesehnt hat. Hoffe ich. Ich wollte gerade sagen, jetzt hat er doch endlich die Anerkennung. Ja, also ich denke, etwas Größeres hätte ihm nicht zuteilkommen können, wenn wir überlegen, dass in so wenigen Minuten so viele Leute abgestimmt haben und es ziemlich eindeutig war, dass Ralf Rangnick derjenige ist, der es bekommt. Also da kann ich nur sagen, Chapeau, ich ziehe meinen Hut und erwarte große Dinge auch im Jahr 2018. Die werden, glaube ich, kommen. Ja. Hundertprozentig. Ralf. Damit
Damit würde ich eigentlich fast sagen, hätten wir es für heute. Wir haben ja, ja. Erst ein paar Minuten am Podcast. Ich habe jetzt auch wirklich nicht mehr mitgezählt, aber ich glaube, würde sagen, wir machen für heute Deckel drauf. Die große Jahresendabrechnung ist beendet. Axel, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass du eigentlich gerade die Technik machst, ja, nachdem wir das nicht, beziehungsweise ich das nicht hinbekommen habe. Vielen Dank auf jeden Fall. Sehr, sehr gerne. Ich gucke gerade, weil mir fehlt hier noch ein Soundschnipsel. Sekunde. Nein, hören wir doch mal rein. Ich nutze die kleine Verzögerung, wenn Axel ihn nicht findet. Zeichne noch das Fußballbuch des Jahres aus. Das ist vom Autor Heiko Lukas. Das ist Hattrick, Elfmeter für die Liebe. Von Spiel zu Spiel. Und von diesem tollen Buch werdet ihr nächsten Jahr bei 93 noch viel hören. Grüße. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich als Hörer, als stetiger Hörer von 93, freue ich mich da sehr, sehr drauf. Na, okay. Ja, dann ansonsten kann ich mich nur bedanken bei den vielen Leuten, die mitgemacht haben bei dem schnellen Voting. Wir hatten, glaube ich, maximal 2 Stunden das Voting auf. Es gab insgesamt 400 Klicks, die reingeklickt haben. Von denen haben sich 245 dazu entschlossen, dann auch definitiv abzustimmen. Was in der Kürze der Zeit absolut geil ist. Freut uns, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr unser kurzes Hirngespinst habt wahr werden lassen mit der Jahresendabrechnung. Ich hoffe, ihr hattet Freude. Schaltet im nächsten Jahr wieder ein, wenn 93 läuft, wie verrückt, wenn der Eintracht-Podcast am Start ist. Bleibt uns gewogen und ich hoffe, ich kann den Podcast jetzt beenden und sag, macht's gut, bis dann. Sekunde, dann ist es gar Sekunde, kein Problem. Sekunde. Wir haben ja doch Zeit hier. Ich teaser mal was an. Ja, teaser mal was. Die nächste Zeile, die Mannschaft auf dem Platz funktioniert einfach nicht. Das blieb hier im Stadion niemandem verborgen. Enttäuschung und Wut machten sich in den Rängen der Mittelfans breit. Einzig der Spieler mit der Nummer 9 auf dem Rücken war ein Künstler am Ball. Max Hensmann, genannt Hattrick, war der beste Stürmer und die große Nachwuchshoffnung. Auf sein Konto gingen die meisten Ballkontakte des FC Mittelstadt. Er kämpfte unermüdlich um das Leder. Mehr dazu nächstes Jahr bei 93. Grüße.